Ja, herzlich willkommen jetzt von uns auch hier aus dem Zielbereich. Wir zeigen Ihnen hier natürlich den Überflug über den Startbereich. Es wird wie immer eine sehr lange Prozedur hier, um vor der UNO-City einmal diese ja nicht ganz 40.000 Leute in Bewegung zu setzen, denn es sind natürlich insgesamt 8 Bewerbe an diesem Wochenende. Und da teilen sich die mehr als 40.000 Teilnehmer natürlich auf. Es werden an die 9.000 rein den Marathon laufen. Und die wichtigsten aus der sportlichen Betrachtungsweise, aus der Wettkampfsicht, die tragen die niedrigen Nummern 1 bis unter 50. Ab Nummer 50, wie gewohnt, sind dann die Tempomacher, die eben für die Einhaltung der Zielgeschwindigkeit auch sehr hilfreich sind, zuständig. Ja, die letzten Aufwärmübungen für die Strecke von 42,195 Kilometer durch Wien unverändert. Vom letzten Jahr gibt es keinen Unterschied. Der Start, wie gesagt, draußen im 22. Bezirk. Dann geht es herein über die Reichsbrücke in den 2. Bezirk Richtung Prater. Erstmals hinein in die Prater Hauptallee, in das Trainingszentrum vieler Wiener Läufer, dann zurück Richtung Ringstraße bei der Urania hinein. Erstmals also auch einen Teil des Ringes von der Oper, dann geht es hinaus in den Westen bis zum Schloss Schönbrunn, dort dann die Wende hinein über die Mariahilferstraße zurück. Wieder auf den Ring, dann gibt es in Kürze für viele das Ende beim Halbmarathon, vorbei wieder am Rathaus. Und die zweite Hälfte geht dann hinaus über die Friedensbrücke, kommt dann wieder über den Windfluss herein und das Ganze spielt sich dann entscheidend wieder im Prater ab. Ernst-Happel-Stadion, Lusthaus, Kilometer 33, die Vorentscheidung möglicherweise dort, wenn es um den Sieg geht, und dann über den 3. Bezirk wird noch einmal auf den Ring gelaufen. Und das Ziel, wie gesagt, jetzt seit einigen Jahren vor dem Rathaus, zwischen Rathaus und Burgtheater. Und in etwas mehr als 2 Stunden wissen wir zumindest einmal, wer den Marathon der Männer gewonnen hat. Einige Minuten später dann kommen die besten Österreicher, vorausgesetzt sie können das Ziel erreichen, und dann ein paar Minuten später die beste Athletin, Nancy Kiprop, ja, vor dem möglichen Triple, vor dem Hattrick hier in Wien, hat es noch nie gegeben. Ja, und viele, viele Hobbyläufer, und vielleicht ein Satz noch, Michael, dazu. Wir versuchen natürlich Ihnen, liebe Zuschauer, hier ein buntes Programm zu bieten, von der Weltklasse über die Hobbyläufer, über den Breitensport ist diese Veranstaltung, dieser 36. Wiener City Marathon, auch irgendwie eine Sightseeing-Tour durch Wien. Bisher hat es dir immer gefallen, da durchzulaufen in 2 Stunden 12 und ein paar Sekunden. Hat man da Zeit, sich das Ganze auch anzuschauen? Man hat natürlich ein bisschen Zeit und man ist mit vertrauten Plätzen dann immer wieder konfrontiert. Ich glaube, dass für die Österreicher, vor allem jetzt auch für die österreichischen Topläufer, natürlich die Stimmung an der Strecke, die werden erkannt, werden unglaublich unterstützt, und das ist, glaube ich, das meiste oder das ist der größte Vorteil, wenn du als Österreicher hier laufen kannst. Abgesehen davon, dass ja alle die Strecke wirklich sehr, sehr gut kennen. Du kennst die Typen, die es an der einen oder anderen Stelle gibt. Und ich glaube schon, dass es eine super Plattform ist, aber ich glaube auch, dass Wien als eine oder der lebenswertesten Städte der Welt natürlich ein besonderer Platz ist, um hier Marathon zu laufen. Schon der große heilige Brasilas hat gesagt, er liebt Wien so wegen der guten Luft. Also etwas, was für uns Österreicher selbstverständlich ist. Da sieht man erst, wie wertvoll das Ganze ist. Start offiziell 9 Uhr, was nicht ganz stimmt, denn um 8.58 Uhr läuft die Elite los in einer sozusagen eigenen Kategorie. Natürlich wird jeder dann mittels Chip längst extra gemessen, aber bei der Elite gibt es eben die Bruttozeit. Daher müssen die gemeinsam loslaufen. Die Masse startet ab 9 Uhr, auch in Wellen. Und da zählt die Zeit erst, wenn man über die erste Matte sozusagen drüber ist. Also man muss sich nicht stressen. Die eigene Zeitnehmung beginnt also erst persönlich dort, wo man die Startlinie überschreitet. Das wird so dreiviertel Stunde gut dauern, bis alle durch sind. Da heißt es geduldig bleiben, das kennst du nicht, du bist immer vorn weggelaufen. Dieses Privileg hatte ich, ja. Und natürlich, wir haben gehört vorher von Oliver, 26.000 Menschen, die hier jetzt am Start vor der Reichsbrücke stehen. Und hier auch, muss man auch dazu sagen, die gute Luft in Wien, nachdem der Verkehr massiv eingeschränkt ist, ja, auch genießen können. Immer wieder ein eindrucksvolles Bild, wenn man so, ja, zurückschaut und diese Massen sieht. Also sind Staffel, Marathon,
Teilnehmer, die Startläufer der Staffeln sozusagen. Da gibt es ja eben 4 Läufer in verschiedenen Distanzen pro Staffel. Dann gibt es die Halbmarathonläufer und eben die Marathonläufer. Unterschiede nur leicht zu erkennen an der Startnummer und an der angebrachten Werbung. Also müssen wir gut aufpassen, dass wir dann nicht irgendwelche Halbmarathonläufer ins Ziel als Sieger abfeiern. Aber da gibt es 2 Zielkanäle dann auch hier bei uns am Burgtheater. Also viele Themen schafft Nancy Kiprop den 3. Sieg in Folge. Gewinnt ein Europäer seit vielen Jahren wieder mal den Wiener City Marathon. Und was machen die Österreicher mit der ersten Olympiachance? 2, 1, go! Auf jeden Fall werden sie jetzt von Maria Prehofer rausgeschickt über die Reichsbrücke. Der 36. Wiener City Marathon hat begonnen. Ja, wir sehen eine nicht ganz große Gruppe. Wir werden jetzt gleich wieder sehen, wie sich die einzelnen unterschiedlichen Gruppen auch gleich trennen werden. Auch wenn es nur ein paar Sekunden sind, die auf den einzelnen Kilometerzeiten entscheidend sind, wird das trotzdem von Anfang an gleich strikt eingehalten. Das heißt, eine Gruppe vom Lehmerwerker Team aus österreichischer Sicht, eine Spitzengruppe, die in Richtung 1.03, 1.03.30 geht und dann noch eine Gruppe für den Valentin, Peter Herzog und auch Christian Steinhammer. Das heißt, die Österreicher werden hier wirklich sensationell serviciert heuer. Rennleiter ist der Marc Milde, beziehungsweise der die Top-Athleten herholt, der den Berlin-Marathon auch organisiert, sportlich gesehen. Der ist aber nicht hier, der ist in Berlin und Johannes Langer vertritt ihn wie schon so oft, auch wie im letzten Jahr. Und er sorgt eben dafür, dass ja diese Zeiten erstens einmal geplant werden, auf die man losgeht, die Läufer auch imstande sind zu leisten und dass die auch dann mehr oder weniger eingehalten werden, denn es ist eben das Timing sehr wichtig. Wir werden natürlich auch versuchen für sie immer wieder diese Kilometerzeiten einzufangen. Es ist nicht so einfach, denn es ist jetzt kein Stadionrennen, es ist ein Rennen durch eine ja, echte Großstadt und wir bekommen dann natürlich von draußen immer wieder auch die Durchgangszeiten der wichtigsten Athleten. Und du hast es angesprochen, Michael, so viele Spitzengruppen wie eigentlich noch nie sind zu organisieren und zu handeln. Was ist die Schwierigkeit dabei? Denn es gibt eine Regel der IAAF, eine Gruppe darf nur von 3 Pace zu tun haben. Ja, also das, wir werden dann noch im Detail in weiterer Folge darauf zurückkommen, bevor jetzt dann der Hauptstart geht, wo auch die Damen dann drinnen sind. Da, nächster Start. In dieser 9 Uhr Gruppe, vorne sehen wir es auch ganz kurz, sind jetzt auch, du hast es gesagt, die Elite-Frauen, also Nancy Kiprop oder auch Maja Neuenschwander, die ehemalige Siegerin, mit dabei. Und natürlich auch Eva Wutti, Österreichs größte Hoffnung mit der Startnummer F, was haben wir? F15, glaube ich. F10 hat F10, die danke. Eva Wutti. Ja, nochmal kurz auf die Pacemaker zurückzukommen. Wir werden natürlich sehen, dass es am Anfang größere Gruppen gibt, wo halt dann auch mehr Pacemaker zusammen sind. Man hat auch jetzt gesehen, dass sich gleich eine Gruppe auch auf der Reichsbrücke auf die andere Seite geteilt hat. Das wird jetzt sicher nicht so streng gehandhabt. Da war jetzt eine Gruppe, wo 4 oder 5 auf einmal drinnen waren. Das Rennen wird sich entwickeln. Was man verhindern will, dass ein Läufer jetzt zum Beispiel, der zum Beispiel Strecken hat, von 10 Pacemakern umgeben wird und dort vollkommen vom Wind abgeschirmt wird, dem vielleicht dann noch geholfen wird in den Verpflegungsstationen. Das soll damit unterbunden werden, aber es geht jetzt nicht darum, dass hier jemand dort sitzt und zählt, wie viele Pacemaker sind da jetzt direkt bei einer Gruppe mit dabei. Ah, noch relativ verwaist die Reichsbrücke mit dem Spruch sozusagen, der allen Läufern hier gelten soll. Die wird dann bald verdeckt werden von der Masse. Ja, jetzt geht die Reichsbrücke schon runter. Auch diese Steigung eigentlich nicht zu unterschätzen. Jetzt nicht so wie jetzt in New York, wäre Sano Bridge oder sowas so enorm, aber trotzdem. Das ist eigentlich der einzige Punkt, wo vielleicht der Wind ein bisschen noch angreift, dieser Südostwind, der eigentlich für Wien jetzt nicht ganz so schlimm ist, im Vergleich zu einem Westwind, wie ich schon vorher angesprochen habe. Ab jetzt ist man eigentlich in diesen Häuserzeilen drinnen, wo der Wind nicht so stark ist, dass er wieder kanalisieren kann. Also ich glaube, dass die Bedingungen heute wirklich sehr, sehr gut sind und dass diese Athleten eigentlich alle diese Chancen noch ergreifen können. Wir sehen jetzt vorne hier die Pacemaker mit allen Starten über 50, wie du schon vorher angesprochen hast, und dahinter eben die Topläufer, die sich da drin verstecken.
Wir haben schon kurz über die Topläufer gesprochen, können wir im Detail dann auch noch weitermachen, aber eben die Nummer M1, die gibt es nicht, denn der Titelverteidiger ist heuer nicht am Start und daher wird auch die Nummer 1 nicht vergeben. Und da sind dann die eindrucksvollen Bilder, wie sich Wien bewegt, wie sich Österreich bewegt, aber natürlich auch viele Menschen aus der ganzen Welt kommen hierher. Salaheddin Bounassar, der Marokkaner, hat im letzten Jahr gewonnen. Nachdem er nicht da ist, gibt es keine M1, sondern M2 und so weiter. Gilbert Kirwa, auch ein ehemaliger Wien-Sieger, trägt die Nummer M2, hat 2009 als Debütant den Debütantenmarathon gewonnen. Damals nur Läufer am Start oder Spitzenläufer am Start, die noch nie einen Marathon bestritten hatten. Und M3 Tadesse Abraham, der Schweizer. Ganz interessant jetzt hier, wenn man die beiden Reichsbrückenhälften sieht. Das heißt, der Startblock ist versetzt, ja, weil im Prinzip die beiden Läufergruppen dann auf den Praterstern zulaufen und eine Seite einfach kürzer ist und eine länger und die kommen dann auf der Haupthalle wieder alle zusammen. Deswegen hier dieses Versetzte, warum nicht hier auf beiden Seiten auf gleicher Höhe gelaufen wird. Genau, niemand wird benachteiligt, Kurvenvorgabe nötig wegen dem Teilen am Praterstern. Wir hoffen, dass beide Seiten wirklich genau die gleiche Distanz haben. Genau so ist es. Ja, hier noch einmal schön zu sehen, eben die Uno City, eine der wenigen Städte mit einem Sitz der Uno City ist eben Wien. Ein Viertel mehr oder weniger hier an der Donau, das sehr beliebt ist auch in den letzten Jahren. Hohe Wohnqualität, hohe Lebensqualität. Und immer noch wird gewartet eben an Start und Ziel, um da weiterzukommen. Und viele da Glück versuchen bereits. Einige laufen da mal vorne weg. Vielleicht so ein kleiner Moment of Fame, oder? Wo hat man die Möglichkeit, ja, genau, so breit alleine im Prinzip seine Kilometer abzuspulen? Und nein, das Gefühl, da über die Reichsbrücke drüber zu laufen, überhaupt diese Stadt verkehrsfrei belaufen zu können, bei so schönen Wetter und Bedingungen, auch das ist schon ein wirkliches Privileg. Wir haben kurz auch gesehen, in Schwarz der DC Tower, das ist das höchste Gebäude Österreichs, 250 Meter hoch, also nur 2 Meter niedriger als der Donauturm, der auch in unmittelbarer Nähe hier natürlich steht. So, wir sind vorne und das ist jetzt eben schon der Praterstern, die Spitzengruppe umrundet hier mal diesen Platz und läuft dann gleich ein eben in die Prater Hauptallee, wo Millionen von Kilometern wahrscheinlich trainiert werden von Menschen, die in Wien den Laufsport ausüben. Es ist immer so spannend, dass sie das eigentlich jetzt so im Fernsehbild gar nicht so schnell ausschaut. Und ja, die rennen da. Und wenn man dann wirklich direkt an der Strecke ist und das dann wirklich sieht, was das, wir reden hier von 20 km/h und schneller, wie die vorbeiflitzen, das finde ich immer extrem imposant. So eindrucksvoll, dass das Ganze eben nicht nur über ein paar Kilometer, sondern wirklich weit über 2 Stunden passiert. Ich habe es einmal rausgeschrieben, Michael, weil du sagst, also es sind 3 Minuten auf Kilometer ungefähr läuft die Spitzengruppe. Das ist fast unvorstellbar für einen Normalsterblichen, mehr oder weniger, der das nicht trainiert. Die laufen die 100 Meter in 17 Sekunden. Diese Herren, die hier dann einmal dieses Tempo durchhalten. Und das Ganze 422 Mal. Also einmal 100 Meter in 17 Sekunden. Ist vielleicht machbar, vielleicht 2-3 Mal, aber über 400 Mal in Folge sozusagen der Speed. Und es ist ja auch Marathon immer schneller geworden in den letzten Jahren. Der Weltrekord pulverisiert worden von Eliud Kipchoge, mittlerweile deutlich unter 2:02. Unvorstellbar eigentlich, was sich da getan hat. Auch Halbmarathon-Rekorde sind deutlich verbessert worden. Die einzige, die sich hält, ist Paula Radcliffe mit ihrem Superrekord bei den Frauen. Weil das wirklich auch ein Superrekord ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist ihre Zeit wird ja auch sehr selten noch im Halbmarathon unterboten als Durchgangszeit. Also das ist schon eine Qualität und eine Güte, wo sich wahrscheinlich noch die eine oder andere noch die Zähne ausbeißen will. Kilometer 3, knappe 9 Minuten. Also wie zur Bestätigung, wir sind bei einem Schnitt rund um 3 Minuten. Für die Streckenrekordzeit müsste man 2:05:41 laufen. Das ist die Zeit von 2014 von Getu Feleke. Glaubst du dran, dass er eher die Frauen in den
Vordergrund gestellt, wenn es in Richtung Rekord geht? Jetzt bei reiner Betrachtung des Starterfeldes glaube ich eher, dass es heute, wie gesagt, ein Rennen eher um den Sieg und um die Ehre geht, als es jetzt hier wirklich von Anfang an auf Streckenrekord geht. Und bin eher der Meinung, dass wir größere Chancen haben bei den Damen hier, vielleicht den Uraltrekord auszulöschen, als bei den Männern einen neuen Rekord zu sehen. Interessant ist, heute 7. April, es ist der früheste Vienna City Marathon seit mehr als 30 Jahren. Es gab nur in den Anfängen, also in den 80er Jahren, frühere Marathontermine. Trotzdem wahrscheinlich kann man das nicht beeinflussen, wie dann das Wetter am Tag X ist. Heute scheint es einmal zu passen, nachdem in den letzten Jahren eigentlich doch Pech war. Entweder starker Wind oder große Wärme, die nicht immer ideal waren für Top-Zeiten. Ja, es ist jetzt einfach schon so, dass man sagt, es gehört wirklich ein bisschen ein Glück dazu. Wir haben Anfang April auch schon Wärme gehabt. Wir haben im Mai auch wieder sehr, sehr kühle Tage gehabt. In dem Fall richtet sich der Termin ja immer, wo ist der 1. Mai, wie liegen die Feiertage, wie liegt Ostern. Ja. Ostern ist heuer extrem spät und damit hat sich dieser frühe Termin einfach auch angeboten. Oder aufgedrängt vielmehr eigentlich. Ja. So, das ist die Gruppe, da hat jeder Pacemaker natürlich auch ganz klare Aufgaben, die werden auch dafür glasklar bezahlt. Also diese Herren, die vorne laufen, 50, 51, 52, drei Kenianer, die natürlich selbst auch in der Lage wären, wenn sie sich auf dieses Rennen gezielt vorbereiten, da vorne mitzulaufen, ist klar, sonst würden sie das Tempo nicht halten können. Und die haben einen klaren Auftrag. Der eine, Nicodemus Kimutai, M50, wird wahrscheinlich jetzt eher so das Tempo machen, denn der steigt im Bereich 25 Kilometer aus. Charles Chariot, Nummer 51, ist geplant, dass er bis Kilometer 30 durchläuft, durchhält. Und dann geht das Rennen wahrscheinlich erst richtig los, oder? Um den Sieg nämlich. Richtig, wir haben in vielen Jahren schon gesehen, dass der Prater die Entscheidung meistens bringt, die Vorentscheidung bringt, manchmal auch wirklich schon die Entscheidung gebracht hat. Und wir hoffen, dass die Pacemaker auch in einer sehr, sehr guten Verfassung sind, damit sie ihren Job gut ausführen können. Wir haben schon sehr viele Rennen gesehen, wo die Pacemaker schon bei 2025 draußen waren. Das ist dann ein riesen Nachteil für die Topläufer. Tja. Da haben wir Lema Waketema. Was hätte er da gerne? Da will er einen an seiner Seite haben. Ich glaube, er will ihn nicht hinter sich haben. Also das ist sehr unangenehm, weil irgendwann steigt er da vielleicht auf die Ferse drauf. Und die Läufer wollen nicht, dass praktisch noch die Läufer noch den Topläufer als Pacemaker nehmen. Oder Lema will jetzt nicht der Pacemaker für den sein. Ja, das ist Hideyuki Ikegami, ein Trainingspartner von Valentin Pfeil. Die waren gemeinsam in der gleichen Gruppe in Neuseeland. Das heißt, so früh im Rennen kümmert einen das schon, dass sich da einer mitschnurrt. Ja, ich sage immer, also du hast ja eigentlich im Marathon sehr, sehr viel Zeit. Ja? Im Idealfall hast du Pacemaker, die ihren Job richtig gut machen, dann brauchst du dich um das auch nicht kümmern, dass du dich jetzt nicht kontrollierst oder so. Im Normal beginnt das Rennen bei 30 oder 35 Kilometern, bis dahin gilt es eigentlich Zeit totzuschlagen. Okay. Ja? Das darf alles noch gar nicht wehtun, das haben die jetzt im Training x-fach geprobt, geübt. Hier geht es wirklich darum, dass der Rhythmus passt, dass man gut zu den Verpflegungsstationen kommt, etc. Also weiße Kappe, das ist Lemmerwerk Ketema, Österreichs stärkster Marathonläufer zurzeit, geboren in Äthiopien und seit 2015 Österreicher. Die Damenspitze einmal, Blick dorthin zu Nancy Kiprop, die da abgedeckt sozusagen von Hillary Kibet, Nummer 62, im Windschatten läuft, das ist also, noch einmal um es zu sagen, ganz gebräuchlich, ein Tempomacher ist erlaubt. Es gibt mittlerweile reine Frauenmarathons, wo dann wirklich auch kein Mann unterstützen darf, denn das fällt natürlich leichter. Es gibt mehr Männer, die diese Zeit laufen können von Nancy Kiprop. Es führt ein bisschen die Theorie der Männer auch ad absurdum, oder die Vorgabe, bei den Männern dürfen nur drei Pacemaker sein. Die Nancy hat hier jetzt im Herrenrennen 5, 6, 7, 8 Leute um sich, die alle aber auch Läufer sind, aber natürlich auch eine Funktion des Pacemakers erfüllen. Ja. Und darum ist es auch so, dass Bestleistungen bei Frauen, wie jetzt zum Paul Radcliffe, eben nur in Damenrennen oder in reinen Frauenrennen erfüllt oder genehmigt werden, was ja auch Sinn macht, wenn man heute so ein Regulativ aufsetzt.
etwas weiter dahinter, aber auch in der gleichen Gruppe haben wir auch die zweite Frau gesehen in der Startliste. F2 Ramatusa aus Äthiopien. Möglicherweise die schärfste Konkurrentin um den Sieg für die mittlerweile 39-jährige Nancy Kiprop. Was aber jetzt schon sichtbar ist, dass die Nancy eigentlich wirklich jetzt richtig den Pacemaker annimmt. Die ist genau hinter ihm, hat einen nur. Also ich hätte auch gedacht, dass sie zwei hat. Vielleicht ist einer ausgefallen oder wir sehen ihn jetzt nur nicht. Ja. Aber sie nimmt das sofort an. Also ich glaube wirklich, dass sie auf den Streckenrekord gehen wird. Sie hat das auch bei der Pressekonferenz angedeutet. Ist extrem fokussiert, läuft ihre zwei Marathons im Jahr. Keine, die sehr, sehr oft anzutreffen ist. Und bin schon sehr gespannt auf die Entwicklung jetzt im Damenrennen. So, 9.12 Uhr und da stehen immer noch ganz viele am Start. Hoffentlich geduldig und warten auf ihr Rennen. Also da sind wir wieder natürlich auch da, eine super Stimmung. Jede einzelne Person, wahrscheinlich eine eigene Geschichte dahinter, vielleicht eine Wette, vielleicht sportlich leben, vielleicht einfach Liebe am Laufen und vielleicht der 36. Marathon in Wien. Auch da gibt es noch immer 7, 8 Männer, die das geschafft haben, die jeden einzelnen Marathon hier in Wien bestritten haben. Und vielleicht viele Debütanten, wir wissen es nicht. Wir werden es erfahren im Laufe der Stunden von den ein oder anderen, die wir dann natürlich auch mit den Motorrädern begleiten. Freddie Mercury, Queen, die Königinnen und Könige des Marathonsports der Wiener Straßen in diesen Stunden. Ja, und ihr seht, das ist die nächste Welle, die gestartet wird. Viertelstunde nach der Spitzengruppe. Ja, die Spitze gibt mächtig Gas. Boys, are you ready? Ja, die Stimmung, die da am Start vorher stimmt, das ist schon was ganz Spezielles. Das ist wirklich Gänsehaut-Feeling und beruhigt, weil es sind alle nervös. Ja, ja. Bewegen tut man sich auch, weil es ist schon frisch da draußen. Ja, also wir haben es vorher gesehen, als wir vorher draußen waren. Ja. Die Jacke war schon sehr, sehr gut. Wenn gleich mal durch sagen muss, im Startblock, jeder strahlt 36 Grad ab. Wie die Pinguine, oder? Ganz genau, richtig. Ja. Ja, aber Kleidung, wir werden das sicher dann auch später natürlich noch einmal thematisieren. Kleidung ist gerade für Hobbyläufer sicher auch ein Thema, denn du kannst da nicht eine Dreiviertelstunde bis zum Start, Horn, Startschuss, halbnackt stehen quasi und dich nicht bewegen. Das heißt, man muss sich sicher auch nicht zu warm anziehen, aber doch auch nicht zu früh ablegen, oder? Es ist ja kein Geheimnis, dass die MA48 am Start sehr, sehr viel zu tun hat. Es gibt sehr, sehr viele Läufer, die natürlich altes Gewand mitnehmen, sich das anziehen und dann im Prinzip kurz vorm Start wegschmeißen. Und ich habe mir das einmal angesehen nach dem Start, wie die MA48 Tourcan diese ganzen Altkleider aufsammelt. Wir haben beim Wachau-Marathon noch ein Projekt mit der Caritas, wo die Caritas an allen Startorten das bekommt. Das super, ja. Gewand aufsammelt, reinigt dann und in den Carla-Stores wieder weiterverkauft. Mhm. Eine super Geschichte, die auch bei den Läufern sehr, sehr gut angekommen ist, wo die Läufer sogar zusätzlich noch Sachen mitgebracht haben. Weil man natürlich sagen muss, es gibt auch eine fantastische Logistik in der Kleiderordnung und da gibt es viele, viele LKW, wo die Leute versorgt werden. Aber interessant, nicht einmal nach 18 Minuten hier an der Spitze gelaufen und Gilbert Kirwa, der Sieger von vor 10 Jahren, kann offensichtlich das Tempo nicht mehr mithalten. Wir haben das auch schon oft erlebt, Leute fallen zurück, kommen aber dann wieder hin. Aber was ist da dein Eindruck? Man muss dazu sagen, er ist nicht mehr in der Form von vor 10 Jahren, wo er 2:06:14 gelaufen ist. Das ist die beste mitgebrachte Zeit, aber die ist eben schon ziemlich alt. Und um das noch fertig zu sagen, du schaust ja meistens nicht auf die Zeit, die ein Athlet mitbringt, sondern auf das Datum, wann das gelaufen ist. Wir sind eigentlich die am liebsten, die noch Ende 2018er, jetzt auf unser Jahr gesehen, Zeiten haben oder sogar noch Halbmarathons oder 10-Kilometer-Läufe im Jahr 2019. Erst dann sieht man, ob die wirklich auch mit einer sehr guten Form herkommen. Da ist auch der Gesichtsausdruck schon sehr angestrengt und das nach 6,2 Kilometern. Das ist meist kein gutes Zeichen. Also man sollte eigentlich da das Gesicht sehen und wirklich noch entspannt durchaus Zufriedenheit sehen und also ich glaube, wenn du von Beginn an wirklich schon so presst, dann wird das Rennen echt schwer. Wir haben jetzt auch wieder die Schüttelstraße, die ja zweimal zu belaufen ist, die leicht bergauf geht. Das ist eines der schwierigeren Passagen in Wien und
Bauchgefühl jetzt, er wird nicht einer sein, der jetzt hier um den Sieg mitläuft. Aber wir haben das schon öfters gesehen, dass um dieses IF Gold Label zu halten, natürlich Läufer mit sehr, sehr guten Bestzeiten noch eingeladen werden und werden müssen. Und da ist auch öfters so, dass da eben wirklich schon ein paar Jahre vergangen sind, wo diese Bestleistungen herdatieren. Gold Label hast du angesprochen, also der Wien-Marathon ist sozusagen der höchstmöglichen Stufe in der Gold Label Klasse angesiedelt und daher gibt es natürlich, das muss man auch erfüllen, natürlich gibt es eben Kriterien und darunter sind auch eben die Menschen, die Top-Leute, die an diesem Rennen teilnehmen. Und Kirwa mit 206 ist natürlich ein Top-Mann, auch wenn er das eben, wie es ausschaut, nicht mehr leisten kann. Wobei, jetzt hat er den Anschluss wieder gefunden. M2, kann man sich erholen zwischendurch in so einem Marathon? Vor allem bei dem Tempo, meine ich. Wenn zum Beispiel die Kilometer-Pace wieder ein bisschen zurückgeht. Also das sind ja oft 1, 2, 3 Sekunden, die entscheiden. Wir wissen genau, ein Antritt, der plötzlich mal klar unter 3 Minuten ist. Ja. Er ist trotzdem so, er hält immer diese Distanz. Es gibt keinen Grund hier 2, 3, 4 Meter immer Abstand zu halten. Wenn, dann laufst du eigentlich da wirklich in der Mitte drinnen, wo du wirklich keinen Wind spürst, gar nichts und so weiter. Und es ist wie beim Radfahren, es fällt einfach leichter in der Kuppe. Ja. Und es macht relativ wenig Sinn, so einen Abstand. Jetzt sind es wieder 10 Meter, das ist ein permanenter Kampf. Da sieht man, wie schnell das dann super, ausschaut daneben. Genau. Ja. Also das ist ein gutes Bild. Schaut, also das Mädchen muss voll Gas rennen, dass sie da ein paar hundert Meter, wenn überhaupt, mitlaufen kann. Und da schaut es... Das ist sehr schön zu sehen gewesen. So jetzt, easy aus. Ja, da glaubst du, die laufen mit Zeitlupe. Vielleicht ein paar erste Informationen. Wir sehen es, wir sind bei Kilometer 7. Die letzte Durchgangszeit bei Kilometer 6 ist im Prinzip 5 Sekunden nur über dem Streckenrekord, der grundsätzlich ja gar nicht jetzt einmal angedacht ist. Es wird geplant, mit 63,15 circa den Halbmarathon zu laufen. Das wäre eine halbe Minute langsamer, als Geto Feleke gelaufen ist 2014. Aber jetzt im Moment ist man einmal sehr nah dran. Nancy Kiprop liegt eine Dreiviertelminute unter Streckenrekord nach 5 Kilometern. Und Lemmerwerke Thema bei Kilometer 5, 15 Sekunden unter dem von uns jetzt einmal errechneten Ziel, denn die Planzeit wäre 65 Minuten für den ersten Teil, also für den Halbmarathon. Und da haben wir eigentlich dann schon ziemlich viel Puffer hinten raus eingerechnet, um die 2:11:30 diese Wahnsinnszeit zu schaffen. Also viele individuelle Ziele, die wir da auch für Sie mitverfolgen, während Gilbert Kirwer da jetzt doch immer weiter abreißt. Und im Prinzip hat ja jeder und jede, die hier teilnehmen, ihre großen Ziele, sei es einfach das Erlebnis, sei es ja, Wien laufend zu bewundern oder doch auch eine bestimmte Zeit zu schaffen. Ich glaube, man wird dann schon so zum persönlichen Wettkämpfer. Du begleitest ja auch immer wieder viele Hobbyläufer, Michael. Also da redet man dann nur noch wahrscheinlich in Kürzeln wie 45, 35, 420, um den Kilometerschnitt sozusagen in den Sinn zu bekommen. Also man sieht ganz bei vielen Hobbyläufern und Läuferinnen, dass zuerst ist einmal das Finishen eines Marathons, ja, das erste große Ziel, da dabei zu sein. Und dann hat man ein bisschen Lunte gerochen und will dann eine Schallmauer, sei es 4 Stunden, sei es 3:30, das ist ganz oft bei 5 Minuten am Kilometer. Und diese Ziele kommen dann und viele rennen wirklich auch schon 2 Marathons. Es gibt auch viele, die einfach wirklich auch sagen, ich möchte Marathon als Städtereise machen. Ich möchte die Chance haben, eben wirklich in der und ein oder anderen Stadt Marathon zu laufen und mir die Stadt so anzusehen. Das ist das Schöne, dass es eben wirklich für jeden sozusagen Ziele zu erreichen gibt. Daher gibt es ja auch an diesem Marathon-Wochenende 8 verschiedene Läufe. Auch Maria Prehofer, die hier den Startschuss gegeben hat, hat gestern am Inclusion Run teilgenommen. Also das ist das Schöne, das Tolle. Da haben wir sie am Start sozusagen. Sie hat die ganzen Läufer rausgeschickt auf die Strecke, nachdem sie gestern schon gelaufen ist. Denn es ist nicht jeder in der Lage, einen Marathon zu laufen. Halbmarathon ist teilweise schon eine große Herausforderung. Und ich finde das super, dass man sich trotzdem an diesem VCM als Ganzem beteiligen kann und dass eben auch schon Kinder am Samstag sehr früh herangeführt werden. Ich glaube, dass einfach Laufen der Volkssport schlechthin ist. Und viele sagen,
die meisten Menschen gehen schwimmen, in Wirklichkeit gehen sie baden beim Laufen, also du musst wirklich laufen. Also ich kann nicht so ein bisschen laufen, das ist ein bisschen schwierig. Und das ist das Schöne, dass jeder hier für sich sein Laufziel, sei es in der Staffel, sei es wie gesagt in dem Samstag bewerben, die hier auch mittlerweile angeboten sind, umsetzen können. Und man sieht einfach wirklich diese Freude, da ist bei fast jedem ein Lächeln im Gesicht. Ich versuche nur immer, dass dieses, du hast vorher angesprochen, diese Wette als Anlass für einen Marathon. Es gibt Leute, die einfach sagen, ja, das mache ich jetzt. Ich werde beweisen, dass ich das kann, auch ohne Training. Ja, das ist definitiv der falsche Zugang. Ja. Wenn man halt einen Marathon wirklich gut vorbereitet, dann ist das auch aus Gesundheitsaspekt sehr, sehr positiv. Und wenn da jetzt nicht wirklich ein Stress, ein Druck und so weiter dazukommt, dann macht das alles Sinn, was der Bewegung und der Gesundheit förderlich ist. Jahr für Jahr finde ich es spannend, das unterschiedliche Temperaturempfinden, die Trägerleiberl und kurzen Hosen und dann die Langarm-Hosen mit Haube und Handschuhen, wie wir es hier schon wieder gesehen haben, immer wieder spannend. Hat wahrscheinlich auch ein Gefahrempfinden, ein sehr unterschiedliches. Hier der Wiener Prater mit den vielen Vergnügungseinrichtungen, da ist es auch nicht jedermanns Sache, hoch und schnell und irgendwie weit sich da durchschleudern zu lassen. Ja, das ist vielleicht dann später nach dem Marathon. Die super Bilder jetzt aus dem Prater der grünen Lunge Wiens. Zweimal im Jahr, muss man sagen, beim Frauenlauf und beim Wiener City Marathon bewegen sich so viele Menschen hier durch diese einzigartige Landschaft und das schaut schon wirklich super aus. Ja, du sagst, Frauenlauf ist wirklich auch ein einzigartiges Erlebnis. Mehr als 30.000 Frauen werden dann, heuer ist es wieder Ende Mai, am 26. durch Wien und vor allem in erster Linie hier dann durch den Prater laufen. Das ist ja dann kein Marathon, sondern eine kürzere Strecke. Hier die Donau mit Donauinsel zu sehen, Mexiko-Kirche in der Nähe der Reichsbrücke und der Wiener Prater, eine der sicher berühmtesten Attraktionen der Stadt. Jetzt sind wirklich beide Reichsbrückhälften prall gefüllt, so wie du vorher angesagt hast. Jetzt gibt es keine Bodenbrandings mehr, die zu sehen sind. Das ist jetzt Geschichte. So, die Spitze ist mittlerweile am 9. Kilometer. Biegt jetzt schon ein, beziehungsweise ist schon links abgebogen. Im Hintergrund die Urania zu sehen. Und damit der erste Schritt auf die Wiener Ringstraße, nicht der letzte. Und wird sich in eineinhalb Stunden in einem ähnlichen Bereich wieder aufhalten. Was schon spannend ist, dass die Spitzengruppe unglaublich groß noch ist. Mhm. Für das, dass wir eigentlich nicht so viele Läufer haben, die ein Potenzial von 206 haben. Und das ist aber die Zeit, auf die im Moment hingelaufen wird. Wird das schon darauf hindeuten, dass es da doch eine große Ausschussquote gibt. Ja, da hapert es ein bisschen mit der Verpflegung. Die sind alle zu weit links gelaufen offensichtlich. Das war vielleicht jetzt nicht so klug, denn man muss von 20 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit so doch ziemlich runterbremsen, wenn das nicht so klappt. Und man möchte es nicht glauben, aber in einem Marathon ist jede Abbremsung, jede Kurve durchaus auch ein Hinderungsgrund für schnelle Zeiten. Das war sicher suboptimal, also das von der Koordination her. Das heißt, dass sie einerseits nicht gewusst haben, dass sie auf diese Streckenseite wechseln müssen und wirklich dieses Abbremsen und dann auch seine Flasche, da will ja jeder seine spezielle Flasche haben, wenn man nicht weiß, wo die sind. Aber das ist auch das Problem, wenn am Anfang die Gruppe wirklich so groß ist. Das haben wir selten gesehen, dass bei einem so hohen Tempo so viele Leute noch mit dabei sind. Es sind einfach nur drei, vielleicht sind es jetzt 6 Pacemaker, wenn es die zweite Gruppe, aber eigentlich dürften jetzt nur 3 drinnen sein. Ja. Und wir werden wirklich sehen, dass da jetzt einer nach dem anderen herausfallen wird, weil das Potenzial der Läufer nicht da ist, um diese Geschwindigkeit zu laufen. Wir haben wirklich jetzt noch bis dato erst 2 Kilometer gehabt, die über 3:0 waren. Mhm. Sonst war das wirklich 2:59, 2:57, sehr, sehr flott. Und das wird für den einen oder anderen doch schwer werden. Ist immer ganz spannend, im Vorfeld zu hören, vor allem von den kenianischen Läufern, die natürlich da immer sehr, sehr höflich sind und sich bedanken für die Einladung und dann auch immer sehr hohe Ziele ausgeben. Ah ja, ich möchte Streckenrekord laufen und. Und auch Johannes Langer ist dann ein bisschen unter Druck geraten, weil der wollte eigentlich konservativer angehen. In der Tempo
Gestaltung und nachdem die alle recht zuversichtlich waren, hat man eben diese Halbmarathon-Durchgangszeit durchaus beschleunigt und ist eben da knapp über 63 Minuten, also eine Stunde, drei Minuten. Es war auch sehr spannend, dass der Robert Schemusin, der hier schon gewonnen hat, eigentlich bei der Pressekonferenz war, ich möchte auf Streckenrekord gehen, genau. Der hat aber seit 2 Jahren kein signifikantes Ergebnis gehabt. Also ich sage, woher er dieses Selbstvertrauen nimmt, vielleicht wird er uns eines Besseren belehren jetzt, aber das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Also es ist immer natürlich einfacher und das ist auch eine Geschichte der Österreicher, wenn du heute natürlich vor kurzem erst sehr, sehr gute Ergebnisse abgeliefert hast, wirklich mit diesem Selbstbewusstsein und auch mit dem Wissen, ich habe wirklich was drauf, in das Rennen hineinzugehen. Und wir haben den Lehmer und den Valentin, die beide eigentlich keine Vorbereitungswettkämpfe gemacht haben. Der Steinhammer Christian und der Peter Herzog, die beide Wettkämpfe gelaufen sind. Du holst dir schon ein bisschen Selbstvertrauen aus diesen Wettkämpfen. Ansonsten bist du wirklich auf die Trainingsleistung im Vergleich mit vorherigen Vorbereitungen angewiesen. Und darum bin ich wirklich ein Fan ein bisschen davon, dass man im Vorfeld doch die eine oder andere Bestätigung hat. Was am Papier schon stehen hat. Ne? Richtig. Ja, was hat die Spitzengruppe so anzubieten? Also wenn wir mal Gilbert Kirwer ausklammern, den Läufer mit der besten Ausgangsleistung, eben aus 2009, aus dem Frankfurt-Marathon, Tadesse Abraham, der Europameister im Halbmarathon 2016 und EM Zweite von Berlin. Mittendrin mit EM3, der hat eben letztes Jahr, wie gesagt, Silber in Berlin gewonnen. Und auch in Topform in Berlin war mit der Bronzemedaille im Team und mit dem auch persönlichen Top-Ergebnis Platz 8, Lehmerwerk Thema. Und soweit ich informiert bin, ist Johannes Hahn hier jetzt unterwegs, direkt bei ihm beim besten Österreicher am Motorrad. Stimmt das, Giovanni? Und wo ist er gerade, Lehmerwerk Thema? Ja, das schaut eigentlich alles bislang sehr gut aus. Wir verfolgen hier Thema, der sich gut hinter seinen Tempomachern aufhaltet. Und Harald Fritz, der verantwortliche Trainer, sitzt davor im Auto, herausgelehnt, eigentlich völlig entspannt, ist, denke ich, sehr zufrieden, wie das bislang abläuft, zeigt immer wieder die Ideallinie auch an. Die Gruppe hat sich jetzt in den letzten Momenten ein wenig verkleinert. Es sind jetzt nur mehr insgesamt 5 Läufer hier beisammen. Eben der Pole Pszczeszenski ist da wohl auch mit einer Muskelverletzung vor kurzem ausgestiegen. Das ist also die Situation hier beim besten Österreicher. Wir haben natürlich auch ein bisschen nach hinten geschaut, zu Valentin Pfeil und zu Peter Herzog. Der Valentin Pfeil läuft mit seinem Tempo machen nach wie vor ein Tempo, ja, ich würde mal sagen, so 300 Meter, 400 Meter jetzt hinter Ketema und auch der Peter Herzog ist da nach wie vor in seinem Tempo, in seinem Bereich. Und was ganz interessant ist, der Peter Bründl, der Trainer von Peter Herzog, hat immer wieder angedeutet, langsamer, langsamer. Man wollte ja, dass er die erste Streckenhälfte ein bisschen passiver angehen. Und das ist natürlich die Aufgabe auch des Trainers, das hat man sehr gut sehen können, eben dass seine Läufer und auch jene, die mit ihm laufen, mit dem Salzburger, da ein wenig zu bremsen. Ganz anders hier die Situation an der Spitze. Sie sehen sie auch wieder, der Harald Fritz, der Verantwortliche vom Lehmerwerke-Thema zeigt immer da wieder nur die Ideallinie an und schaut, dass das Tempo entsprechend hoch bleibt. Bis jetzt ist es, wie das hier verläuft, sehr erfreulich am Ring. Ja, danke Giovanni. Ja, Michael, vielleicht ganz kurz deine Einschätzung. Eben Lehmerwerke-Thema will in 65 Minuten den Halbmarathon anlaufen, Valentin Pfeil in 66, das ist nicht viel. Abstand zueinander. Peter Herzog will es etwas konservativer angehen, wird wahrscheinlich zwischenzeitlich auf jeden Fall dritter Österreicher in der Reihe sein. Aber zu Ketema, den muss man, glaube ich, immer bremsen. Der ist eigentlich einer, der noch schneller laufen will, der immer in die Spitze hinein will, hat auch Harald Fritz gesagt, er muss ihn zwingen, das Tempo zu halten. Und er hat auch jetzt schon Kilometer drinnen, die unter 3 Minuten waren und der liegt auch klar unter 65 Minuten im Moment in der Gruppe. Bei ihm ist es wirklich wichtig und da ist es ganz entscheidend, dass der Pacemaker oder die Pacemaker im Vorfeld sehr, sehr gut gebrieft sind, ihn zu bremsen. Er wollte, ich renne ganz vorne mit. Ja, das wäre hier, ja. Und ich glaube, dass es bis jetzt wirklich, da muss ihm Giovanni zustimmen, sehr, sehr gut aussieht, dass er das sehr, sehr überlegt errangen ist. Er ist am Anfang ein bisschen flotter gelaufen, was aber in Wien auch geht und ist jetzt eigentlich den Bereich Schüttelstraße, Ringstraße, hat er ein bisschen zurückgenommen. Das schaut sehr, sehr intelligent gelöst bis jetzt aus.
Und wir werden jetzt sehen, wie die Windseile dann auch funktioniert und so weiter. Aber es ist hier wirklich noch, es darf jetzt hier noch nichts sein. Also man muss eigentlich wirklich sagen, so bis 20, 25, 30 muss das sehr, sehr rund laufen. Und entscheidend ist wirklich, dass er die Idealen, ich finde, dass er bei den Verpflegungsstationen gut an sein Getränk kommt und, dass da einfach wirklich alles sehr, sehr rund abläuft. Wir sind da in der linken Windseile. Jetzt geht es hinaus Richtung Schloss Schönbrunn. Das ist aber noch ein schönes Stück. Hat gerade erst begonnen, vorbei an der Sezession, die Spitzengruppe Naschmarkt zu ihrer Linken in Laufrichtung. Und das ist die Spitzengruppe. Dahinter ist doch schon eine Lücke hin zum nächsten Block. Das ist eben auch die Entscheidung. Du musst halt sagen, entweder ich gehe vorne mit oder ich brauche eine dieser Gruppen, mit der ich wirklich gescheit mitrennen kann. Wir sehen hier den Valentin. Ja. Der ja ein sehr schwieriges Jahr hinter sich hat, letztes Jahr verletzt gewesen, konnte in Wien nicht laufen, war vorher schon für Berlin qualifiziert, ist dann Berlin angetreten, ist dann auch ausgestiegen, was nicht gelaufen ist, war nicht in dieser erfolgreichen Bronze. Wurde nicht mit Bronze belohnt, weil er aufgegeben hat, nur durchlaufen müssen, was ja bei anderen Nationen auch so der Fall war. Da sind die vier, die da sind, die kommen noch in die Wertung. Hat sich jetzt entschlossen, sich der Gruppe von Dieter Hogan anzuschließen, ist nach Neuseeland mitgegangen, hat einen ganz neuen Zugang gewählt und ist extrem optimistisch. Zuversicht hat mir selber auch gesagt, dass die Vorbereitung sehr, sehr gut war und er war auch richtig heiß auf das Rennen und eben wieder in Wien zu zeigen, was er drauf hat. Und ich hoffe, dass er das heute wirklich umsetzen kann und da auch jetzt wirklich für die Geduld und den Fleiß, der er gehabt hat, das waren sehr schwierige Monate jetzt für ihn, da auch wieder wirklich zurückzukommen. Es ist sein fünfter Marathon. Er hat es in Wien schon einmal bewiesen, 2017 mit einem 9. Platz. Bei üblen Bedingungen, bei heftigem Wind ist er 2:14:50 gelaufen. Das will er heute unterbieten. Und daher hat er auch eine sehr, sehr mutige Herangehensweise gewählt. Da vorne die Spitzengruppe. Wir sehen hier einen Athleten, der in der roten Hose ein bisschen heraussticht. Hinter ihm läuft der Desse Abraham. Der hält sich da ziemlich gut geschützt sozusagen auf, blickt jetzt gerade auf die Uhr. Der Desse Abraham, ganz interessanter Mann, 36 Jahre alt, Schweizer, geboren in Eritrea, aber eben schon sehr, sehr lange in der Schweiz, spricht 5 Sprachen, also hat 7 Jahre in Zürich Deutsch gelernt, jetzt lebt er in Genf, spricht Französisch, also da haben wir ihn auch gut zu erkennen, weißes Leibchen, groß gewachsen gegenüber den anderen. Ja, das ist ein cooler Typ. In der Presse hat er gesagt, man als erfahrener Marathonläufer und der ist er, hat er gesagt, man muss auch schlau sein. Genau. Das ich habe das, ja. Auch der Begriff schlau, ja, finde ich immer zu sagen, klug, intelligent und so weiter, hat das sehr, und ja, gespannt. Auch er läuft mit Kompressionsstrümpfen, sieht man immer wieder auch, auch im Marathonbereich. Und der hat schon ein sehr, sehr eindrucksvolles Curriculum jetzt. Ja. Und ist schon viele Jahre in der Schweiz, vorher schon angesprochen, verheiratet, auch ein Kind schon. Es war auch spannend, wie er erzählt hat, auf die Frage, wie schwierig das ist, wenn er so viel unterwegs ist. Er hat gesagt, ich mache meinen Job, ich sehe das so, wie wenn ich in der Früh ins Büro gehe und am Nachmittag oder abends wieder nach Hause komme. Und meine Frau hat mich kennengelernt als Sportler und der bin ich auch heute noch und das mit Leidenschaft. Also der Desse Abraham umringt von vielen Kenianern. Das ist bei der Frauenspitze etwas anders, denn da ist eine Kenianerin auf dem Weg, Nancy Kiprop. Auch sie eine ganz spannende, besondere Athletin, hat mit den Preisgeldern, die sie 2017 und 2018 in Wien gewonnen hat, eine Schule aufgebaut in ihrem Heimatort in Kenia. Die baut sie mittlerweile aus, sie ist selbst ausgebildete Lehrerin. Also ein großartiges Ziel, das sie da verfolgt. Und ja, würde gern noch einmal das Preisgeld mitnehmen von hier, um weitere Klassen auszubauen, um mehr Lehrer anzustellen. 125 Kinder, 7 Lehrer sind momentan bei ihr in der Schule engagiert. Ich wünsche, dass sie auch neben dem Preisgeld auch die Prämie für den Streckenrekord mitnehmen kann. Das würde mich wirklich sehr freuen. Eine sehr sympathische und auch extrem zielorientierte Dame, und die hat ihr Projekt da geschildert, extrem beeindruckend. Ja, Streckenrekord, wenn wir das ansprechen, muss man auch sagen, die Inhaberin ist leider im Februar verstorben, Maura Viceconte, die Italienerin. Wahrscheinlich krankheitsbedingt sozusagen ausgelöst hat sie sich das Leben genommen. Also
Das ist die traurige Geschichte an diesem Streckenrekord. Liegt bei 2:23:47 aus dem Jahr 2000. Und das ist immerhin eine Minute langsamer als die Bestleistung von Nancy Kiprop, die sie natürlich nicht hier aufgestellt hat. Aber sie ist mit 2:24:18 und 2:24:20 in den letzten beiden Jahren sehr konstant gelaufen und hatte immer, eben vor allem auch durch die äußeren Umstände wie Wind und so weiter, doch einen kleinen Nachteil. Warum nicht heute? Da haben wir jetzt etwas ganz Neues, auf das ich eingehen möchte. Wir sehen den Kilometerschnitt von Nancy Kiprop. Wir sehen eine mögliche Zielzeit, die sich eben ja, mit 2:23:44 im Bereich Streckenrekord bewegt. Das ist eine sogenannte Augmented Reality. Ein Projekt, das das Team des Wiener City Marathons hier jetzt sozusagen erstmals mit uns gemeinsam mit dem ORF ausübt. Da wird eine Nummer erkannt, das ist nicht immer dann die Nancy Kiprop, eine Nummer aufgrund des Systems ausgelöst, hier F1 in diesem Fall, und über zwei neuronale Netze, die über Monate trainiert wurden, ist da eine Nummernerkennung möglich, und in einem Bruchteil von Sekunden wird dann die Information der Person eben auf den Schirm gebracht. Ganz etwas Neues. Dominik Hochreiter, der hier vom Institut für Pervasive Computing an der Johann Kepler Universität Linz daran arbeitet, ist da federführend. Ist natürlich schon wieder, die Nancy schon wieder ganz alleine als Frau jetzt. Also das ist natürlich besser, wenn es hier ein kompaktes Frauenfeld auch gäbe, wie wir es vorher bei den Männern gesehen haben. Das heißt, sie hat jetzt ihren Pacemaker und hoffentlich auch den einen oder anderen Läufer. Es sind jetzt auch nur mehr zwei Läufer bei ihr. Und es ist wirklich zu hoffen, dass der Pacemaker sehr, sehr lange im Rennen bleibt bei ihr. Wenn er ein guter ist, dann wird er wahrscheinlich eh bis zum Schluss dabei bleiben. Aber es ist trotzdem nur einer. Ja, aber 2:22:23 in einem Marathon sind hier in Wien bei diesem Rennen wahrscheinlich auch nicht so viele zu laufen imstande. Bei Eva Wutti ist natürlich das Ziel ein anderes. Die hat im letzten Jahr ihr Marathondebüt gegeben. 2:37:59 ist sie gelaufen. Die vierfache Ironman-Siegerin, also kommt ja vom Triathlon und hat sich jetzt dann eben dem Marathon, dem reinen Marathonsport gewidmet. Da haben wir sie, ihr Ziel heuer. Es ist wieder ein sehr mutiges. 2:34 will sie laufen. Und da ist sie auch umringt von vielen Männern, auch natürlich von Tempomachern. Leider etwas abgedeckt auch, aber ich hoffe, Sie können Eva Wutti erkennen, mit ihr unterwegs ist. Martin Lang, der sieht da noch näher hin. Schauen wir mal, wie es ihr geht. Kilometer 10, da liegt sie ziemlich genau auf Soll, 2:34. Ja, gerade die Ringstraße verlassen. Jetzt kommt ein bisschen der Teil, wo Gegenwind ist, aber ihr Schrittmacher, sie hat mittlerweile 4, hat ja ein bisschen gedeutet, sie soll näher hinter ihm laufen. Eine Getränkeaufnahme auch schon bei Kilometer 8. Und da war ganz interessant zu beobachten, dass sie vom isotonischen Getränk nur genau dreimal geschluckt hat und dann genau darauf geachtet hat, wo sie die Flasche wegwirft. Nicht einfach achtlos weggeworfen, sondern auf ihre neben ihr laufenden Schrittmacher und Mitläufer geachtet hat, um dann genau dazwischen die Lücke zu finden. War eigentlich ganz interessant, dass man, wenn man hier so konzentriert läuft, auch dafür Zeit hat. Hinter ihr im Auto ihr Trainer Herwig Reubacher, der immer wieder Anweisungen gibt, die aber auch zeigt, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Und ab hier wird es jetzt interessant. Trotz allem ist der Abstand da 1,5 Meter oder fast 2 zu ihrem Schrittmacher vielleicht ein bisschen zu groß, weil die drehen sich auch immer wieder um und schauen, passt es. Aber im Moment alles gut. Eine Kärntnerin, die für ein steirisches Laufteam sozusagen am Start ist. Eva Wutti lebt aber in Barcelona mit ihrem Mann, letztes Jahr noch in Jordanien stationiert gewesen. Das ist jetzt schon eine sehr interessante Lebensgeschichte. Ja, im Sommer, Virus hat sie ein bisschen zurückgeworfen, aber seit Anfang des Jahres klappt es wieder mit dem Training. Ist auch 2016 schon Mama geworden, hat eine Tochter. Also sie ist eine, die wahrscheinlich verhältnismäßig wenig trainiert. Würdest du das unterstreichen? 3 Haupteinheiten, hat sie gesagt, macht sie. Einmal auf der Bahn, einmal im Marathon-Tempo und einmal ganz locker. Auch letztes Jahr schon eher Ich glaube, sie hat eher die Philosophie des Trainings angesprochen. Das ist etwas, was man im Marathon auch, dass du im Prinzip eine Bahneinheit hast, eine spezifische Marathon und dann einen sehr, sehr langen Lauf. Und darum auffüllen auch die Kilometerleistung. Also das ist, auch der Valentin hat jetzt genauso trainiert. Das ist eine Systematik, die sehr oft vorkommt.
Wie trainiert Peter Herzog, den wir hier sehen? Der Saalfeldener hat meistens das Problem, dass im Winter sehr viel Schnee liegt. Bei ihm, früher Biathlon-Trainer gewesen in Saalfelden in der Schule, selbst einmal Trial-Profi und erst seit wenigen Jahren eigentlich dann beim Marathon angekommen. Und jetzt ist er seit der sensationellen Bronzemedaille mit dem Team auch Laufprofi. Was ändert das im Leben? Es ist natürlich um Vielfaches einfacher, weil du im Prinzip jetzt nicht mehr Job und Training vereinbaren musst. Wir haben aber selbst bei der Maja Neuenschwandner gesehen, die das auch schon mal gehabt hat, die dann wieder zurückgewechselt hat, weil sie gesagt hat, sie ist mit dem gar nicht so gut zurechtgekommen. Beim Peter ist es wirklich so, dass er sehr schwierige Trainingsverhältnisse aufgrund des Wetters gehabt in seinem Feld. Die haben extrem viel Schnee gehabt. Der geht ihm zu langsam, oder was ist da? Ja. Das war nicht ideal, oder? Die weißen Armschleifen sozusagen, ist das zur Wärmespeicherung? Oder ganz genau, also das ist auch, Eliud Kipchoge ist auch so gelaufen jetzt immer, also das ist, um im Endeffekt wirklich bei den Armen nicht auszukühlen. Wir haben gesehen, dass der Lemerwerk sogar mit Handschuhen läuft, also das ist wirklich so das persönliche Gefühl von jedem und man hat ja genug Trainingseinheiten mit unterschiedlichen Temperaturen und Bedingungen. Und wo man sich das im Endeffekt vorher anschaut, wie komme ich am besten zurecht. Wir haben es kurz gesehen, die sind da auf Pace, wenn es so bleiben würde. Die haben jetzt in etwa wahrscheinlich 15 Kilometer bald zurückgelegt, 2,18. Das wäre natürlich zu langsam, wobei Peter Herzogs Plan war, so 66, 45 anzugehen. Das wäre eher so in Richtung dann 2,14 wahrscheinlich. Ich würde das jetzt noch nicht aufgrund dieser Hochrechnung so sehen. Also da hätte ich noch gerne ein paar absolute Daten. Warten wir noch ein bisschen. Er hatte gesagt, beim Schloss Schönbrunn, wo wir hier jetzt gerade drüber fliegen, herrlich mit der Gloria Gret im Hintergrund, ist noch nicht viel entschieden. Er muss noch doppelt so weit laufen, um dann beim Lusthaus bei Kilometer 33 noch Körner zu haben, wie sie ja formuliert hat. Das hat ihm in den letzten zwei Jahren beim Vienna City Marathon etwas gefehlt, dass er dann noch zusetzen bzw. Mithalten konnte mit seinem Lauftempo, das er sich vorgenommen hat. 2016 schon dabei, 2017 dabei und dann eben auch 2018 hier in Wien gelaufen und in der Folge auch im Team, das die M-Bronze geholt hat und er ist dort selbst 2:15:29 gelaufen in Berlin und wurde 10. in der Einzelwertung. Dann wird die Spitzengruppe doch noch einige dabei. M4, Kenneth Cater mit dem hellblauen Trikot, das ist der Junge, der 22-Jährige. Eher noch unbeschriebenes Blatt, aber mit guten Ausgangsleistungen. Immerhin einen Halbmarathon-Bestzeit schon unter 60 Minuten. Also die Spitzengruppe, was haben wir als Information? Kilometer 15, wir sind 13 Sekunden nur über der Zeit von Ghetto Feleke. Noch einmal, das ist eigentlich gar nicht die Pace, die sie sich vorgenommen haben. Da ist eigentlich eine halbe Minute Puffer hin. Wir sehen jetzt hier Exkurs auf der linken Seite die erste Staffelübergabe, wo sie sich dann abspülen wird in wahrscheinlich einer halben Stunde bis Stunde. Ja. Sehr viel los ist, während die Burschen jetzt hier gleich den höchsten Punkt der Strecke, obere Marie-Hilfer-Straße im Bereich Technischen Museum erreichen werden. Schwieriger Teil eigentlich jetzt hier nach dieser Wende. Wir sehen jetzt im Prinzip genau die Flucht von Schönbrunn, von der Gloriette hinunter hinauf, wo man eigentlich immer ein bisschen zu vielleicht das Tempo zurücknehmen muss. Das könnte schwierig werden, wenn die da jetzt wirklich durchziehen und diese leichte Bergaufpassage, die so schmiert, wenn man da weiter hinaufzieht bis nach dem Technischen Museum, dann ist das schon sehr, sehr oft auch dann im Endeffekt nach hinten losgegangen. Ganz gefährlich, Michael. In Blickrichtung der Athleten, nicht weit weg ist das Athletenhotel. Stimmt. Also wenn die Schmerzen groß werden, dann ist hier die beste Chance auszusteigen, dann kann man gleich direkt im Zimmer ins Bett fallen. Ja. Manches Mal hat der ein oder andere hier schon aufgeben müssen. Das ist vollkommen richtig. Ja. Ich hoffe, dass das diesmal nicht der Fall ist, dass sie das ignorieren, dass hier ihr Aufenthaltsort sozusagen in Wien ist. Um jetzt noch vorher auf den Gilbert Kirwart, der ist hier nirgends mehr, also den haben wir irgendwo verloren, also ich glaube, da war unsere Einschätzung sehr, sehr richtig, da ist noch nach hinten nichts zu sehen. Also der wird mit der besten Zeit angereist, da hier keine Rolle mehr spielen. Am schnellsten auch fertig geworden mit dem Marathon. Vielleicht ist er einer der, aber nicht so, wie es einer derer, der hier schon jetzt abbiegt, wenn er noch im Rennen ist. Kilometerzeit der Spitze jetzt 3:04 am letzten Kilometer. Also das sind dann doch
die paar Sekunden, ja, die dann gleich wirklich jetzt dich noch weiter vom Streckenrekord wegbringen. Aber wie gesagt, meine Prognose war nicht, dass das heute hier Richtung Streckenrekord gehen wird. Weil man sagen muss, die Zeiten in Wien, die sind ja nicht alle nah dran am Streckenrekord. Also Geto Fileke hat da wirklich schon einen ziemlichen Abstand hineingebracht. Also auch eine 206 oder 207 wäre in Wien eine der besten Zeiten überhaupt. Also Henry Sugut mit der zweitschnellsten Zeit in Wien, 206,58, also einen zweiten Platz in der Geschichte. In 36 Jahren Wien kann man sich ja auch gut herzeigen. Es ist immer spannend, wenn man in die Gesichter schaut, der Läufer bei diesem Tempo. Ich habe jetzt gerade eine Nachricht bekommen, wir sind ja auch auf Social Media da immer ein bisschen unterwegs, währenddem wir kommentieren, von Gerald Melzer, der am Ergometer sitzt, noch in Vorbereitung. Und er hat gesagt, es ist eine Gemeinheit, wie schnell das ausschaut, wenn die hier laufen und er rennt so 12, 13 km/h am Laufband. Und das ist eine ganz eine andere Liga. Also es ist sensationell, wie diese 20 km/h leicht und locker von denen abgewickelt werden. Wir hoffen, das gelingt auch den Österreichern, dass sie an die 20 km/h Schnitt laufen, vor allem eben jenen, die wir jetzt verfolgen in dieser Anfangsphase des Marathons. Und wir fangen an bei Christian Steinhammer und Giovanni Hahn. Schauen wir mal, wo die vier Top-Österreicher so am Weg sind. Ja, da haben wir den Christian Steinhammer einmal. Das ist der vierte im Bunde, also der hat noch Blickkontakt zu Peter Herzog. Jetzt gerade nicht, weil jetzt geht es dann gleich rechts vorbei. Richtung wieder. Der hier noch immer vom Peter Bründl betreut wird und Stefan Listerpart, der ja auch im Austrian Marathon Team ist, der sich eigentlich mitlaufen sollen, aber hat verfrüht aufgrund körperlicher Beschwerden hier diese Gruppe verlassen müssen, genauso wie der deutsche Philipp Barr, der ja mit Valentin Pfeil gemeinsam trainiert hat, auch das Tempo jetzt von Peter Herzog nicht mitgehen können. Hier haben wir also die Gruppe des Salzburgers noch immer begleitet mit seinen beiden Tempomachern und wir gehen vielleicht noch eine Stufe weiter nach vor. We try to catch Valentin Pfeil to the next Austrian. Also da geht es noch einmal eine Stufe weiter nach vor, in hohem Tempo. Und da ist der Abstand jetzt schon ein bisschen angewachsen hin zu Valentin Pfeil. Der hier seine Tempomacher beisammen hat, der hier noch sehr harmonisch läuft in einer guten Gruppe, aber eben ja, hier den Limowak-Ketema entfernt noch sieht. Da haben wir das Auto des besten Österreichers vorne, Limowak-Ketema mit dem Harald Fritz anders, wie sie hier ja, die nötigen Sekunden vielleicht noch rausholen. Tempomacher vorne, mittendrin der Limowak, also das funktioniert, denke ich, noch immer ganz gut. Harald Fritz schaut da nach vorne, schon blickt, um die Ideallinie zu finden. Also das sind die Abstände der vier Österreicher, die wir hier betreuen. Und vor allem für den Leberwerke-Thema, denke ich, läuft das noch immer sehr gut. Ja, hier wieder die hochgerechnete Zehner geplanten Durchgangszeit. Im Moment bei Kilometer 15 waren es 15 Sekunden. Jetzt liegt er immer noch so 10 Sekunden etwa bei Kilometer 17 unter den 65 Minuten, die eben in Richtung hochgerechnete 2:10 wären, die wir aber jetzt nicht ansetzen wollen, denn natürlich ist etwas Schwund sozusagen im Lauf des Marathons zu berechnen in seiner Gruppe. Und Christian Steinhammer halbe Minute hinter Peter Herzog, insgesamt 2 Minuten hinter Lemmerwerke-Thema. Also alle sind eigentlich relativ gut, wenn nicht sogar besser als geplant am Weg. Bei Christian Steinhammer vielleicht. Alles sehr kompakt. Ja, also das sind 2 Minuten jetzt auf 15 Kilometer, die er verloren hat auf dem Lehmer, wo der Lehmer schnell ist. Ich glaube, dass die bis jetzt alle ein Rennen laufen. Für mich interessanter Valentin, der wirklich sehr, sehr flott anläuft. Ja. Der Peter, der angekündigt hat, etwas konservativer anzulaufen. Und ja, schauen wir Richtung Halbmarathon. Das ist so die erste wirkliche Standortbestimmung dann.
Jetzt kommen ja die Läufer, Spitzengruppe nach der Lehmer zu dem schnellsten Teil der Strecke, einfach wenn es die Marie-Hilfer-Straße dann hinuntergeht. Mhm. Begegnungszone, extrem viele Zuschauer auch dort, immer erfahrungsgemäß. Da werden wir jetzt dann Kilometerschnitte, die unter 3 Minuten wieder sehen, wo man auch wieder die eine oder andere Sekunde aufholen kann, aber schaut bis jetzt sehr, sehr rund aus. Ja, der Japaner Ikegami, der hängt sich da gnadenlos hinten an, lässt zwar ein paar Schritte Abstand zu Lehmerwerke-Thema. Bei den Frauen, da hat sich ein wenig Änderung ergeben, denn Nancy Kiprop hat sich ihres Tempomachers entledigen müssen. Sie ist dann auch rausgelaufen aus seinem Windschatten. Wahrscheinlich das Tempo nicht mehr so, wie sie das wollte, nämlich nicht hoch genug. Nancy Kiprop läuft ein unfassbares Tempo. Wir sehen es auch in der Hochrechnung hier. Das ist jetzt im Bereich 2:21. Die ist momentan 2 Minuten nahezu unter dem Streckenrekord für Wien unterwegs. Ist trotzdem bitter, dass sie schon alleine ist, muss ich wirklich sagen. Also, wobei, vielleicht sehen wir ihn da jetzt vorne. Wir haben ihn zwar nicht im Bild jetzt, aber... Eine Schulter war zu sehen. Aber es wäre schon gut, weil die hat noch 1,5 Stunden zu laufen. Das alleine ist wäre schon wirklich sehr, sehr schwierig. Mhm. Ja, in ihrem Bereich, wie gesagt, da gibt es, da ist der M62, das ist einer der Tempomacher. Ja, das ist ihre eigentlich. Das ist sogar, der war nur kurz jetzt scheinbar nicht im Bild. Ja. Hillary Kibbett. Der muss auch eigentlich bis zum Schluss laufen können. Also ich gehe davon aus, ich habe jetzt keine persönliche Bestleistung von ihm, aber das sollte schon machbar sein. Aber wir sehen eben von den Läufern, auch im Männerbereich, da ist eben das Feld sehr, sehr dünn gesät. Also die Straße noch sehr leer, ja. Wir wissen wie wenig Finisher es eigentlich gibt, die unter 2:30 dann ins Ziel kommen. Hier, das werden wir dann nachher mal analysieren. Und ja, hier sehen wir jetzt die Spitze immer noch riesengroß. Total sanierten Marie-Hilfer-Straße bergab laufen. Kann das auch störend sein, wenn es zu sehr bergab geht? Ich meine, ein Marathon hat ja eine gewisse Höhendifferenz, beziehungsweise darf nicht zu stark bergab gehen. Es gibt Downhill-Marathons, mehr oder weniger. Ich glaube, Boston ist einer davon. Ne? Da geht es natürlich dann schnell dahin. Aber es gibt ganz klare Regeln, wie viel Höhenunterschied sein darf. Das ist im Promillbereich. Das heißt, in dem Fall dürfen nicht mehr als 42 Meter Unterschied vorherrschen. Das ist ja hier überhaupt nicht die Gefahr oder das Thema. Das Schwierige ist beim Bergab, wir hatten den Olympischen Marathon in Sydney, da ist man oben gestartet und runtergelaufen, da geht es ja auch nicht um Bestzeiten. Das war schwierig, weil du eigentlich aus wenig Aufwärmen und Vorbereitung eigentlich bei Bergab laufen musstest. Florenz war früher auch so, da hat man oft muskuläre Probleme bekommen. Also in Sydney sind damals extrem viele mit muskulären Problemen ausgeschieden, weil sie das Runterlaufen einfach nicht gewohnt sind. Das trainiert eigentlich kaum jemand. Hier ist es wirklich so, dass es flott bergab geht und das ist eher ein Vorteil. Nein, überhaupt ganz im Gegenteil. Du kannst dich wirklich ein bisschen erholen. Kannst du vielleicht das eine oder andere Loch wieder schließen, das sich aufgetan hat. Wie gesagt, das ist ein großer Vorteil. Aber sie sind ja das auch bergauf gelaufen. Also sie sind ja wohl schon Brunn, auch die Windseile leistet. Genau. Das ist ja alles schon absolviert worden, wofür sie jetzt ein bisschen belohnt werden. Ja, 2 Tempomacher sehen wir vorne noch. M51, Charles Chariot, der geht mir momentan ab. Das wäre der, der bis Kilometer 30 laufen sollte und immer noch auch gut sozusagen abgeschirmt. Lemmerwerke-Thema mit Hideyuki Kigami, dem Trainingspartner von Valentin Feindl. Ja, Musik immer wieder auch. Großer Teil der Strecke. Also wichtig. Da mal Unterhaltung zu kriegen, vielleicht weniger für die Topläufer, aber dann für die wirklich tausenden Hobbyläufer. Da wird auch sehr viel Wert darauf hier gelegt in Wien, dass immer mehr Bands sind, dass immer mehr Entertainment noch auf der Strecke ist. Absoluter Vorteil auch. Ja, da fliegt eine Flasche, die natürlich dann schon aufgehoben wird, aber Martin Lang hat es vorhin angesprochen, das ist nicht so ohne. Wir haben schon Marathons erlebt, wo dann wirklich einer dem anderen die Flasche vor die Schuhe wirft und da ist man schneller mal umgeknickt und die Sache ist dann erledigt. Also da heißt es gut überlegen, wohin man das. Hier sehen wir jetzt, wie die Marie-Hilfer-Straße getrennt wird. Ganz wichtig hier oben, es sind diese großen Hände, die zeigen, Läufer rechts betrifft dann später die Halbmarathonläufer.
und Läufer links, die auf die Marathondistanz gehen, über die Zweierlinie hinauslaufen, während, wie gesagt, die Halbmarathonläufer schon auf die Ringstraße einbiegen und dem Ziel entgegenlaufen. Ja, noch gut dabei, M6. Robert Jemmersin haben wir schon mal angesprochen, der Sieger von 2016, Bestleistung 2:08 gelaufen, vor 4 Jahren in Warschau. Aber eben einer, du hast es erwähnt, der jetzt 2 Jahre im Prinzip keinen Wettkampf abgeliefert hat, kein Ergebnis stehen hat. Ja, sind noch zwei Tempomacher. Tadesse Abraham mit dabei, Kenneth Keter. Es ist wirklich schwer auszumachen, wer da am Ende das Rennen machen wird, während wir hier bei den beiden Museen drüber fliegen. Kunsthistorisches, Naturhistorisches Museum. Museumsquartier links. Ja, während wir jetzt langsam auf den Halbmarathon zulaufen. Wir warten mit Spannung auf die Durchgangszeit, gell? Absolut. Schnellste Halbmarathonzeit in Österreich ist der große heilige Brasilassi gelaufen, 2011 hier in Wien gelaufen, ja eben nur den Halbmarathon in einer Stunde und 18 Sekunden, eigentlich nach seiner Glanzzeit, immer noch gewaltig. Und wir sehen jetzt auch, wenn wir uns die Zwischenzeiten jetzt anschauen, Kilometerzeiten vorher waren 3:02, 3:04 und jetzt eben auf der Marie-Hilfer-Straße runter die Kilometer in 2:57, das heißt, da gehen dann schon einmal gleich 5, 6 Sekunden, die man hier aufholen kann. Ja, eine Stunde ist er alt, der Vienna City Marathon, und bis jetzt eigentlich läuft vieles besser als Plan oder zumindest nach Plan. Die Männer sind sehr, sehr flott unterwegs, noch schneller im Vergleich eben zu einer möglichen Streckenrekordmarke. Nancy Kiprop bei den Frauen und auch die 4 Österreicher und beziehungsweise mit Eva Wuth die 5 sind sehr gut unterwegs. Dieses Team Österreich vielleicht schnell angesprochen auch. Michael, hat sich gebildet durch den großartigen Erfolg, durchaus überraschenden Erfolg der Bronzemedaille des Marathon-Teams. Da hat der österreichische Leichtathletikverband auch sofort reagiert. Gregor Högler, Helmut Baudis haben gesehen, okay, die gehören unterstützt, das wollen wir auch weiterhaben, dass wir die Chance hier nützen, eben eine Generation zu haben, mehr als einen Marathonläufer, der wirklich österreichische bzw. europäische Spitze sein kann. Und dann hat Gott sei Dank auch das zusammengefunden, was wahrscheinlich zusammengehört, nämlich der größte österreichische Marathon, organisiert eben von Wolfgang Konrad und seinem Team, hat auch die Idee erkannt, dann mit dem ÖLV gemeinsam hier auch was zu tun und alle herzuholen. Das ist nicht jedes Jahr so gewesen, das ist nicht selbstverständlich, weil unterschiedlichste Ziele sind, auch über die Saisonplanung, aber es ist immerhin ein WM-Jahr, es ist nächstes Jahr Olympia, und also ich finde das gewaltig und super, dass auch eben jetzt das Marathon Team sozusagen, das man da gebildet hat, unterstützt wird. Es gehört ja auch Stefan Listerbart dazu, der eben wegen Verletzung nur als Tempomacher mal mitgeholfen hat. Christian Robin hilft mit und auch Katharina Zipser hätte laufen sollen, die ist allerdings verletzt. Ich glaube, dass ja auch, muss man sagen, die Medaille auch schon, der Gregor Högler, Sportdirektor, hat schon im Vorfeld sehr viele Initiativen gesetzt und gesagt, er setzt auch auf den Langstreckenlauf, das war ja nicht immer so. Und ich glaube, dass dem Vorwärts schon sehr viele Dinge sehr richtig gemacht wurden, sonst wäre auch im Endeffekt diese Medaille auch gar nicht passiert. Aber wichtig war jetzt auch darauf zu reagieren und sagen, wir wollen auch da jetzt noch eins draufsetzen. Halbmarathon, jetzt für uns ganz wichtig, 1:03:19, Durchgangszeit der Spitze. Ganz einfach hochgerechnet, jetzt sind wir bei 2:06:40, wenn ich es jetzt mache. Es ist nicht ganz leicht, in Wien die zweite Hälfte viel schneller zu laufen. Und darum ist das für uns jetzt so ein bisschen ein wichtiger Punkt, wo liegt die Spitze. Ja. Trotzdem aber wirklich sehr interessant, eine große Spitzengruppe hätte ich nach den Nennzeiten nicht gedacht. Man wird sehen, wie das jetzt auf der zweiten Hälfte weitergeht, weil viele Läufer dabei sind, die noch nie unter 2:07 gelaufen sind. Das heißt eigentlich jetzt schneller laufen, als sie es bis dato eigentlich gewohnt sind. Aber ich glaube schon, dass die Bedingungen heute sehr, sehr gut sind. Ja? Also ich habe vorher beim Intro gesagt, Chance of a Lifetime, du brauchst als Marathonläufer so Läufe, wo die Vorbereitung gepasst hat, wo die Bedingungen gut sind und wo dann auch im Endeffekt die Gruppe gut ist. Das heißt, das Tempo von Anfang an gut ist, die homogen zusammenarbeiten, und das schaut jetzt hier mal so aus. Das ist für mich wirklich jetzt einmal die große Überraschung der ersten Stunde, dass hier wirklich eigentlich nur 2 Pacemaker und sonst wirklich eine große Anzahl an Topläufern dabei ist. Ja, Chance of a Lifetime, oder zumindest 2-mal im Jahr kannst du als Marathonläufer antreten, üblicherweise. Eben, und dann soll es
super zusammenpassen. Wir sehen die Votivkirche und eine noch leere Straße, die sich gleich zumindest leicht füllen wird. Der Desi Abraham, der ist im Jänner schon in Dubai gelaufen, wollte den Europarekord verbessern, ist ihm nicht gelungen. Da war er eigentlich mit 2:09:50 weit, weit entfernt. Und nicht zuletzt deshalb hat er sich auch noch einmal für Wien dann angemeldet, um eben die Chance auch auf sein Olympiaticket zu wahren. Das hat er mittlerweile allerdings in der Tasche schon für Tokio. Ja, er war in Dubai aber nicht Zehnter, klar. Ja. Zehnter, was für ihn auch enttäuschend, weil das ist eigentlich einer, der doch durchaus sehr weit vorne mitläuft. Und ist aber immer ein bisschen ein Wagnis dann nach so kurzer Zeit, weil er ist den Marathon durchgelaufen, ja. Konnte auch nicht schnell, das heißt, war eine Ausbelastung und jetzt, wie gesagt, er hat 3 Wochen Pause gemacht, sich gut erholt und dann 2x Trainingsblöcke mit je 3 Wochen eingelegt und ist doch jetzt direkt von Äthiopien hierher gekommen. Und man wird sehen, wie es dann unterm Strich ausgeht. Ein Europarekord gehalten seit dem Vorjahr von Mo Farah. In Chicago ist er 2:05:11 gelaufen, also es ist schon ein hohes Ziel. Hier nochmal der Flug über die Votivkirche. Weltrekord im letzten Jahr durch Eliud Kipchoge auf 2:01:39 verbessert. Wieder einmal in Berlin zum 7. Mal in Folge. Valentin Pfeil ist durch beim Halbmarathon. 1:05:45, wenn ich richtig geschaut habe, ist 15 Sekunden schneller sogar, als er ursprünglich angekündigt hat. Mhm. Sehr, sehr gut. Also wirklich richtig gut, richtig schnell. Mhm. Und freue mich jetzt wirklich, den Lehmer haben wir noch nicht gesehen jetzt, wie der durchgegangen ist. Ich hoffe, dass wir das bald bekommen. Und ja, aber sehr, sehr gutes und sehr, sehr spannendes Rennen bis jetzt. Wir haben eine Zeit von 1:04:53 für Lehmer-Werke-Thema. Also das ist auch fast eine Punktlandung, 7 Sekunden unter Plan. Man soll das ja wahrscheinlich selbst einmal beim Halbmarathon noch nicht ansprechen. Aber es gibt eben das große und sehr, sehr hohe Ziel von Lehmer-Werke-Thema, die 2:11:30 zu laufen, um sich für Tokio heute schon zu qualifizieren. Für die Olympischen Spiele 2020. Seine Bestleistung liegt bei 2:13:22. Das heißt, er will sich um 2 Minuten steigern. Ja, Peter Herzog ist durch bei knapp unter 67. Auch das ist genau sein Plan. Er will also eine hohe 66 laufen. Das passt, also soll man es nicht irritieren lassen, der will es konservativer angehen. Valentin Pfeil geht hohes Risiko. Und bei Kitema muss man eines sagen, Michael, wir sind noch weit davon entfernt, aber es gibt den österreichischen Rekord von Günter Weidlinger, der steht bei 2:10:47. Das ist eine heiße Dreiviertelminute unter Olympialimit. Also wenn er schon dabei ist, vielleicht nimmt er das noch mit. Obwohl, das ist viel im Marathon, ich weiß schon, ja. Auch wenn es nur 45 Sekunden sind. Er ist im Moment jetzt auf eine Endzeit von unter 2:10 unterwegs. Ja, auch das muss man so sagen. Das heißt, du hast richtig gesagt, er nimmt ein hohes Risiko. Der Valentin unter Lehmer auch, beide. Mhm. Was man aber auch nicht vergessen darf, und selbst das halte ich nicht für unrealistisch, auch eine Top-5-Platzierung bei einem Gold-Label-Race, wie es hier Wien ist. Ja. Ich schließe nicht aus, dass der Lehmer, wenn er so gut in Form ist, dass da vorne nicht mehr als 4 durchkommen unter 2:10. Ja. Christian Steinhammer geht durch, knapp unter 68, schau. Ist auch klar unter Bestleistung. 2:17 ist seine Bestleistung, also er wäre da jetzt auf Kurs 2:16. Ja. Bis jetzt alles richtig gemacht, bis jetzt alles umgesetzt, was sich auch die Läufer vorgenommen haben. Wobei bei Christian Steinhammer muss man schon auch sagen, da bist du auch schon, wenn dann, mit Schuld, weil hast du ihm genug Freizeit gegeben, der arbeitet ja bei dir im Laufgeschäft, dass er auch trainieren kann? Ich glaube schon, dass wir ihm dort sehr, sehr entgegengekommen sind. Also haben wir jetzt noch einmal die Arbeitsstunden reduziert und er ist aber auch einer, so ab und zu rauszugehen und ein bisschen den Kopf freizukriegen und nicht nur, wobei der studiert auch noch nebenher, also da ist auch eine Dreifachbelastung da, aber er handelt das, glaube ich, ganz gut. Peter Herzog, der hat jetzt eben die volle Konzentration, ist eben beim Bundesheer mehr oder weniger angestellt und hat die Möglichkeit, sich voll aufs Laufen zu konzentrieren. Er hat vielleicht erstmals jetzt wirklich auch einen sozusagen Druck abzuliefern. Bis jetzt war er echt der Shootingstar, der immer überrascht hat mit besseren Zeiten. Jetzt mit der Medaille auch in Berlin und mit dem Top-Ergebnis hat er sicher selbst jetzt auch schon eine andere Erwartungshaltung an sich. Ja, ich glaube, dass die ganze Situation jetzt mit wirklich Valentin ist wieder zurück aus seinem Verletzungsjahr,
Der Lehmer, der jetzt sich einfach anstellt, diesen großen nächsten Schritt zu machen, wirklich in Richtung Weltklasse. Und der Peter, der erstmals jetzt das zweite, dritte Marathonjahr jetzt angeht, wo es immer ein bisschen schwieriger wird am Anfang, sehr viel Neues und sehr viel Unbekanntes. Und das sind ganz, ganz spannende Situationen jetzt und wir dürfen jetzt alle auch gespannt sein, wie die das in der zweiten Stunde jetzt alle lösen werden. Wir sind ja für Sie bis 12.30 Uhr in ORF1 auf Sendung und dann gibt es noch eine Stunde in ORF Sport Plus. Da wollen wir uns dann natürlich sehr auch mit der Masse oder mit dem Breitensport Aspekt des Vienna City Marathons beschäftigen. Also jetzt ist natürlich einmal der Spitzensport im Mittelpunkt in den ersten zwei Stunden, denn da gibt es eben große Leistungen zu erwarten. Aber natürlich ist das ein sehr vielfältiger Tag heute, ein vielfältiges, das größte Laufsportspektakel Österreichs. Ja, mittlerweile geht es schon wieder. Ja, was soll ich sagen, die letzte Woche war so hart mit der Fußfedern. Ich habe gar nicht gewusst, ob ich starten kann und heute war alles... Straßenbahn auf Schienen neben den Läufern, da haben es natürlich die Gäste sozusagen schwieriger. Zum Beispiel verläuft sich da Ramatusa und muss einen kleinen Umweg einlegen, aber das ist leider Gottes, Michael, gerade in seiner Stadt gar nicht so selten. Bei dem Tempo, du hast, wenn du nicht gut geführt wirst, einfach das Pech. Ja. Das war der Bereich, den wir vorher angesprochen haben, der Trennung zwischen Halbmarathon und Marathon. Wenn du da in den falschen Kanal hineinläufst, dann bist du in diesem Zieleinlaufbereich drin. Geliefert, ja. Dann ist es schwer. Nancy Kiprop bei der Halbmarathon-Marke und die ist noch unter einer Stunde und 10 Minuten. 1:09:30, Michael, da sind wir bei 2:19 und jetzt wird schon langsam wirklich kribbelnd. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass die es heute wissen will. Und das tut sie vom ersten Meter an extrem konzentriert. In Kenntnis dessen, das ist also angesprochen, die hat sehr, sehr gut trainiert, hat sie gesagt. Sie hat auch im Vorfeld schon geliefert, mit letztem Jahr eine sehr, sehr gute Leistung im Herbst. Und also die Endzeit stimmt. Das stimmt definitiv nicht. Leider nicht, ja. Also und ich hoffe wirklich, dass der Pacemaker jetzt da noch weiter so einen guten Job macht wie bis jetzt. Ihr Vorteil ist sicher, die ist schon zweimal hier gelaufen, die kennt die Strecke. Ich bin sehr optimistisch, wenn der Bewegungsapparat hält, dass das in Richtung neuer Bestleistung geht. Ja, wenn man sich anschaut, zu dieser Zeit des Jahres ist meistens der Dubai-Marathon im Jänner der schnellste, ist es auch heuer. Also die Jahresbestzeit, die ist bei 2:17, also nicht so weit weg, die Leistung bis jetzt von Nancy Kiprop, nach etwas mehr als einer Stunde dieses 36. Wiener City-Marathons. Schauen wir mal, was bisher passiert ist. Ja, pünktlich, wie immer, erfolgt der Startschuss bzw. die Starttröte draußen bei der UNO City in der Wagramer Straße. Wie gewohnt, Maria Prehofer war die Person, die hier die Tausenden von Läufern rausgeschickt hat. Um 8.58 Uhr die Männerelite, um 9 Uhr die Frauenelite, gefolgt von der ersten Welle sozusagen der Masse der Hobbyläufer. Und in mehreren 15 Minuten Schritten sozusagen sind die Menschen dann auf die Reichsbrücke losgelaufen. Geht dann weiter im Prater in der Hauptallee erstmals. Da wird man dann noch einmal antreten, mehrere Kilometer später. Und eine große Spitzengruppe, knapp dahinter mit der weißen Kappe, auch Österreichs bester Lemmerwerke-Thema. Und vorne in dieser ersten Stunde ein sehr hohes, sehr, sehr kontrolliertes, gutes Tempo, auch von den Tempomachern für eine fast etwa 12-köpfige Spitzengruppe. Beste Frau, die Titelverteidigerin Nancy Kiprop aus Kenia geht auf ihren dritten Wien-Sieg in Folge los. Das wäre einmalig und sie tut das sensationell, lässt sich da auf nichts ein,
konzentriert sich auf das Tempo, das der Tempomacher vorgibt, und das Tempo ist ein unglaublich hohes. Zugleich wird immer wieder noch rausgestartet. Maria Prehofer ist den Inclusion Run gelaufen. Gestern und heute eben noch Marathon, Halbmarathon und Staffelmarathon. Und da sieht man einmal das Tempo, das da wirklich von den entspannt wirkenden Spitzenleuten hier an den Tag gelegt wird. 20 km/h, also unfassbar schnell, und das über mehr als 2 Stunden durchgehalten. Wir haben 4 österreichische Topläufer, eine Topläuferin, die eben mit großen Zielen, Fernziel Olympia Tokio 2020, hier angetreten sind. Und es kommt auf jede Sekunde an, auch bei der Verpflegungsaufnahme heißt es da natürlich, clever zu sein. Das war nicht so clever, da haben sie die falsche Straßenseite gewählt, die Spitzengruppe, und etwas Zeit verloren. Hier wird es natürlich dann noch schwieriger, aber hier ist natürlich dann noch nicht mehr ganz so wichtig, die persönliche, spezielle Trinkflasche zu erwischen bei den Hobbyläufern. Der Flug über Schloss Schönbrunn heißt Kilometer 16, westlichster Teil dieses Rennens in Wien. Schwieriger Teil auch, wie von Michael Buchleitner beschrieben. Es geht leicht bergauf, es geht in Richtung Athletenhotel. Aber wenn man da noch gut bei Kräften ist, folgt die Bergabpassage in der Marie-Hilfer-Straße. Nancy Kiprop auf der Jagd nach dem Streckenrekord in Wien. Die Männerspitze beim Halbmarathon mit 1:03:18 in etwa auch auf Kurs, zumindest die zweitschnellste Zeit je in Wien zu laufen. Ja, wir sind mittlerweile, Michael, mit den Männern auf Kilometer 26. Die sehen weiterhin auf eine klare 2:06er Zeit aus. Nancy Kiprop 2,5 Minuten unter dem Streckenrekord der leider schon verstorbenen Maura Witschekonte. Und Lemmerwerk Thema nähert sich dem 25. Kilometer, und der liegt auch weiterhin klar auf Kurs Olympia. Vielleicht zur Erklärung, Olympische Spiele Tokio, vor allem jetzt in Bezug auf Marathon, sehr, sehr schwer zu erreichen. Nur die besten 80 weltweit dürfen starten, natürlich bereinigt. Es dürfen auch nur 3 Kenianer und 3 Äthiopier laufen. Das ist der Vorteil für alle anderen Nationen natürlich. Aber 2:11:30 entweder per Zeit zu laufen oder dann eben in Summe kurz vor den Olympischen Spielen wird ein Cut gemacht und die besten 80 Leistungen werden zugelassen, und da gibt es eben noch ein Punktesystem und Belohnungen etwa für die besten 5 eines Gold-Label-Marathons, und das kommt hier in Wien zu tragen. Also die besten 5 Männer und besten 5 Frauen, Blick Richtung Eva Wutti, sind fix in Tokio. Das heißt, heute ist einiges klar zu machen. Also man könnte halt wirklich, wenn man halt eine 2:11:29 läuft und Fünfter wird, den Sack zumachen, 1,5 Jahre bevor die Spiele sind, und das ist natürlich in der Vorbereitung ein unglaublich guter Polster, und das ist doch auch das eine oder andere, was hier jetzt die Läufer mit im Hinterkopf haben, dass man das lösen könnte und ohne jeglichen Druck dann in den Herbst oder vielleicht nächstes Jahr früh als Marathon hineingehen kann. Und diese Chance halt zu nutzen bei den sehr, sehr guten Bedingungen, ist sicher das Ziel hier. Und ich glaube, dass auch der Lemmerwerk, wenn er eine Chance hat, das Limit halt zu erbringen, dann wird er alles dafür geben. Und im Moment ist er wirklich in Richtung 2:11:0, vielleicht, wie du schon angesprochen hast, in Richtung österreichischen Rekord unterwegs. Das ist echt gewaltig. Wie gesagt, er ist momentan auf Kurs, seine Bestzeit um mehr als 2 Minuten zu steigern. Da sind die Massen jetzt, die sich da herüberbiegen an der Urania vorbei auf den Ring, und dann gibt es die Begegnung, denn die Spitzenathleten, die biegen schon wieder links hinunter Richtung Praterstraße und Praterstern. Also ist die kleine Gelegenheit, sich zu
begegnen. Also letzte Information jetzt zu Lemberg Ketema, Kilometer 25. Er ist eine halbe Minute unter Plan. Also es schaut super aus. Was sagt sein Trainer Harald Fritz? Das kann ihn Giovanni Hahn fragen, denn der ist unmittelbar bei ihm. Ja, wir sind hier eben beim Harald Fritz, dem Coach vom Limmerberg Ketema. Jetzt hat es kurzzeitig ein bisschen Unruhe gegeben, weil eben die Pacemaker verfrüht auf alle Fälle ausgestiegen sind. Wie ist die aktuelle Situation? Naja, das war eigentlich geplant, dass sie so früh aussteigen. Der Lehmer muss jetzt die ganze Arbeit leisten. Jetzt kommt leider der harte Teil noch in der Hauptallee, wahrscheinlich gegen den Wind. Schau mal, der Weil ist ja gut drauf, von der Körperhaltung her schaut noch aus. Ja. Dabei ist aber gut im Plan. Von der Zeit her, Halbmarathonzeit, also das hat wirklich wunderbar funktioniert. Kann man da zufrieden sein, wie viele Reserven oder was für einen Eindruck macht er? Ja, vom Training her müssen wir noch Reserven haben. Wir hoffen, dass wir die zweite Hälfte gut noch angehen können. Schauen wir, wie es jetzt mit dem Wind ist und wie ihm das jetzt beeinträchtigt hat, weil er hat auch gehofft, dass die länger bleiben. Das ist ein bisschen eine Kopfsache jetzt auch natürlich. Kopfsache vielleicht auch, Sie sagen, zeigen immer den Fans auch an, dass sie motivieren sollen, dass sie klatschen sollen. Wie wichtig ist das für ihn oder für einen Läufer? Ja, das ist extrem wichtig, weil er natürlich auch sozusagen fürs Publikum läuft. Ja. Wir haben so eine breite Unterstützung bekommen in der letzten Zeit. Das ist extrem wichtig und das ist natürlich auch eine gute Motivation. Alles Gute weiterhin. Okay. Ja, wir haben es gesehen, Lemberg Ketema da jetzt schon allein unterwegs. Alles Gute ihm. Einfach ist das natürlich für die Staffelläufer hier in der Masse. Die müssen quasi nur ein Viertel, allerdings in unterschiedlichen Entfernungen laufen. Und bei einer solcher Übergabestellen befindet sich gerade Martin Lang. Ich warte auf meinen Kollegen. Ich bin jetzt das erste Mal hier in Wien und ich hoffe, dass ich ihn gleich auch treffen werde. Wie lange stehen Sie schon? Ich stehe jetzt so etwa eine Viertelstunde und warte auf meine Kletterpartnerin. Wir sind ein Kletterteam und ja, ich bin kurzfristig eingesprungen. Vor 2 Wochen habe ich noch nicht gewusst, dass ich hier laufen werde. Und Sie? Ich warte auf meine Schulkollegen, weil wir sind mit der Schule da. Ja, und ich warte noch nicht so lange. Findet man sich eigentlich leicht? Weiß dann, man ist alles ausgemacht? Oder? Ich weiß es nicht. Also einen Lehrer habe ich schon getroffen, aber ich weiß noch nicht, wie das dann wird, weil es sind ja dann doch sehr viele Leute. Findet man sich eigentlich leicht oder läuft man es ja? Ja, ich weiß zumindest, wie mein Kollege aussieht. Deswegen hoffe ich, dass ich ihn erkenne. Alles Gute. Hier ist im Moment natürlich alles entspannt, aber dann geht es immer bald los. Und wir folgen auch dann wieder der besten Österreicherin. Sie läuft 42,195 Kilometer. Nancy Kiprop, ja, die Staffelläufer können wählen zwischen 15,5 Kilometer, 6 Kilometer, 9 Kilometer oder 11,7. Die Herrschaften, die wir da gesehen haben, die werden dann die 9 Kilometer laufen. So, Nancy Kiprop, letzte Information, die wir haben. Kilometer 24, 2 Minuten 40 schneller als hochgerechnet. Der Streckenrekord in Wien. Eine Athletin allein bei den Frauen, aber noch mehrere Athleten bei den Männern und wieder wirklich ganz wichtig, hier den Vergleich zu sehen. Michael, ich glaube, das sieht man am besten, wenn man da so Zuschauer oder Fans oder junge Leute mitlaufen sieht. Eben wie hoch das Tempo ist erstens und zweitens, was es heißt, Marathon zu laufen im Spitzensport, das ist schon ein Ritt auf der Rasierklinge, oder? Kann ganz schnell anders ausgehen, oder? Auch wenn man hier schnell ist. Auf jeden Fall. Also ich glaube jetzt auch, dass jetzt, so wie es jetzt hier ausschaut, jetzt fängt das Taktieren an. Mhm. Um einen Streckenrekord wird es nicht mehr gehen, da sind wir jetzt schon, wie gesagt, wirklich 50 Sekunden drüber. Und jetzt geht es dann schon ein bisschen um weiteren Rennverlauf. Pacemaker sind, wenn ich das jetzt glaube ich schon draußen größtenteils, sind immer vorne dabei. Das heißt, jetzt sind die Läufer dann auf sich allein gestellt und werden sich doch ein bisschen beäugen. Riesengruppe, also super eigentlich für die, die jetzt da dabei sind. Und das wird jetzt sicher spannend, die nächsten 3, 4, 5 Kilometer sich hier jetzt entwickeln werden. Vor allem auch was die Pace betrifft. Ja, es sind im Prinzip noch alle großen Namen, wenn man so möchte, mit dabei. Auch Tadesse Abraham, der sich da jetzt links durchsetzt. Jetzt auch die Führung übernimmt, der macht jetzt ein bisschen was. Ich habe gesagt, es ist jetzt durchaus ein bisschen erstmalig, gell? Rumgetaktiert worden und
Nancy Kiprop. Hopp, da fällt dir die Flasche runter. Oi. Ja, es ist nicht viel, aber mühsam, oder? Absolut. Auf jeden Fall. Ja. Wie wichtig ist es eben, dass man da in diesem Rollen bleibt, in diesem Tempo, in dem hohen Tempo? Es ist wahrscheinlich leichter, dass man immer diesen Fluss hat, oder? Und nicht durch irgendetwas. Die Gefahr bei solchen Bewegungen, du bückst dich und so weiter, du hast eine so eine Synchronität im Laufen jetzt. Das sind oft so Dinge, wo man sich dann wirklich immer, das klingt jetzt blöd, das sind durchtrainierte Athleten, wo man sich leicht verletzen kann. Dieses Rumbücken, du hast plötzlich eine Bewegung in der Muskulatur, die jetzt da überhaupt nicht reinpasst. Ja. Und man sieht im Gesicht, das hat jetzt gar nicht getaugt. Du ärgerst dich dann auch. Mhm. Warum fliegt mir jetzt die Flasche runter und und? Also das sind alles so Dinge, die man eigentlich nicht wirklich braucht und nicht wirklich will. Ja, ja, genau sowas kann dann vielleicht eben den großen Erfolg zunichte machen. Das habe ich vorher gemeint mit dem Rasierklingenritt, ne? Dass du eigentlich möglicherweise durch eine Kleinigkeit, wenn du so hart an der Leistungsgrenze unterwegs bist, dann ist es auch für diese Athleten natürlich das absolute Optimum, das sie hier rausholen können. Tessia Abraham hat sich wieder eingereiht. Du hast ihn vorher angesprochen, dass er gesagt hat, schlau sein ist wichtig, denn auf die Frage war das natürlich, wie er sich da taktisch verhalten wird, denn die Kenianer sind natürlich in der Überzahl und die können eventuell zusammenhelfen und eine Art Teamarbeit bilden. Und er hat ihm gesagt, ja, du musst nur schlau genug sein und das mehr oder weniger ausnützen, was dir gut tut und was für dich passt. Und mal schauen, ob das eine kurze Machtdemonstration war. Es ist immer wichtig, sich zu zeigen. Sagen, ich bin da, mir geht's gut. Immer wieder, das werden wir ganz oft erzählen, wie gesagt, da geht es jetzt sehr viel um Taktik. Mhm. Und ich kann aber sagen, wir hatten fünf Läufer mit einer Bestleistung von unter 20, die je gelaufen sind. Mhm. Wirklich überraschend. Ja. Und ich glaube schon, dass der ein oder andere dann rausfallen wird. Ja, natürlich schön, wenn Eva Wuthe auch so schnell läuft, wie sie noch nie gelaufen ist. In ihrem zweiten Vienna City Marathon. Gestählt natürlich durch 4 Siege bei Ironman Triathlons. Also die ist wahrscheinlich wirklich belastbar. Da läuft sie nach 180 Kilometer Radfahren und 3,8 Kilometer Schwimmen einen Marathon. Hier muss sie unter Anführungszeichen nur laufen. Ihr Ziel 2:34, das wären 4 Minuten schneller als im Vorjahr bei ihrem Debüt. Was macht sie für dich für einen Eindruck? Gut, und sie liegt auch nach wie vor gut dabei und ist unter ihrem Plansoll ein paar Sekunden. Sehr, sehr gut. So, das war kurz Nancy Kiprop und da vorne die Beine der schnellsten Männer in diesem Rennen. Und die Männerspitze hat jetzt einen letzten Kilometer von 3:12. Das heißt, diese Taktik. Das ist richtig erkannt, gleich optisch, ja. Gleich mal 10 Sekunden, die sie da draufgelegt haben. Man hat das auch kurz gesehen. Also, das kann jetzt so sein, dass wieder einer drückt wieder drauf für den einen oder anderen Kilometer. Aber wir werden schon jetzt solche Spielchen hier sehen, weil die Gruppe wirklich riesengroß ist. Wir wissen noch nicht, aus welchen Managementstellen kommen die Athleten und sehr spannende Entwicklung. Was natürlich hier in Wien oder in jedem Stadtmarathon schwierig ist, natürlich immer auch ganz genau die Zeiten, die da durchgegeben werden, aufgrund einer Markierung irgendwo an der Straße oder eben in der Hauptallee, muss nicht immer alles auf die Sekunde genau stimmen, aber natürlich die Zeit läuft mit und wir sind bei 1:28 und waren jetzt bei Kilometer 29 vor wenigen Sekunden, das heißt, wir sind jetzt etwas mehr als eine Minute über Streckenrekord, also immer noch unter 2:07. Hochgerechneter Siegerzeit und damit immer noch im Bereich einer absoluten Topmarke in Wien. Also könnte immer noch die zweitschnellste in Wien je gelaufene Zeit werden. Sehen auch immer jetzt die Blicke nach links, nach rechts, was tut der eine, was tut der andere. Wird sicher jetzt, der letzte Kilometer war auch 3:10, das heißt zwei wirklich sehr, sehr langsame Kilometer. Und jetzt wird dann irgendeiner die Nerven verlieren und wird die Pace wieder massiv erhöhen. Wir haben auch schon Kilometerzeiten von 2:50 schon gesehen im Prater, weil eben wirklich jemand dann eine Vorentscheidung mal herbeiführt und das Feld einmal sprengen wollte. Hier jetzt im Prinzip die Schleife, der Kilometerabgleich Richtung Ernst-Happel-Stadion. Das heißt, hier kommt jetzt dieser Bereich dann, wo diese 180-Grad-Wende auch ist. Auch
nicht ganz einfach immer zu laufen. Die schon einmal hier gewesen sind, kennen das. Wenn du zum ersten Mal bist, bist du doch wahrscheinlich wieder ein bisschen überrascht, dass du hier jetzt dann einfach so eine 180-Grad-Wende nehmen musst. Und dann geht es zurück wieder auf die Hauptallee bis zur Wende dann beim Lusthaus. Ja, die Wende immer wieder auch ein Thema. Wenn man es gut anläuft, wahrscheinlich ist es nicht so heftig, aber da kommt man hier beim Ernst-Happel-Stadion fast zum Stillstand, wenn man überrascht wird von diesem 190-Grad-Turn. Es spitzt sich immer wieder in die Richtung 30 Kilometer zu, dann ohne Pacemaker eben tatsächlich geht's ans Eingemachte. Ein paar Zeiten bei Kilometer 25 von den Österreichern. Lehmer-Wölke-Thema in 1:15:58 durch. Laut der Zeitnehmung, dann haben wir allerdings auch ein 16:44. Also wissen wir jetzt nicht genau, was wir da glauben sollen. Das ist eben immer die Schwierigkeit. In beiden Fällen ist er jedenfalls deutlich unter seiner Planzeit, wie auch immer. Valentin Pfeil haben wir bei 25 Kilometern mit 1:16:59. Der liegt 1,5 Minuten unter der Richtmarke 2:14, Michi. Der greift deine Bestzeit an. Vor allem liegt er nur 15 Sekunden hinterm Lehmer. Also das ist, glaube ich, das, was noch überraschend ist, wenn die unsere Zeiten hier stimmen. Ja. Da wird es auch jetzt spannend sein, wie sich die nächsten paar Kilometer bei den beiden entwickeln. Der hat bei 15 Sekunden hättest du eigentlich Sichtkontakt. Wir haben die Bilder jetzt hier nicht. Ja. Und auch da wird es jetzt im Österreicher Segment sehr, sehr spannend. Jetzt kommt die Wende hier. Genau. Tadesse Abraham, das sieht man wieder. Der Schlaue. Schlaue. Und jetzt auch gleich vorneweg, der sagt, jetzt schaue ich mal das mal von vorne an. Also dieses sich zu präsentieren, sich zu zeigen und das Feld vielleicht jetzt ein bisschen zu reduzieren. Und da spricht sehr viel an Erfahrung mit und ich glaube schon, wie jedes Jahr, dass wir jetzt auf den nächsten 3-4 Kilometern doch jetzt mal sehen werden, wer ist heute wirklich stark genug, um jetzt auch auf der zweiten Hälfte oder am letzten Drittel eigentlich wirklich auch noch zuzulegen. Und der letzte Kilometer war an der Spitze jetzt wieder 3:01, also was ich angesprochen habe, da jetzt wieder zu forcieren. Ja. Und ich glaube nicht, dass der Wind, wie jetzt auch vom Harald Fritsch schon angesprochen, da jetzt auf der Hauptallee besonders stark sein wird. Ja. Lehmer-Wölke-Thema sieht jetzt genau, wo ist die Spitze. Er ist bei Kilometer 30, 1:32:24. Also das heißt, der ist immer noch glasklar unter dem Olympia-Limit und damit weit unter seiner Bestzeit unterwegs. Hoffentlich schafft er jetzt da die doch noch weit mehr oder knapp mehr als 10 Kilometer alleine zu laufen. Und der ist wirklich komplett alleine. Also Spitzengruppe zu weit weg und hinter ihm auch neben ihm niemand. Also da geht es jetzt wirklich darum, dass er es durchhält. Denn Stand jetzt ist er top unterwegs. Die 1:32:24 bedeuten aber auch gleichzeitig, dass er den letzten Kilometer in 3:19 gelaufen ist. Das wäre aber auch jetzt wirklich so, dass er echt da 10 Sekunden liegen lassen hat. Okay. Am letzten Kilometer, darum sage ich, das muss man sich jetzt anschauen und vielleicht sehen wir auch dann einen 30er-Zeit dann vom Valentin und um zu sehen, wie sich das Österreicher-Rennen da entwickelt. Aber es ist für die Athleten jetzt schon toll, wenn sie diese Begegnungszone hier haben, wo man die Topläufer sieht, die aus von dieser Schleife zurückkommen und die jetzt wirklich hineinlaufen. Ja, und Tadesse Abraham hat jetzt einmal die Spitze übernommen, macht das von vorne weg und läuft jetzt mal Richtung Lusthaus, circa zwei Kilometer hinauf. Könnte der erste Europäer seit 2001 sein, der einen Wiener City-Marathon gewinnt, auch wenn er in Eritrea geboren ist, aber wie gesagt, als Schweizer seit vielen Jahren am Start.
da muss man auch eines sagen, Michael, gerade bei ihm gilt das auch, bei Lemmerberg-Ketema gilt das, es ist so viel schon Legionärstum auch in der Leichtathletik, dass afrikanische Läufer eingekauft werden, vor allem so Katar, Türkei, die sind da ganz, ganz gerne dabei, um sich Erfolge mehr oder weniger zu kaufen. Diese Athleten zählen nicht dazu, also Ketema und Abraham sind mehr oder weniger in ihrem Heimatland jetzt gut geworden, in der Schweiz und in Österreich. Und dann mal Valentin Pfeil. So, wo ist Lemmerberg-Ketema? Mit freiem Auge ist er nicht zu sehen für ihn. Läuft hier mit Jaume Leiva, dem Spanier, Nummer 24. Und immer noch einem Tempomacher, Joel Kipkene. Walter Pfeil wirkt eigentlich immer sehr, sehr ruhig in seiner Bewegung. Absolut. Gell? Er hat sich jetzt den Vorteil, dass er nur noch zwei Begleiter hat, die mit ihm da laufen im Vergleich zum Lema. Es ist etwas mehr als eine Minute laut der offiziellen Zeitnehmung hier. Wir bekommen die Zeiten des besten Österreichers auch von der Strecke geliefert, aber nicht des zweitbesten Österreichers. Daher müssen wir da immer etwas umrechnen sozusagen. Denkaufnahme hat funktioniert bei Valentin Pfeil. Also man sieht ja wirklich, Sichtkontakt hat er keinen. Aber Getränke auf nur mit gut funktioniert. Wie gesagt, Vorteil jetzt von Valentin wirklich, dass er da jetzt in Begleitung läuft und der Lehmer eben alleine. Oder kann sich in der österreichischen Marathonbestenliste einiges bewegen. Wie gesagt, der Rekord gehalten von Günter Weidling aus 2009, 2:10:47. Zweitschnellster Österreicher Gerhard Hartmann in Wien vor mittlerweile 33 Jahren, 2:12:22 und dritter Michael Buchleitner, 2:12:43. Fürchtest du um deinen Stockerlplatz? Schaut heute schwer danach aus, muss man ganz ehrlich sagen. Na, ist natürlich super, oder? Wenn ja mittlerweile jetzt mindestens zwei Österreicher hier in der Lage sind. Ja, Christian Steinhammer, Valentin Pfeil, keine Zeit für einen Gruß für die beiden Freunde hier. Der eine muss noch zur Wende, der andere ist schon wieder am Weg zurück, eben in Richtung Hauptallee, Richtung Lusthaus. Pfeils Bestzeit, wie gesagt, 2:14:50, die von Lemmerberg-Ketema 2:13:22, Christian Steinhammer 2:17:54. Wäre super, wenn natürlich sie alle heute mit einer Bestleistung aus diesem Marathon rauskommen. Da ist wieder einer abgerissen. Aber immer noch, ich glaube wirklich jetzt mittlerweile, wenn ich zurückdenke, bei Kilometer 32, 33, so viele Sieganwärter haben wir in den letzten Jahren sicher nicht gehabt. Nein, das ist an der Stelle. Das ist eine extreme Dichte, die hier noch elf Athleten, glaube ich. Das ist jetzt ein schönes Ausscheidungsrennen, das uns auf den nächsten 10 Kilometern bevorsteht. Na, im Prinzip sind alle die von Anfang an dabei waren, noch vertreten. Jetzt scheint zwar Viktor Kipchirch hier mit der Nummer 5 ein wenig abzureißen. Vielleicht ist das jetzt wirklich die entscheidende Phase. Tadesse Abraham vorne. Also wenn wir den Informationen, die wir bekommen, Glauben schenken dürfen, dann gibt es eben jetzt 3:01 Kilometer, dann 3:08 wieder. Jetzt wieder 3:04, das heißt, das ist schon ein bisschen ein Spiel jetzt mit dem Tempo, aber eben wieder jetzt zwei Läufer, die aus dem Spitzenfeld heraus. Und wenn du da mal abreißt, war es das auch. Also da kommt man schwer zurück und ich glaube, dass jetzt einer nach dem anderen hier rausbrechen wird. Und das wird dann auf der Schüttelstraße noch mehr, wenn es wieder dann immer so leichte, hügelige Ansätze gibt und Der Viktor Kipchirch ist ja einer derer, die eine Bestleistung von unter 2:08 hatten. Ja, also ja. Einer, der eigentlich schon gekonnt hat. Also an der Nummer sieht man es auch, also der fünftschnellste von der Ausgangslage. Ja. Richtig. Ja, und packt es nicht. Ja. Sensationell, wie viele da vorne eigentlich über ihrem bisherigen Leistungsvermögen angelaufen sind und da ein hohes Risiko genommen haben. Ja. Und ja, ich glaube, es sind 10 Athleten, wenn ich es jetzt richtig gezählt habe. Eindeutiger ist es bei Nancy Kiprop, die ist alleine unterwegs. Auf momentan phänomenaler
Pace. Allerdings auch bei ihr jetzt, glaube ich, ist ein bisschen was dazugekommen. Letzte Zwischenzeit war bei 1,36,99, passt noch immer. Noch immer solide, deutlich schneller als jemals eine Läuferin in Wien. Top Arbeit, muss man sagen, von Hillary Kippet, ihrem Tempomacher, der sie da zieht. Seit Beginn fast, gell? Sind die zwei alleine. Und wirklich auch ein Qualitätsmerkmal, dass da weit und breit auch kein männlicher Läufer in der Nähe ist. Die Top-Athleten natürlich, die sind voraus, aber da gibt es dazwischen nichts. Da gibt es keinen Hobbyläufer, der diese 2,20, 2,22 in der Lage ist zu laufen. Das ist wirklich Weltklasse. Ich muss sagen, bei den Männern ehrlicherweise natürlich ein Eliud Kipchoge oder die absoluten Topstars, die kommen nicht nach Wien. Da gibt es schon noch die ganz großen Ligen wie London, wie Berlin, wo die antreten. Da gibt es auch die ganz großen Preisgelder, muss man auch sagen, oder Startgelder. Das sind Topläufer, aber jetzt nicht die Superstars des Marathons. Einzig Kiprop allerdings, die zeigt da was. Stellt sich jetzt an im Bereich von 2020, ja, 2021, ja, wo sie jetzt unterwegs ist, da in die absolute Champions League, ja, aufzustehen. Ja. Ja. So, sie haben das Lusthaus umrundet. Jetzt kann man vielleicht schon eben ans Ziel denken. 33 Kilometer absolviert. Es sind immer noch 9 Kilometer vor ihnen. Mit M14 Vincent Kipchumba, 28 Jahre alt, einer der Kenianer. Bestleistung 2:10:32. Michael, der begibt sich da in Regionen, in die er noch nie vorgedrungen ist, war vor 2 Jahren schon einmal in Wien und dort Siebenter. So, wie geht's Lehmer-Wörke-Thema, der da ganz einsam hinüberblicken muss, neidvoll zu dieser Spitzengruppe, wo es doch noch möglich ist, sich irgendwo im Windschatten aufzuhalten. Aber wenn er es nur halbwegs durchhält, der ist ja immerhin einer, der schon auch sehr zäh ist und sehr belastbar ist. Wir denken an den Wings for Life World Run, den er zweimal weltweit quasi gewonnen hat. Der kann 80, 90 Kilometer laufen, nicht in dem Tempo, ist schon klar, aber auch in einem sehr, sehr hohen Tempo. Und vor allem alleine. Also der ist es wirklich, genau, gewohnt, von der Spitze zu laufen. Dass es kein Vorteil ist, braucht man nicht diskutieren, aber er kann das und der hat wirklich sehr, sehr oft jetzt schon bewiesen, dass er ein Wahnsinnskämpfer ist. Allein aufgrund seiner Historie, muss man sagen, sich mit diesen Voraussetzungen so durchzukämpfen und sich so wirklich nach oben zu laufen, das ist eine ganz spezielle Geschichte. Ja, wie seine Lebensgeschichte, eben quasi nach Österreich geflüchtet vor einigen Jahren, in Dreiskirchen aufgenommen worden, hat hier mehr oder weniger erst wirklich nicht zum Laufen begonnen, aber wettkampfmäßig wirklich seine besten Leistungen zu bieten. Von Harald Fritz trainiert und seit 2015 Österreicher. Hat sich für Österreich auch gelohnt, denn nicht zuletzt dank ihm gab es eine großartige Bronzemedaille bei der Europameisterschaft in Berlin für das Marathon-Team. Hat jetzt auch eine bessere Vorbereitung natürlich als sonst betreiben können, denn die schwimmen alle wirklich nicht im Geld, diese Sportler, ganz im Gegenteil. Und er hat aber ein I Believe in You Projekt gestartet, wo Geld zusammengekommen ist. Der wird auch jetzt, wie wir schon angesprochen haben, genauso wie Valentin Pfeil, noch extra gefördert vom Leichtathletikverband. Hier sieht man, wie sich die beiden treffen. Ja. Und das macht sich etwas aus. Man kann sich Trainingslager leisten, die sonst vielleicht nicht erschwinglich wären. Das sind so die ganz banalen Dinge, die du als Spitzensportler brauchst und plötzlich dann auch zahlen kannst. Ne? Nicht nur die Trainingslager, sondern auch der Lehmerwerk hatte auch seinen Physiotherapeuten, der die letzten Tage bei ihm im Trainingslager in Afrika noch war, der Benny Obermüller, der extra hingekommen ist, um ihn wirklich dort auch in diesen letzten heiklen Phasen, wo du noch große Umfänge machst und so weiter, dort bestmöglich zu betreuen. Also das sind die Dinge, wofür du extra Geld noch brauchst, damit du dir ein Umfeld leisten kannst, in dem es möglich ist, Höchstleistungen zu erbringen. Und das ist dann praktisch das Tüpfelchen auf dem I oder wirklich das, was es dann entsprechend ausmacht noch. Ja, wir sehen jetzt wieder die Nancy Kiprop mit ihrem Pacemaker vom Happelstadion wieder zurück auf die Hauptallee. Es gibt nur zwei Leistungen unter 2,20 in diesem Jahr bis jetzt im Frauenmarathon. Also Nancy Kiprop kann da wirklich
ordentlich aufzeigen, wenn sie da wirklich in diese Schallmauer eindringt unter 2 Stunden 20. Wäre auch für Wien wahrscheinlich eine ein ganz große Werbung. Ja. Wird aber trotzdem schwer, glaube ich. Also da müsste sie jetzt ja nochmal zulegen eigentlich. Und das halte ich für schwierig. Sie ist im Moment auf einer 220 hoch unterwegs, was sensationell ist. Und wir werden sehen, wie sich jetzt auch für sie diese schweren letzten 10 11 Kilometer noch entwickeln werden. Du bist 6 Mal unter 2 Stunden 14 gelaufen. Du weißt, was jetzt da in einem Körper vorgeht. Wie kann man das beschreiben? Das ist ganz schwierig. Das ist, was ich vorher angesprochen habe. Ich bin zum Beispiel, jetzt, wenn man es mit den Lehmer und den Wallenden vergleicht, ja, in London 2002, haben wir es auch sehr schnell angelaufen mit einer 65-11. Habe mich bis Kilometer 35 super gefühlt, bei 38 war es wirklich aus und ich habe dann noch, bin dann 2:14 noch gelaufen bis ins Ziel, weil einfach plötzlich die Energie weg war. Mhm. Das heißt, es ist eine Gratwanderung und vor allem, wenn du wirklich wesentlich schneller angehst, weil du es musst, weil es keine andere Gruppe gibt und so weiter. Das heißt, die spannenden Phasen kommen jetzt, wo du wirklich jetzt dann an deine Reserven gehen musst und wo du einfach mit den Herausforderungen, die dieser Sport, diese Distanz mit sich bringt, umgehen musst. Ja, Eva Wutti schaut auf die Uhr und das ist ein Symbol eigentlich für ihre bisherige Leistung. Die läuft ganz genau mehr oder weniger auf Kurs, ist nur ein paar Sekunden jetzt unter ihrer Zielzeit, 2 Stunden 34 hochgerechnet, und sie ist kurz vor dem 30. Kilometer. Martin Lang hat sie im Vorjahr auch schon teilweise begleitet, ist jetzt auch wieder bei ihr. Siehst du Unterschiede? Kannst du dich erinnern, Martin? Ja, selbstverständlich. Ich habe sie auch angefeuert. Das werden wir heuer nicht machen. Es ist alles im Schritt, im Pace. Die Läuferin neben mir aus Angola ist übrigens seit der Marienhilferstraße neben ihr. Da hat sie Eva Wutti sie praktisch eingeholt, denn die Angolanerin ist nach der Reichsbrücke beim Start sicher einen Kilometer vorausgelaufen. Und wir haben auch hier ein schönes Bild. Der Herwig Reutbacher, ihr Trainer, fährt ja hier direkt daneben. Wenn die Kamera schwenkt, können wir das auch gleich sehen. Und Herwig, alles im Schritt, im wahrsten Sinn des Wortes, in der Pace? Es schaut ausgezeichnet aus. Also wir haben so einen Idealplan, der Richtung 2 Stunden 34.0 geht. Und den hat sie jetzt. Ja. Und wir haben gesagt, den ersten Halbmarathon ein bisschen flotter zu laufen, weil der Wind dort gut passt und die Marie-Hilfer-Straße runtergeht. Und jetzt zwischen Kilometer Halbmarathon und 30 nehmen wir so zwei Sekunden raus vom Schnitt. Den hält sie und ich habe sie gerade gefragt, ob sie passt, die Pace gerade, ob sie es vertragt. Schaut sehr gut aus. Bis Kilometer 35 läuft der Charles mit. Eine Information kann man da mitgeben. Sie hat zwei verschiedene Paar Socken an, also von der Farbe her, weil sie hat jeder zwei verschiedene Paar Socken, ein verschiedenes Paar an. Einmal gelb, einmal schwarz und, Stefan, ein bisschen müssen wir noch beim Herwig bleiben. Und du hast gesagt, das ist Aberglaube oder was ist es? Einer Socken gelb, einer schwarz? Das ist von ihr so ein, das mit den Socken, sie hat jedes Mal andere Socken an und für sie ist das irgendwie so ermuntert mehr, das ist so mehr ein Schmäh von ihr. Ja, das passt meistens zu ihren Fingernägeln und das ist sowieso vom Locker ganz cool und ganz locker drauf und macht auch gern solche Späße einmal. Ja, weniger Späße macht Nancy Kiprop, die trinkt so gut sie kann und hat natürlich immer noch dieses Ziel vor Augen, Streckenrekord und vielleicht sogar 2 Stunden 20 hier in der Nähe vom Lusthaus. Für Eva Wutti vielleicht Fernziel oder Nahziel sozusagen die Weltmeisterschaft. Da ist das Limit 2 Stunden 36 für heuer im Spätsommer in Doha. Wobei sie selbst sagt, ihr Ziel ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Also das geht vor. Wenn man die WM dann mitnimmt, okay, aber eine WM ist eben dann auch nie ein Lauf auf Zeit, wenn man eine gewisse Zeit erbringen muss. Wobei jetzt das Olympia-Limit von 2:29.30 für sie wahrscheinlich aktuell noch utopisch ist. Aber warum nicht über eine Platzierung unter den Top 5 Frauen in Wien schaffen? Wir werden das genau beobachten. Spannend an Katar ist ja dieser Nachtlauf, der speziell ist. Jetzt sehen wir, wie das Ausscheidungsrennen seinen Lauf genommen hat. Das heißt, wie der eine nach dem anderen jetzt rausbröckelt. Glaubst du, es sind schon die vier und kein anderer mehr? Jetzt von der Entwicklung ist ziemlich schnell gegangen. Also die jetzt bei Kilometer 6 und die 5, die wir jetzt hier noch sehen,
Da glaube ich schon jetzt die Aussage trifft, dass einer davon der Sieger ist und da wird es jetzt relativ rasch gehen, dass noch der eine oder andere wegfällt. Der große Tadej Abraham hat einen verdeckt. Natürlich sind es fünf, eigentlich sind es sechs, weil Giovanni Hahn ist auch dort irgendwo am Motorrad. Ja, und so bei Limaburg Ketema, und da hat es jetzt gerade mächtig Unruhe gegeben, denn zum zweiten Mal hintereinander hat die persönliche Flasche, die Getränkeflasche, die wichtige Verpflegung jetzt bei Kilometer 33, 34, ja, keinen Platz gefunden. Er hat sie nicht gehabt, er hat sie nicht bekommen, konnte nichts ordnungsgemäß zu sich nehmen und ja, auch gerade die Aufregung im Team ist riesig, dass das nicht funktioniert hat und der beißt jetzt richtig. Ist ja allein unterwegs, fightet. Sie haben eigentlich gemeint, es gibt einen gewissen Polster, den hat er zur Verfügung, aber jetzt ist natürlich hier Unruhe und auch er blickt sich immer um, ob er irgendwo was bekommt zu trinken. Jetzt versucht man da auch im Team was zu organisieren für die nächste Aufnahmemöglichkeit, damit es dann wenigstens funktioniert, denn sonst könnte das von der Zeit vom Erfolg wirklich noch gefährlich werden für Limaburg Ketema leider. Michael, gleich vielleicht deine Einschätzung dazu. Erstens einmal, wann kann er was bekommen und was heißt das jetzt in der heißen Phase? Er darf nur an den Verpflegungsstationen was aufnehmen. Wir sehen ja, dass die Radfahrer Flasche in der Hand haben. Die dürfen sie ihm aber nicht geben. Er muss wieder zum nächsten Verpflegungspunkt laufen. Ich weiß nicht, warum er nicht dort, wenn er seine Flasche nicht kriegt, müsste er nochmal die Möglichkeit nehmen und einen Becher nehmen. Mhm. Das hat man ja gerade vor der Nancy Kiprop auch gesehen. Die Nancy hat auch aus einem Becher getrunken. Das ist der Plan B, den man dort immer hat, weil die Verpflegungstische der Elite sind die ersten, die kommen. Mhm. Und wenn ich da aus meinem irgendeinem Grund nicht bekomme, wir haben ja schon gesehen, es gab auch unfaire Athleten, die Tische abgeräumt haben. Das hat es alles gegeben. Sie werden das schon lösen, aber es wird jetzt ein bisschen Zeit dauern, wo er vielleicht jetzt nichts hat. Aber im Normalfall kommen Wasserstationen alle 2,5 Kilometer. Und das wird es wäre wünschenswert, denn er ist auf Kurs österreichischer Rekord im Moment bei Kilometer 35. Also wenn er das irgendwie durchhält, Wahnsinn. Vorne, da wird es jetzt immer weniger. Drei Athleten mit Nummer 14, sehr auffällig schon seit einiger Zeit, Vincent Kipchumba, der vielleicht letzte verbleibende Kenianer, der hier den Sieg in Wien holen kann. Der siebente von vor zwei Jahren. Dann der Tadej Abraham, der Schweizer Europameister im Halbmarathon und der EM-Zweite von Berlin im Marathon. Und dann noch ein interessanter Mann mit M11, Solomon Mutai aus Uganda, denn der ist ein Meisterschaftsläufer. WM-Dritter von Moskau 2015. Olympia-Sechster von Olympia-Achter von Rio 2016 und in London bei der WM war er auch Elfter. Also ist einer. Ja, und vor allem letztes Jahr bei den Commonwealth Games, also ich bin ja immer einer, der, wie du weißt, diese nahen Ergebnisse ist einer, der bei den Commonwealth Games und Gold Coast in Australien Zweiter geworden ist. Also der ist einer, der ein Siegläufer ist. Mhm. Ja. Bestleistung auch aufgestellt im Vorjahr 2:09:27. Aber wir bewegen uns in die Richtung, beziehungsweise er bewegt sich weg von der Spitzengruppe, die mittlerweile nur noch zweiköpfig ist. Viele Fragen, die in den nächsten Minuten entschieden werden. Spannend, wie vielleicht überhaupt noch nie dieser Vienna City Marathon. Lemmerwerke Thema, was braucht er da jetzt? Kapperl weg. Ich glaube, dass er will, dass ihm das Kapperl nass macht, vielleicht. Ja. Kühlt. Aber ziemlich allein gelassen, aber gut, in dieser Phase des Rennens gibt es jetzt wahrscheinlich wirklich nur noch die Flucht nach vorn. Er hat eine einmalige Chance, eine großartige Chance hier, den österreichischen Rekord zu verbessern oder wenigstens quasi dran zu bleiben am Olympia-Limit, das mit 2:11:30 so derartig hochgegriffen ist. Also im Moment hat er fast eine Minute noch Puffer. Mhm. Wo man sagt, es sollte sich eigentlich ausgehen. Da kommt jetzt hinten einer mit dem Rad herangeflogen oder am neuen Kappball, wie es scheint. Nein, ich glaube eher, dass es nass ist jetzt. Oder ich ist eher, es das Gleiche? Dass es nass gemacht haben. Ja. Okay, ist es möglich, dass er das bekommen darf? Du hast zuerst gesagt, also Trinkflasche ist nicht erlaubt vom Radl zu bekommen. Ich wage mal zu behaupten, dass im EAF-Regulativ nichts über nasse Kappeln steht. Zureichung von nassen Kappeln steht, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hoffentlich wird es nicht an dem jetzt scheitern, bitte.
Den einen ist klar, auch wenn wir da jetzt eine Situation haben mit so vielen tollen Österreichern auch im Wiener City Marathon und wenn auch ein Team aufgebaut wird. Wer weiß, was nächstes Jahr ist. Verletzungen, schlechte Bedingungen, du musst zugreifen und da bin ich wieder bei deinem Satz von 8.45 Uhr, wie es gesagt, Chance of a Lifetime. Richtig. Vielleicht ist das heute so. Vincent Chip Kipchumba hat noch keinen Marathon gewonnen. Tadesse Abraham hat Zürich zweimal gewonnen. War heuer Zehnter in Dubai, gar nicht zufrieden mit 2:09:50. Also hat deshalb auch Wien auserkoren als zweiten Frühjahrsmarathon, um sich eben fix für Olympia zu qualifizieren. Und wenige Wochen vor Antreten hat man ihm aber jetzt schon die Freigabe sozusagen erteilt. Viele Länder haben ja schwierigere Limits als international vorgesehen von der IAAF. Die 2:11:30. Kilometerzeiten jetzt unter 3 Minuten auf den letzten 2 Kilometern. Das heißt, genauso wie wir das schon gesehen haben und prognostiziert haben, ist es jetzt richtig losgegangen. Das heißt, wir sind jetzt doch im Prater drinnen taktiert worden, aber jetzt geht es nur mehr darum. Ja. Zeit spielt jetzt in dem Sinn als Endzeit keine Rolle mehr. Ja, aber das Tempo ist jetzt so hoch, dass das die eh schon vor ihre Verhältnisse gelaufen sind, einfach nicht mehr mitgehen können. Und die beiden werden jetzt geht der Abraham wieder vor, also jetzt geht es auch darum zu zeigen, Kipchumba hat das Tempo jetzt gemacht auf den letzten 1 bis 2 Kilometern, jetzt zeigt der Abraham wieder, du, ich bin aber da, ich kann das auch und das wird schon jetzt spannend. Mhm. 2001 hat Luís Novo aus Portugal gewonnen, danach gab es eigentlich nur noch afrikanische Siege bzw. einen Sieg eines Katari. Also jetzt schaut es nach einem Schweizer oder kenianischen Sieg beim Vienna City Marathon 2019 aus. Und jetzt schaut es fast so aus, als ob Vincent Kipchumba, der 28-Jährige, noch einmal zulegt. 2:53, letzter Kilometer. Ja. Siehst du, wie das sieht? 4 Sekunden? Das ist sofort erkannt. Deine jahrelange Erfahrung hier. Und, und das nach knappen 2 Stunden, nach fast 40 Kilometern noch einmal zuzulegen, das tut ihm wahrscheinlich auch weh. Ja, nicht nur dem Verfolger. Er weiß aber natürlich auch, wer der Tadesse Abraham ist. Also, dass der schlussendlich auch wirklich ein sehr erfahrener und sehr, sehr guter Läufer ist. Das, was beim Abraham mitspielt, ist, dass er einfach wirklich einen Marathon erst gerade in den Beinen hat. Das macht das Ganze nicht einfacher und es sieht jetzt schon so aus, als ob der Kipchumba jetzt hier davonziehen kann. Der Schritt ist unglaublich schön, flüssig und flott. Ist auch ein sehr großer Läufer, bei den Kenianern nicht unbedingt üblich. Das ist eher bei den Maasai vorherrschend, dass die so groß sind. Ich weiß nicht, von welchem Stamm er kommt, aber der hat jetzt schon doch eine Lücke jetzt schaffen können zwischen sich und dem Tade und ja. Ich bin gespannt, wie der letzte Kilometer jetzt dann war. Ja, ist das schon die Vorentscheidung hier im dritten Bezirk, kurz bevor sie wieder auf die Ringstraße und zwar zum letzten Mal dann einbiegen. Abstand wird schnell und deutlich größer, wie es ausschaut. Eva Wutti hier noch in der Hauptallee und rechts in ihrem Blickwinkel kommt dann auch Nancy Kiprop vorbei, die auch immer noch natürlich ganz allein dem Sieg entgegenfliegt, denn das wird wohl auch klar sein, wenn sie jetzt nicht irgendwie zusammenbricht. Gibt es den dritten Wien-Sieg in Folge für Nancy Kiprop, für die 39-jährige Lehrerin aus Kenia, die von Anfang an eigentlich ein Solo mit ihrem Tempomacher hingelegt hat. Von Beginn an war ich nie eine zweite Athletin überhaupt in ihrer Reichweite. Klassischer Paarlauf, vom ersten bis zum letzten Meter, hoffen wir. Ja. So, ist er schon durch oder nicht? Vincent Kipchumba. 1:58. Er könnte der 15. Sieg eines Kenianers werden. Sein erster überhaupt. Sein größter Erfolg dann sicher auch. Letzter Kilometer war wieder in 2:54 von Kipchumba. Das sind jetzt eben die paar Sekunden. Abraham wird jetzt dann doch über 3 Minuten gelaufen sein und die dann wirklich dann den Unterschied machen. Ja, es gibt so wie bei der EM in Berlin wohl nur Silber oder Platz 2 für Tadesse Abraham, aber trotzdem natürlich eine Riesenleistung. Er ist ein Athlet, der eben auf
Europarekordniveau unterwegs ist, prinzipiell in seiner Karriere. Und das ist dann natürlich in Richtung 2.05. Das war heute natürlich kein Thema, aber er kann eben schneller laufen. Kipchumbas Bestzeit 2:10.32 sollte heute fallen. Die wird ja fallen, ja. Also bald 2 Stunden alt der Vienna City Marathon. Ein wirklich extrem vielfältiges Rennen, das natürlich noch viele Fragen zu beantworten hat in der nächsten halben Stunde, einmal aus Weltklasse- oder Europaklasse-Sicht, Österreich-Klasse-Sicht. Das schaut richtig gut aus. Mhm. So, wieder Lemmerberg-Ketema, letzte Zwischenzeit, Kilometer 38, ist immer noch 1 Minute unter Plan und endlich gibt es was zu trinken für ihn. Es wäre ja wirklich bitter, wenn da am Schluss irgendwie der Einbruch erfolgt wegen fehlender Verpflegung. Du hast sie am Anfang angesprochen, wie wichtig sie ist. Und am Schluss sollte da nichts dran scheitern. Wir sind auf der Ringstraße und wir sind nicht mehr weit weg vom Ziel. Das sind noch vielleicht etwas mehr als 2 Kilometer. Es wird nicht die knappste Entscheidung, wie es ausschaut. Die gab es vor 2 Jahren. 3 Sekunden. Ich möchte nur zum Lehmer hinzufügen, ja. Die Kilometerzeit vom Lehmer ist sehr gut. Mhm. Der ist richtig schneller geworden wieder aus dem Prater heraus. Also auch auf der schwierigen Basal-Schüttelstraße, obwohl er allein war. Kilometerzeiten 303, 304. Das unterscheidet sich jetzt kaum von der Spitze. Und wir haben jetzt noch kein Zwischenergebnis, wo der Lehmer liegt, aber der wird sich nach vorne laufen noch. Davon bin ich überzeugt. Da werden wirklich der eine oder andere aus der Spitzengruppe, die da rausgefallen sind, holt er sich vielleicht noch, die wirklich ihrem Tempo Tribut zahlen müssen, da doch noch von ihm eingeholt werden. Ja, vielleicht holt er die doppelte Olympia-Qualifikation, ist gar nicht nötig, aber nimmt man natürlich gerne mit. Also entweder Fünfter oder 2:11:30. Eins von beiden reicht, ja. Ja, da hat er es aber sicher. Ja. Also das, ja. Also eben nur bei Gold-Label-Rennen möglich. Es gäbe im nächsten Jahr die Möglichkeit, mit den österreichischen Meisterschaften, die man extra verlagert hat von Salzburg nach Wien im Marathon, auch nochmal Punkte zu sammeln für die Österreicher, die sehr wertvoll sein könnten für einen weiteren Olympiateilnehmer, wenn Lemmerwerke-Thema das Thema heute schon abhakt. Vincent Kipchumba. Und weiter als es die Kamera wahrscheinlich hier vermuten lässt, hinter ihm hat er Tadesse Abraham, den Schweizer, gelassen. Seine Bestleistung, 3 Jahre alt, aus Dresden, da wurde er Zweiter. Hat jetzt nicht unbedingt viel für ihn gesprochen von den Ausgangsleistungen, oder? Halbmarathon-Bestzeit vor 2 Jahren in Berlin, 60:32. Darf man ihn als Überraschung? Würde ich schon so sehen. Einordnen. Definitiv. Der wird sich doch wahrscheinlich 2,5 bis 3 Minuten verbessern, wenn er jetzt so ins Ziel kommt. Das ist schon eine ganz große Geschichte. Das ist ähnlich wie jetzt der Lehmer. Ich wollte es gerade sagen, das gilt doch genau für diesen Mann. 2,5 bis 3 Minuten verbessern, vielleicht auch bei ihm möglich. Und eine ganz, ganz große Geschichte aus österreichischer Sicht. So, er wird jetzt auch gleich auf der Ringstraße sein. Der einzige treue Begleiter für ihn ist Johannes Hahn am Motorrad. Giovanni, wie schaut's aus für ihn? Hat er jetzt genug Verpflegung bekommen? Also da bekommen wir gerade recht, denn jetzt hat er seine eigene Flasche endlich wieder in der Hand gehabt. Hat er davor noch ein bisschen gezittert und seinen Coach Harald Fritz da angebettelt darum, dass das bitte endlich funktionieren soll. Es hat funktioniert und auch der Coach ist sehr zuversichtlich, was jetzt die Endzeit betrifft. Also hat mir schon vor 2-3 Kilometern gesagt, eine niedrige 2:10er, das könnte sich durchaus ausgehen. Und die feuern ihn hier an der Seite wirklich alle an. Die machen hier mächtig Stimmung, die Fans. Und auch der Coach, alle, die im Auto, im Betreuerauto sitzen, damit Lemmerwerke-Thema hier auf den letzten Kilometern noch die Topzeit herauslaufen kann, weiter dieses hohe Tempo halten kann. Aber eins ist auch klar, beißen muss er wirklich, denn jetzt ist er schon am Ende. So, Kilometer 41 für Vincent Kipchumba. Es fehlen ihm wahrscheinlich noch so knappe 3,5, 4 Minuten bis ins Ziel. Eineinhalb, ja. Aber noch zu Lemmerwerke-Thema. Also,
Wien ist jetzt nicht unbedingt die Highspeed-Strecke, ist eine ordentliche Marathonstrecke, wenn man auf die Zeit losgeht. Gerd Hartmann, 1986 hat er den österreichischen Rekord aufgestellt in 2:12:22. Der hat gehalten bis 2009 und dann war Günther Weidlinger in 2:10:47 in Frankfurt deutlich schneller. Erleben wir heute eine echte Sensation, dass dieser Rekord fällt, der ja, jetzt seit 10 Jahren fast steht und unangefochten in der österreichischen Bestenliste ist. Interessiert mich fast noch mehr als die Siegerzeit von Vincent Kipchumba, die wir natürlich aber auch würdigen wollen, denn in Kürze ist der Kenianer im Ziel. 15. kenianischer Sieg, der lange nicht so klar war, vor allem durch Tadesse Abraham, den Schweizer. Kommen die Halbmarathonläufer herein, auch immer schön zu sehen. Die Begeisterung dann für den Topläufer, das kriegt man ja auch selten hautnah mit, vor allem wenn man selbst in diesen Rennen mit dabei ist, was da in der Spitze möglich ist. Also die Siegerzeit wird sich knapp um 2:07:00 abspielen, so wie es jetzt ausschaut. Knapp drüber, knapp drunter, wenn er jetzt genau seine Pace hält. Beim Kedema ist es so, dass er jetzt bei Kilometer 40 1:10 unter seiner anvisierten Zeit von 2:11:30 ist. Das heißt, da reden wir von auch einer Zeit von unter 2:10:30. Also das ist schon so, wie ich gesagt habe, dieser Tag der Tage für den Männersieger, für den besten Österreicher. Die anderen Österreicher wissen wir jetzt nicht, wie sich die Zeit lang nicht im Vergleich zum persönlichen Bestleist entwickeln, aber auch für die beste Dame. Also da geht vieles auf heute. Sehr erfreulich. Und man kann es nicht oft genug betonen, was alles schuld sein kann, dass es in einem Marathon nicht funktioniert. Einmal falsche Verpflegung, einmal keine Verpflegung, in den Wind kommen, keine Tempomacher haben. Also bei diesem hohen Niveau kann viel dagegen sprechen. Aber heute spricht viel dafür, angefangen von Vincent Kipchumba, spricht dafür, dass der in Kürze den Vienna City Marathon 2019 gewinnen wird. Noch 400 Meter. Rekordzeit 2:05:41 ist nicht möglich, aber da vorne, da hat er schon das Ziel vor Augen und die zweitbeste je gelaufene Zeit, 2:06:58 in Wien von Henry Sugut beim Sieg, die ist in Gefahr. Und er wird unter 2:07 laufen, bin ich ziemlich überzeugt. So, jetzt gibt es einen kurzen blauen Teppich, dann gibt es einen etwas längeren gelben Teppich für den Sieger des Vienna City Marathon 2019. 28 Jahre alt, erster großer Sieg für Vincent Kipchumba. 2:10:32 ist Geschichte, das ist seine Bestleistung. Die neue wissen wir in Kürze. Riesenstimmung hier vor dem Rathaus und Burgtheater. Vincent Kipchumba! Na? Der Sechser wird bestehen bleiben. 2:06 im Detail sagen wir Ihnen, aber es wird die zweitschnellste Zeit sein, die je in Wien gelaufen wurde. 2:06:52:53 in der Gegend. Großartig und genauso großartig der Zweitplatzierte, der gleich hereinkommen wird. Tadesse Abraham in seinem zweiten Marathon in diesem Jahr. Schneller als in Dubai. Europas Bester aus der Schweiz. Es hat sich gelohnt, dass er hierher gekommen ist. 2:07 und etwa 20 Sekunden. Das ist die ab heute viertschnellste Zeit, die je in Wien gelaufen wurde. Also an einem anderen Tag gewinnt er hier. Ganz locker, wenn es nicht den Kipchumba gegeben hätte. Vor ihm. Der sensationelles Rennen geliefert hat, Initiative ergriffen hat und das Ding sehr souverän heimgelaufen hat. Wir haben uns beide erhoben angesichts. Da steht man auch. Bei so einer Leistung hält es uns nicht auf den Sitzen. Offizielle Zeit 2:06:56, also damit knapp wirklich schneller als Henry Sugut, Sieger Vincent Kipchumba. Da kommt der Drittplatzierte herein, auch der ist noch ziemlich allein. Einzelne Athleten, die sich da jetzt auf der Ringstraße dem Ziel nähern. Und es wird nicht lang dauern. Und dann gibt es vielleicht die Leistung des Tages aus österreichischer Sicht. Dritter Platz jedenfalls für Solomon Mutai, dem Meisterschaftsläufer, der bei WM und Olympia immer ganz besonders auftritt. Damit ein Athlet aus Uganda in den Top 3. Norbert Kettner, Direktor des Wien Tourismus, gemeinsam mit Gerhard Prater.
Ja, wie gesagt, die ersten fünf, vorausgesetzt natürlich, in ihrem Land gibt es nicht noch bessere, was in Kenia natürlich schon der Fall ist, hätten mit einem Top-5-Platz die Olympia-Qualifikation sicher. Wir werden aber heute unglaublich viele persönliche Bestleistungen sehen. Also wenn man hier sieht, wir sind immer noch unter 209. Raymond Choge, Nummer 7, er wird Vierter in etwas, ja, knapp unter oder über 209. Bestleistung. So, Platz 5 geht an Henry Chirchir. Der läuft auch im Bereich Bestleistung. Die laufen alle Bestleistung. Der hat ja 209,24. Also ich sage, das ist... Nächster. Brimin Misoy aus Kenia. Und dann wird bald ein Österreicher auf der Zielgeraden auftauchen. Da ist er. Vor ihm das weiße Begleitauto. Lämmerwerk Thema sehr, sehr früh. Früher als gewünscht, ohne Tempomacher unterwegs. Es war kein perfektes Rennen von den Rahmenbedingungen. Probleme mit der Nahrungszufuhr, das Kapperl irgendwie dann einmal auch im Weg. Top 10 weiß ich nicht, wir haben jetzt doch noch einige Athleten vor ihm, aber das Wichtigste ist die Zeit. Jetzt sind 2 Stunden 10 Minuten um. Er ist am blauen Teppich. 2:10:47 ist der Rekord von Günther Weidlinger. 10 Jahre alt. Schafft Lämmerwerk Thema hier in Wien einen neuen Marathonrekord. Noch eine halbe Minute gibt es für ihn. Der fliegt. Jetzt wird es richtig, richtig laut hier. Lämmerwerk Thema 2:13:22 hat er mitgebracht. Wie viel nimmt er mit? Was nimmt er mit aus Wien? Wolfgang Konrad feuert an, denn jetzt gibt es wirklich hier einen historischen Marathonlauf. 2:10, nicht einmal 40 vorbei. Österreichischer Rekord für Lämmerwerk Thema. Und ganz nebenbei, willkommen in Tokio 2020 bei den Olympischen Spielen. Phänomenal. Schön dabei gewesen zu sein. Ja. Bei diesem Rekord. Hut ab. Wirklich sensationelles Rennen von ihm. Wie früh der Kerl alleine war. Aber wie gesagt, das kann er, der kann von vorne weglaufen, hat auch unglaubliche Kilometerzeiten jetzt noch hingelegt zum Schluss. Man hat gesehen, wie der den überholten Läufer hier überflogen hat praktisch. Mhm. Ja. Und ganz, ganz speziell und herzliche Gratulation zu dieser Leistung. Es wird ein paar Sekunden dauern, bis wirklich die hochoffizielle Zeit in Sekunden hinten auch erscheint. Aber ich denke, es ist genug Puffer gewesen, um den Rekord des ÖLV-Lauftrainers Günther Weidlinger zu pulverisieren. Platz 11 inoffiziell einmal für Lämmerwerk Thema in der Wien-Rechnung, in der Wien-Ergebnisliste. Da gratuliert auch Tadesse Abraham. Ja, zwei Athleten mit einer ähnlichen Lebensgeschichte wahrscheinlich. Super. Wird nicht mehr lang dauern und wir schauen auf Valentin Pfeil. Thema offiziell 2:10:44. Es sind 3 Sekunden schneller als der österreichische Rekord gestanden hat. Der Valentin ist schon auf den letzten 200 Metern, nähert sich gleich dem gelben Teppich, wie wir hier aus der Kommentatorenbox sehen. Auch von ihm eine Riesensteigerung. Wahnsinn. Valentin Pfeil. Ja. Super Rennen. Das heißt, das der 30-Jährige aus Steyr, der seit Jahren in Wien gelebt hat, oder lebt eigentlich, in Neuseeland vorbereitet, neue Wege gegangen. Valentin Pfeil. Vor 2 Jahren hat er den letzten Marathon beendet bei der WM in London. Hier qualifiziert in 2:14:50. Und was rennt er da für eine super Zeit? 2:12. Und um die 50 Sekunden, bravo Valentin Pfeil, aus dem Training heraus, muss man sagen. Viel Ungewisses. Und was mir jetzt richtig taugt, da steht der Tadesse Abraham, der beste Europäer, und holt die Österreicher ab. Ja, das Team Marathon Austria liefert Valentin ab, muss man sagen. Mich freut es auch sehr wirklich für die Herrschaften da im ÖLV, die vorausgeliefert haben. Gregor Högler, Helmut Baudis und das ganze Team haben vertraut an diese Athleten, haben ihnen vorher schon die Zusage gegeben, dass sie ein Team bilden um sie, heißt Unterstützung für ihre Wettkämpfe. Gott sei Dank hat man sich gefunden und auch
die ganze Truppe hier in Wien an den Start gebracht. Und jetzt wird man hier wirklich überschüttet mit Belohnungen. In sportlicher Hinsicht. Also Valentin Pfeil, das war auch sagenhaft. 2 Minuten verbessert. Der arme Kerl, der aufgegeben hat in Berlin und deshalb nicht so wie Peter Herzog und Lemmerberg Kedema und Christian Steinhammer eine historische Bronzemedaille in Empfang nehmen durfte damals. Peter Herzog, Bestleistung 2:15:29, der ist auch schon in der Nähe des Ziels. Bei ihm wird es allerdings eine knappe Geschichte. Aber allemal, du wirst mit 2:15:16 drittbester Österreicher, hatten wir noch nie. Offizielle Zeit für Valentin Pfeil 2:12:55, ja, damit fast wirklich exakt um 2 Minuten verbessert. Ja, das ist jetzt eine Plattform, ein Rahmen, der halt unbeschreiblich ist. Das heißt, da hat man wirklich Gänsehaut als Läufer und man sieht wieder Lehmer wirklich wieder noch, wie der noch fit ist. Dann hörst du die Bilder vom letzten von Berlin, wie der Kipchoge danach rumgesprungen ist und alles Mögliche. Jetzt hat Valentin Pfeil übrigens seinen Trainingspartner Hideyuki Kegami angefeuert. Den hat er heute klar hinter sich gelassen. Der kommt jetzt ins Ziel. Wir erinnern uns, der ist mit Kedema mitgelaufen lange Zeit. Und Valentin Pfeil hat sich nicht umsonst 3 Monate ans andere Ende der Welt begeben, nach Neuseeland. Das ist natürlich schon eine große Bereitschaft, sich punktgenau vorzubereiten. Ich kann dich beruhigen, zumindest er hat deine Bestzeit nicht unterbieten können, 2:12:43. Ich hätte es ihm gegönnt. Ich hätte es ihm wirklich gegönnt. Ja, jetzt kommt der Peter Herzog ins Ziel. Ich habe es beim Intro angesprochen, es ist nicht für jeden immer alles drinnen. Ja, das heißt, der Peter wird sich keine persönliche Bestzeit nicht auskennen, er wird in den Bereichen laufen. Wie er schon gelaufen ist, wie er auch jetzt in Berlin performt hat. Und da ist ihm nicht heute alles aufgegangen, aber trotzdem eine sehr solide Leistung von ihm. Und ja, auch er wird sich freuen. Ja. Starke Leistung. 2:16 und etwa 12, 13, 14 Sekunden in etwa für Peter Herzog. Da ist er im Bereich seiner Bestleistung, aber knapp drüber. In Wien ist er gelaufen. Und vorher auf Platz 10. Ja, das sind einzigartige Bilder. Nehmen wir es nicht als selbstverständlich an, was da passiert ist. Einen neuen österreichischen Rekord haben wir gesehen. Eine Supermännerentscheidung. Valentin Pfeil mit einer Wahnsinnszeit wird hiermit zum 5. schnellsten Österreicher aller Zeiten auf der Strecke. Der ist ja auch noch jung im Marathon. Der hat erst vor wenigen Jahren gewechselt auf diese Distanz. Wie gesagt, es ist ein 5. Marathon, den er läuft. Der erste seit fast 2 Jahren, den er auch hier hinbringt. Auch einer, der es wirklich jetzt mehrmals bewiesen hat, dass er leiden kann, dass er bereit ist, da hinzugehen. Hohes Risiko zu nehmen. Wir haben es am Anfang angesprochen, Michael. Der hat riskiert, genauso wie Lemmerberg Kedema. Ja, die haben also heute wirklich ihre Chance genutzt. Und es war so spannend, auch den Valentin zu sehen, wie fokussiert er war. Ja, also ich habe mit ihm letzte Woche relativ oft geplaudert. Wir wollten noch mit ihm eine Geschichte machen. Dienstag hat er zu mir gesagt, Michael, ich möchte noch ein Wochenende, mach alles mit mir. aber bitte lass mich ihn vorher. Ich bin gerade erst zurückgekommen. Er ist erst vor 8 Tagen aus Neuseeland zurückgekommen mit dem Zeitverschiebung etc. Und er hat heute, ich meine, das ist ein Riesensprung, diese 2 Minuten. Und freue mich wirklich riesig für ihn, weil ich war in Berlin letztes Jahr dabei, ein ganz ein schweres Jahr mit dem Nicht-Antreten, mit der Verletzung, wenn man auch nicht genau gewusst hat, operieren, ja, nein, es hat so viele Meinungen gegeben, er hat gesagt, nein, ich mache das konservativ und ist seinen Weg gegangen und hat auch trainingstechnisch ganz neue Wege beschritten, muss man sagen, und wurde heute dafür belohnt. Damit runter zum neuen
Und eines muss man sagen, bevor wir uns jetzt exklusiv danach Nancy Kiprop und ihrem dritten Wien-Sieg widmen, das Olympia-Limit steht bei 2:11:30. Wenn man 2018 als Maßstab hernimmt, sind das ungefähr bereinigt, um die Nationen eben mit maximal 3 Startern, ca. 40 Läufer, die überbleiben. Vielleicht sind es 50, weil im Olympia-Jahr nächstes Jahr dann vielleicht die Leute dann noch mehr investieren in eine super Zeit. Aber du kannst vielleicht mit 2, 12, 55 sehr hoch kalkulieren, dass du dabei bist. Am Ende, natürlich ist keine Garantie, aber am Ende unter den besten 80 für Tokio zu sein. Ich glaube, dass er Chancen hat. Ich schließe jetzt natürlich nicht aus, dass er mit dem Bewusstsein und diesem Lauf im Petto, also es ist natürlich dieses Warten, ich bin zweimal Olympischen Marathon gelaufen, war zweimal nicht unter den besten 100 von der Nennungsliste, mit meinen 2:12, 58, 56 und das kann sich natürlich ausgehen, aber er wird warten müssen. Mhm. Ja, Nancy Kiprop, die auch dem Ziel entgegenstrebt. Das wird ein super neuer Streckenrekord bei den Damen und hat jetzt diese leichte, schwierige Phase jetzt noch, wo es Richtung Hofburg ansteigend die Ringstraße hinaufgeht, aber die liefert hier ein sensationelles Rennen ab. Sie wird in Kürze beim Burgtheater sein. Da wird übrigens heute Hiob von Josef Roth gegeben. Aber wir haben hier keine einzige Hiobsbotschaft bis jetzt, sondern lauter hervorragende, erfreuliche Ergebnisse lesen dürfen und sehen dürfen. Hält der Streckenrekord von Maura Viceconte. Ich sag's noch einmal, leider Gottes hat sich die Italienerin im Februar das Leben genommen. Ja, eine schwere Krankheit wird da kolportiert. Also das heißt, sie ist nicht mehr hier auf der Welt, um eventuell das mitzuerleben, wie Nancy Kiprop jetzt den Wien-Rekord entreißt. Das ist das Traurige oder das irgendwie Negative an der ganzen Situation hier. Ja, Nancy Kiprop wird ja heuer im Juli 40. Also eine sehr erfahrene Läuferin schon. Man sieht auch, dass man in dem Alter einfach wirklich noch absolute Top-Leistungen bringt und auch Bestleistungen laufen kann. Ja, sie ist auch zweifache Mutter. Also sie hat ja zwischenzeitlich auch durchaus mal schon Pausen in ihrer Karriere gehabt. Hat dann auch noch viele adoptierte Kinder. Also ist eine Athletin, die sich das wirklich verdient, auch mit ihrem Engagement für die Schule. Also da weiß man, wo das Preisgeld investiert wird, nämlich in neue Klassen für die Schüler in ihrer Heimat in Kenia. Es gibt da keine ganz, ganz großen Millionensummen natürlich für so einen Marathonlauf, aber 15.000 Euro für den Sieg, Streckenrekord, ist nochmal was wert, 25.000. Also es lohnt sich für Nancy Kiprop hier noch einmal alles zu geben, wenn sie es in Schulklassen und Schülern umrechnet, was ihr hier an einer Prämie winkt. Also eine hochinteressante, großartige Athletin. Wir blicken dann natürlich auch noch, wie geht's Eva Wutti, was ist mit Christian Steinhammer, der hoffentlich auch noch das Ziel erreichen oder erreicht haben sollte, wir wissen es nicht. So, die 2:20 wird nicht unterboten, wie es zwischenzeitlich ausgesehen hat. Letztendlich ist sie jetzt doch mit der Kilometerzeit rapide nach oben gegangen, aber klar, sie läuft da jetzt wirklich schon die ganze Zeit alleine, inklusive Tempomacher natürlich, aber in keiner Gruppe. Aber jetzt kommt es ja für die letzten reichen, 400 Meter, also wir werden wahrscheinlich eine Siegerzeit sehen von knapp über 2:22, um die 2:22 und das ist schon eine Riesensteigerung auch bei hier und in dem Fall im Damenrennen und was den neuen Streckenrekord betrifft. Streckenrekord garantiert, Bestleistung 2:22:46 von Frankfurt aus dem Vorjahr. Möglicherweise auch. Ist eine Frau auf diesen 42 Kilometern und
Frankfurt gilt ja als extrem schnelle Strecke. Das heißt, sie kann hier ihre Bestleistung von Frankfurt auf jeden Fall toppen und sensationelles Rennen vom ersten bis zum letzten Meter. Und das ist die erste Dreifachsiegerin jetzt. Ja. Und sie hat. Ja, sie wird in die Geschichte eingehen. Sie ist nicht nur in Kürze die schnellste Athletin, die je in Wien gelaufen ist. Sie ist die erste Dreifachsiegerin. Das sogar hintereinander. Nancy Kiprop am gelben Teppich. Das heißt nur noch ein paar Sekunden für sie. Und nach der zweit- und viertschnellsten Zeit bei den Männern in der Wien-Geschichte, in der 36-Jährigen, gibt es jetzt die schnellste Zeit überhaupt. Und zwar gar noch eine persönliche Bestleistung. 2:22 und ein paar Sekunden für Nancy Kiprop. Gratulation. Wow. Jetzt wird schwierig, schon langsam die Highlights einzuordnen in der Wertigkeit. Wahnsinn. Ja, das hätten wir gern eines davon jedes Jahr, oder? Jetzt kriegen wir einen österreichischen Rekord, einen Streckenrekord bei den Frauen. Zwei Riesenzeiten von den Männern. Valentin Pfeil. Es ist jetzt noch zu früh, im Resümee zu ziehen. Ja, ja. Wir haben natürlich das, was wir uns vorher schon so ein bisschen beim Intro gesagt haben, wir haben ein super Damenrennen gesehen mit Streckenrekord. Wir haben ein sehr spannendes Männerrennen gesehen, wo es um einen Sieg ging. Wir haben zwei von vier österreichischen Läufern gesehen, die wirklich sensationelle Leistung gebracht haben. Und ja, da ist alles drinnen heute. Es war ihr Ziel und heute hat sie es geschafft. So wie 40.000, über 40.000 andere. Ich denke, wir haben schon Lehmerwerke-Thema bereit, den neuen österreichischen Rekordler bei Oliver Polzer, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Gratulation zu dieser Leistung, zum neuen österreichischen Marathon-Rekord. Gebe ich natürlich sofort weiter die Glückwünsche. Herzliche Gratulation zu einem großartigen Rennen, über das wir natürlich gerne ein bisschen sprechen wollen. Jetzt, wie geht es Ihnen so ein paar Minuten nach dem Marathonlauf? Vielen Dank heute. Es war unglaublich und schön. Ja, das Wetter war auch sehr schön gewesen und ja, ich bin heute sehr, sehr glücklich. Schöne Atmosphäre, unglaublich und ja, es ist wunderbar. Wann in diesem Rennen haben Sie denn gespürt, dass heute viel möglich ist? Ja, ich habe schon auch gestern beim Interview gesagt, wenn das Wetter war, es ist, wenn das Wetter schön ist, alles möglich und ja, ich habe schon Glück gehabt heute, wir haben schon das geschafft. Hier sind schon Läuferinnen und Läufer gesessen, die haben weiter erledigter ausgesehen als Sie. Also Sie wirken ja fast entspannt. Wie geht es Ihnen? Ja, es ist ein bisschen bis 25 Kilometer. Es war mein Tempo, es war gut gewesen, aber leider heute meine zwei Pacemaker sind ganz schwach geworden. Ja, und dann auch beim 32 Kilometer und dann beim 35 Kilometer, ich habe schon meine Getränkflasche verloren. Das ist auch viel Kost, aber ja, ich habe schon heute großes Glück. Ja, es wäre heute möglich unter 2:10, aber trotzdem, ich bin sehr, sehr happy. Bessere Pacemaker, keine Probleme mit dem Getränk. Können Sie daraus schließen, dass vielleicht sogar noch mehr gegangen wäre? Oder haben Sie es trotzdem geschafft, das Limit zu laufen? Ja, es ist möglich ein bisschen. Es ist zwei Stationen, heißt, es ist viel Kost. Beim 30 und dann 35 Kilometer, es wäre sehr, sehr wichtig. Und ja, aber es passiert auch im Sport. Wissen Sie schon, warum? Ich weiß nichts, vielleicht, keine Ahnung, ich habe versucht, es ist kein Flasch mehr und dann ich habe eine eigene Radperson gehabt, aber ich habe beim 30, 35 Kilometer habe nichts gesehen, ich habe schon links, rechts geschaut, aber es ist niemand ist da. Ja, Sie waren heute ganz offensichtlich einfach für alle zu schnell. Olympia-Qualifikation auch geschafft, was bedeutet das für Sie? Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig und das war auch mein Goal und ja, heute ist es unglaublich, ich habe schon alles das geschafft. Nachdem Sie das alles geschafft haben, was heißt das jetzt auch für die nächsten Monate, auch hin dann bis zur Olympia? Ändert das was an Ihren Plänen? Bis Olympia, ich habe noch viel, viel Zeit. Es kommt schon auch WM 2019 in Doha. Aber vorher auch, ich möchte machen auch 2 Halbmarathon. Vielleicht
ist möglich auch ein neues Österreich-Streik-Rekord machen. Aber jetzt ist ein bisschen zwei, drei Tage ruhig und dann ich werde auch meine Betreuer Harald und dann ich habe auch einen äthiopischen Trainer. Ich möchte auch noch mal reden und dann Zukunft auch. Ich muss planen das. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr mit Ihnen. Nochmal herzliche Gratulation. Danke. Vielen Dank. Eine Ansage, 1:01:42 ist der österreichische Rekord im Halbmarathon, auch gehalten von Günter Weidlinger. Jetzt hat er es auf den abgesehen. Machbar, oder? Ist legitim, glaube ich, jetzt, nach dem, was er hier gezeigt hat. Ja, was heißt das jetzt wirklich? Jetzt weißt du, dass du im Sommer 2020 fix bei Olympia dabei bist. Ich weiß schon, da gibt es noch die Nominierungsmodalitäten, aber wie soll man den nicht nominieren, ja, bei der Leistung? Also grundsätzlich ist die Leistung erbracht. Aber schauen wir zuerst einmal die zweitbeste Frau an im Ziel. Angela Tanui aus Kenia. Vor zwei Jahren war sie Fünfte bei ihrem Debüt in Wien. Jetzt ist sie Zweite. Hinter Nancy Kiprop. Ja, Michael, nochmal die Frage, eben, was heißt das für einen Athleten, eineinhalb Jahre quasi fast vorher planen zu können? Es wird dann eigentlich vom Verband und vom ÖOC irgendeine Bestätigung verlangt, wobei der Lehmer ja definitiv auch nächstes Jahr weiterlaufen wird und auch einen anderen Marathon laufen wird, aber du hast einfach deine Ruhe, du weißt genau, du bist doch jetzt im Fördertöpfen drinnen, weil du im Olympiakader bist, du hast einfach jetzt einen Plan, wie die nächsten eineinhalb Jahre weitergehen können, wirst da keine Sorgen machen müssen und hast keinen Druck. Schlimmste ist ja, wenn du dich im Olympia-Jahr noch qualifizieren müsstest oder dieses Zuwarten. Ich bin immer für den Olympischen Marathon vier Wochen vorher, spät vorher nominiert worden. Ja, also das ist das, was dann nicht wirklich lustig ist. Maureen Chepkemoi, die 20-jährige Kenianerin, ist Dritte im Ziel. Wir haben eine Zwischenzeit für Eva Wood, die 2:26:14 bei Kilometer 40. Das heißt, sie sind ein paar Sekunden über Kurs 2:34. Und jetzt ist Martin Lang hautnah dort bei ihr. Wie schaut's aus? Ja, sie läuft ja. Kurzer Blick auf die Uhr, sie hat das mitbekommen. Ihr Tempomacher läuft durch, sie kommt jetzt in Kürze zur Oper. Da wird es dann furchtbar laut, da kommt die Anfeuerung noch dazu, aber man sieht sie auch ein bisschen an. Der Kampf hat im Prater begonnen, aber sie hält wirklich sehr, sehr tapfer durch. Ein wirklich starkes Rennen von der Kärntnerin heuer, eigentlich eine souveräne Leistung. Geschwindigkeit dazwischen von der Laufgeschwindigkeit her von 18 auf 15 km/h kurz zurückgefallen. Aber dank ihres Schrittmachers läuft sie hier dann dieses Rennen auch relativ mit Kampf top zu Ende. Und wie gesagt, wir sind bei der Oper, da geht die Ringstraße leicht bergauf, aber es wird eine tolle Leistung. Und wir haben ja gezählt, ihr Trainer, mein belgischer Fahrer, der Stefan, sie ist auf Platz 6. Also wir haben keine Läuferin mehr eingeholt und in der Portaukalle war das leicht zu zählen. Der letzte Kilometer für Eva Wotti in Wien 2019. Tja, Platz 6, das ist natürlich fast ein bisschen bitter, denn die ersten 5 haben auch die Olympia-Qualifikation bei einem Gold-Label-Marathon wie Wien für Tokio dann schon fix. Also um einen Platz dreht sich's da für Eva Wutti, die trotzdem hier wahrscheinlich eine klare Bestzeit hinlegen wird. Ihr Ziel war 2:34, das ist 4 Minuten schneller als beim Debüt und in dem Bereich bewegt sie sich auch. Und auch da gilt, diese Zeit, die steht einmal, die gilt auch für nächstes Jahr. Und da muss man sich auch anschauen, vielleicht ist das dann am Ende schon genug. Sie kann sich natürlich nicht zurücklehnen, denn das Limit liegt bei 2:29:30. Aber in der bereinigten Rechnung dann ist es durchaus möglich, dass mit einer vielleicht guten zweiten Leistung dann auch genug Punkte da sind. Wobei sie trotzdem erst vom Verband und vom IOC nominiert werden muss. Das muss man sagen. Also das wäre jetzt, das sind schon auch am Papier, das sagt, die Kriterien werden eigentlich erfüllt. Ja. Früher war es so, dass die IAF-Norm leichter war und dann die Landesnormen im Prinzip verschärft wurden, was man vorher schon für andere Länder auch angesprochen hat. Und dann muss erst das National Olympische Komitee auch im Endeffekt die Nominierung aussprechen. Das ist ja neu bei IAAF, also bei Leichtathletik, Großveranstaltungen, wie eben dann auch bei Antreten bei Olympischen Spielen, dass es nicht nur eine Zeit gibt, auch eine Zeit, aber es gibt eben ein Punktesystem. Du kriegst zum Beispiel für einen österreichischen Meistertitel 45 Punkte. Das ist ungefähr gleichbedeutend wie Platz 7 oder Platz 6 und 7 in etwa in Wien. Das heißt also, der Meistertitel ist sehr viel wert
und kann dann eben in die Gesamtrechnung hineinfallen. Es wird ein Schnitt aus den zwei besten Resultaten, Marathon oder Halbmarathon, hergenommen. Es ist ein bisschen kompliziert, die Geschichte, deswegen kann man sich auch nur dann festlegen, wenn man so wie Lehmerwerke-Thema klar unter dem Limit bleibt, dann ist die Sache tatsächlich fix erledigt. Wobei sich mir schon die Frage stellt, warum macht man das? Ja. Es war eigentlich im Marathon, ob dort jetzt 80 oder 120 am Start stehen und ins Ziel einlaufen, war bis dato meines Wissens nicht das Problem. Man hätte früher sagen können, das ist die Norm, die gibt es auch weiter. Das Ziel ist ja auch, so viel wie möglich Nationen an den Start zu bringen. Es hat ja in der Vergangenheit auch eben über die 100 Meter, auch im Schwimmen hat es einen Bewerb gegeben, wo halt sehr viele, man hat sie dann Exoten genannt, auch mit antreten dürfen, damit man auch wirklich vielen Nationen die Möglichkeit gibt, auch Teilnehmer zu den Olympischen Spielen zu entsenden. Und der Marathon war natürlich auch so ein Bewerb, wo viele Nationen einen Starter geschickt haben und man hier wirklich doch an die 100 und 150 Nationen dabei gehabt hat. Und das finde ich sogar ein bisschen schade eigentlich. So, jedenfalls wird Eva Wuth ihren zweiten Wiener City-Marathon beenden. Und sie wird ihn schneller beenden als ihren ersten im Vorjahr. Ist teuer auch. Halbmarathon-Bestleistung gelaufen im Februar in Spanien, 75,49. Und jetzt gibt es für die auch eben noch sehr junge Marathonläuferin ziemlich genau eine Punktlandung auf 2 Stunden 34, wie sie sich vorgenommen hat. Also das ist auch eine Qualität, oder Michael? Wenn man noch wenig Erfahrung ist falsch, denn sie ist Marathons gelaufen im Rahmen von Triathlon, Ironman-Veranstaltungen, da ist sie um die 2,51 in etwa immer gelaufen, also das weiß sie schon. Aber in dem Tempobereich eben ist das schon auch vielleicht eine Kunst, so gut hinzukommen dann, natürlich mit Hilfe. Es ist wichtig zu wissen im Vorfeld, wie das Leistungsvermögen ist. So wie am Lehmann gesagt, aus den Trainingsleistungen, die ich gehabt habe, weiß ich, ich kann unter 2,11 laufen. Und genauso der Valentin, der hat gesagt, ich habe so gut trainiert, ich habe besser trainiert als zuvor. Mhm. Ich kann es aber, sonst kannst du nicht im Prinzip jetzt den Halbmarathon so anvisieren, wie es die drei heute gemacht haben mit den klaren Vorgaben. Und wie gesagt, wir sehen, wenn wir jetzt wissen, dass der Steinhammer Christian ausgestiegen ist, es ist halt nicht immer alles eitel Wonne im Marathon, es kann einfach einiges passieren. Und ja, das ist das Leben des Sportlers und das ist manchmal mit Erfolgen und Glück und allem belohnt und manchmal eben auch nicht. So, wird sie noch belohnt mit einer 34er Zeit. Es wird knapp werden. Der Weg ist schon noch ein Stück hin. Also es wird knapp drüber sein, aber fast punktgenau muss nicht sein. Es ist jetzt keine Limitzahl, 2 Stunden 34. 2,36 ist das WM-Limit. Auch wenn für sie Olympia im Mittelpunkt steht. Gratulation, Eva Wuth, die WM-Limit locker geschafft und eine erste große Richtmarke in Richtung Tokio abgegeben mit persönlichem Rekord von knapp über 2 Stunden 34. Also da wären die anderen Teammitglieder von Team Österreich, Katharina Zipser, die ja verletzt ist, oder auch Stefan Listerbart, Christian Robin, sicher auch mit Freude hinschauen, anfeuern und vielleicht selbst dann auch mal ihr Glück versuchen, wieder beim nächsten Mal. So, jetzt heißt es mal erholen für Eva Wuth. Glückwunsch auch an Sie. Es ist viel aufgegangen für das österreichische Marathon-Team heute. Und natürlich auch für Vincent Kipchumba, den wir jetzt hören dürfen, den Sieger von Wien. Ja, der Wien-Sieger also hier bei mir. Congratulations, your first marathon victory. What does that mean to you? Was heißt es für Sie, den ersten Marathon gewonnen zu haben? How did you feel today? How was your race? Tell us a bit about your tactics and your race. The race was a bit tough, but I was concentrating. Ein wenig hart, aber ich habe mich gut konzentriert. Und bin meine Bestleistung gelaufen. Was war das Schwierige? Dass wir sehr starke Gegner hatten untereinander. Okay. Did you personally have any problems during your run? Hatten Sie persönliche Probleme? Nein, nie. Everything good. It was good, but you know. Ja, es war ein sehr gutes Rennen ohne Probleme. Aber ein normales Marathonrennen ist schon sehr, sehr hart. Man muss sich dann wirklich konzentrieren darauf. But conditions were very good today. Weather? Weather condition was good. Is this result for you some kind of a surprise, or could you expect? Waren Sie überrascht von dem Ergebnis? No, I was not expecting to run 2:06.
Is it because of the track, because of the weather, because of your shape? Ja, ich hatte nicht erwartet, 2:06 zu laufen, aber vielleicht ist es an meiner Form gelegen und dem Wetter. Okay. Yeah, and also concentration. Okay. Konzentration. Yeah. What about your next goals? Was sind die nächsten Ziele? By now I don't know, but we are going to plan with my coach and also by Ich werde mit meinem Trainer planen und mit dem Management, okay, wie thank wir you weitermachen. Very much and enjoy the party maybe out there. Thank you. Thank you very much. Ein etwas wortkarger Sieger, Vincent Kipchumba. Aber dafür hat er die Beine sprechen lassen. Ich glaube, so wie er selber sagt, er ist auch überrascht, was da heute passiert ist. Er ist noch immer konzentriert. Ja, ich meine, das sind die Reden von 3,5 Minuten, die sich der junge Mann hier verbessert hat. Also das ist schon ein Riesending. Ja, der ist mit 28 in einem sehr, sehr jungen Marathonalter. Das kann noch gut 10 Jahre so weitergehen, wenn er fit und gesund bleibt. Natürlich schon eine schwere Belastung, so ein Marathon. Aber dann heißt es auch wahrscheinlich jetzt lang und gut erholen. Daher kann man auch wahrscheinlich im Schnitt nicht mehr als einen pro Halbjahr laufen. Da muss man sagen, wenn man jetzt vergleicht hat, der ist ja Abraham, der ja doch nicht so weit hinten war. Aber der Sieger ist halt annähernd in die Bereiche jetzt der Bestleistung gelaufen und der Abraham hatte eben diesen Dubai-Marathon in den Beinen. Ja. Da fehlen halt einfach dann diese letzten Reserven, um da noch eins zuzusetzen und das hätte er heute machen müssen. Und da muss man sagen, Riesenleistung vom Abraham, da wie gesagt innerhalb von 3 Monaten jetzt nochmal sowas abzuliefern. Aber es hat ihm dann nicht gereicht, um da jetzt wirklich noch um den Sieg ganz, ganz vorne da mitzulaufen. Wir haben Eva Butti gesehen auf ihrer kleinen Ehrenrunde. Ja, so gut wie sie. Sechste bei einem Werner City-Marathon war zuletzt Andrea Meyer 2010. Die hält ja auch den österreichischen Rekord in 2:30:43. Also da ist Eva Butti weit weg. Aber sie ist die 8. beste Österreicherin mittlerweile in der Geschichte. Und das bei ihrem zweiten Marathon. Kann noch viel folgen natürlich für die 30-jährige Umsteigerin vom Triathlon. Partymeile am Rathausplatz und für viele geht ja die Party noch weiter, auch für uns natürlich hier. Sind die Batterien noch nicht entleert, wir müssen noch für, oder dürfen, knapp 2 Stunden den Marathon verfolgen. Ja, nachdem jetzt die Elite im Ziel ist, jetzt die Bilder der tausenden Hobbyläufer, die jetzt hier ihren Halbmarathon oder auch ihre Staffel beenden und hier der Blick auf das wirklich wunderschöne Wien. Wunderschön, wunderschön, aber kurz hat Valentin Pfeil Wien gesehen, nämlich nur 2 Stunden, 12 Minuten und 54 Sekunden. So schnell wie nie ist er durch seine aktuelle Heimatstadt gelaufen. War sicher schön, nehme ich an. Ja, eilig hat das gehabt, die Gesteigerung. Ich nehme mal an, nach den schwierigen letzten Monaten ist das eine unglaubliche Genugtuung, oder? Ja, was heißt Monate? Es waren fast 2 Jahre, seitdem ich hier das letzte Mal gesessen bin. Und für das ist unglaublich, endlich mal wieder mit so einem positiven Ergebnis aufwarten zu können. Marathon ist halt auch so, dass es halt über weite Strecken manchmal sehr zäh sein kann. Getan zu haben, wie ich mir das vorgenommen habe und bin heute überglücklich. Wie sehr war zu erwarten, dass Sie so einen großen Schritt machen, dass Sie Ihre persönliche Bestleistung um knapp 2 Minuten verbessern? Insgeheim habe ich mir das schon so in die Richtung erhofft, vielleicht schon früher, vielleicht letztes Jahr auch schon, dementsprechend war ich auch die letzten Monate oder auch das letzte Jahr ein bisschen desperater, weil es mir einfach noch nicht gelungen ist, das umzusetzen, was vielleicht manchmal im Training schon sich angezeichnet hat und heute ist es endlich aufgegangen. Was war denn auch ausschlaggebend dafür? Natürlich die Vorbereitung ist ja ganz klar, das ist das Um und Auf, aber auch am heutigen Tag vom Rennverlauf, von den Bedingungen. Wann an diesem Tag haben Sie vielleicht auch das erste Mal gespürt, heute geht das? Ja, es sind heute unglaublich viele Faktoren ineinander gegriffen, die einfach für eine gute Leistung verantwortlich sind. Ich habe gemerkt, relativ früh, Tagesform ist super, an der wird es nicht scheitern. Die allgemeine Form war die letzten Wochen und Monate auch wirklich gut und habe gemerkt, okay, bis zum Marathon, ich werde immer besser und besser, komme besser in Form und bis hin zu dem sensationellen Publikum, was da an der Straße gestanden ist. Das hat mich unglaublich bewegt, die vielen Zurufe, auch die persönlichen Zurufe. Vielen Dank an dieser Stelle auch an bekannte Gesichter, aber auch unbekannte Gesichter, die mich da angefeuert haben. Ich habe versucht,
so ruhig und souverän diesen Marathon zu laufen, aber die vielen Zurufe haben mich dann doch immer wieder ein bisschen rausgerissen und ich habe ein paar Mal wirklich Gänsehaut bekommen, ob der guten Stimmung. Lehmann-Berg Ketema hat gesagt, seine Tempomacher waren viel zu früh weg. Wie hat sich das für Sie angefühlt heute? Wie gut waren Sie begleitet? Wie lang? Wo waren die zehn Phasen? Meine Gruppe war von Beginn an relativ klein. Ich hatte zwei Tempomacher und einen spanischen Begleiter. Wir haben dann ein paar Leute vielleicht von vorne noch eingeholt, aber die haben kaum dann unser Tempo aufgenommen, sondern sind gleich nach weiter hinten gefallen. Von dem her habe ich mich in dieser kleinen Gruppe sehr gut auf mich, also ich habe das Positive versucht zu sehen an dieser kleinen Gruppe und habe mich halt viel mehr auf mich selbst konzentrieren können, habe sehr gut meinen Rhythmus gefunden und den bis zum Schluss so ungefähr durchziehen können, wie ich mir das vorgestellt habe. Sind Sie das alles exakt so gelaufen wie vorgenommen? Wir haben gesehen, bei einigen war das Tempo sehr hoch. Wir wissen, bei einigen muss man ein bisschen aufpassen, auch zu Beginn, dass es nicht zu schnell angehen. Wie war es bei Ihnen? Es war von Beginn an sicherlich auf der schnelleren Seite, wie ich mir das vorgenommen habe. Soweit ich es in Erinnerung habe, bin ich, glaube ich, 1:05:45 den halben durchgegangen. 1:06 habe ich so offiziell bekannt gegeben, wäre so die Marschrichtung gewesen. Aber ich habe mich gut gefühlt, habe mich dadurch nicht verunsichern lassen, dass es vielleicht zu schnell sein könnte. Vom Gefühl her, das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass es vielleicht so 3-4 Kilometer zu früh hinten raus um ein Ticken zu hart geworden ist, damit es noch besser werden kann. Das ist das, wo ich hoffe, dann in Zukunft noch besser werden zu können. Abgesehen von diesem Glücksgefühl, das Sie jetzt hoffentlich in großen Mengen spüren, bedeutet das was jetzt auch für Ihre weitere Planung? Das ist jetzt zu früh, darüber sprechen zu können. Ich glaube, ich habe so lange gearbeitet daran, dass ich heute das abliefern kann. Und da möchte ich jetzt nicht schon wieder über das Nächste sprechen, sondern heute mal heute sein lassen und das so genießen. Sie haben aber die Vorbereitung auf diesen Marathon auch ganz anders gestaltet als vielleicht auch früher. Was lernen Sie jetzt daraus? Alles richtig gemacht? Alles richtig würde ich trotzdem nicht sagen, weil man kann immer noch schneller laufen, als ich es heute gelaufen bin. Aber es war schon sehr viel Gutes, was da in den letzten Monaten passiert ist. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in dieser Vorbereitung. Und das gibt mir sicherlich auch Selbstbewusstsein wieder für zukünftige Aufgaben. Wir haben uns sehr mit Ihnen gefreut. Gratulieren nochmal sehr herzlich. Genießen Sie jetzt diese Stunden. Vielen Dank. Ja, schöne Zeit in Wien, anders als in Berlin, Michael, als er ja, abgereist ist, mehr oder weniger als nicht mit Medaillengewinner, obwohl er im Team dabei war, weil er nicht ins Ziel gekommen ist. Jetzt 11 Wochen Neuseeland, vor wenigen Tagen zurückgekommen und dann empfängt ihn der beste Europäer, Tadesse Abraham, und gratuliert ihm dazu, dass er hier der drittschnellste Österreicher in der Geschichte von Wien-Marathons ist. Gerhard Hartmanns Rekord ist hier passiert, leicht andere Streckenführung. Günther Weidlinger war ein paar Sekunden schneller, du warst leider 1-2 Sekunden langsamer, aber ich weiß, du gönnst ihm das, hast auch gesagt. Also auf einer Höhe und natürlich alles überstrahlt vom neuen österreichischen Rekord, den müssen wir natürlich auch dazu rechnen. Lehmann-Berg-Ketema. 2:10, das sind 44. Also ich freue mich wirklich riesig und er hat mir so leid getan letztes Jahr in Berlin. Weil da einfach so viele Faktoren zusammengekommen sind. Ja. Es ist immer die Frage bei einem Marathon, wenn es einmal wirklich sehr früh nicht geht, was macht man, geht man raus? Und in dem Fall hat ja niemand auch während des Rennens gewusst in Berlin, dass es hier um eine Medaille geht, sondern das ist erst im Ziel dann aufgepoppt und das hat ihm wehgetan und du bist dann eigentlich dort mit dabei und siehst, was dort dann abgeht und was auch danach abgeht. Ich habe das am Steinhammer Christian gesehen, der ein Teil dieses Teams dann noch war, was da alles damit verbunden war. Und das war schon bitter für ihn und umso toller, wie er sich aus diesem Ganzen rausgezogen hat. Und das ist so unbezahlbar eigentlich, dass er das heute erleben darf. Kann auch ganz anders laufen, wie man hier sieht, bei den großen Muskelproblemen dieses Läufers, der auch immerhin noch deutlich unter 3 Stunden ins Ziel kommt. Das ist phänomenal stark, aber ein falscher Schritt, ein schneller Schritt und es schießt ein. Ja, wenn die Muskulatur mal nicht mehr so will, dann wird es schwierig. Ja, wie schwierig war es für Peter Herzog, der vielleicht zwar auch zufrieden war, aber eben seine Bestleistung nicht steigern konnte. Ein starkes Rennen, drittbester Österreicher. Heute natürlich ein bisschen in den Schatten gestellt von den Wahnsinnsleistungen der anderen. Aber auch Gratulation für ihn.
Ja, wir gratulieren jedem, der das hier schafft und der so schnell ist wie auch Peter Herzog, der nicht ganz zufrieden ist. Wir haben gerade ein bisschen über die Zeit gesprochen. 2:16:16 ist es letztendlich geworden. Darf ich Ihnen das hier noch überreichen? Ja, wie ist das Gefühl jetzt? Wie ist Ihre Stimmung? Ja, ich sage mal so lala. Natürlich hätte man mehr erwartet. Aber Marathon ist einfach ein Spiegel, den was man vorgehalten kriegt. Und das Training war nicht hundertprozentig im Winter. Und natürlich hofft man immer wieder, dass man muss optimistisch, zuversichtlich in so ein Rennen reingeben, muss ein bisschen größenwahnsinnig sein, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Allerdings, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen gemerkt, dass es nicht hundertprozentig bei den Trainings gelaufen ist. Von dem her hätte ich mir natürlich mehr erhofft. Ich weiß auch, dass einiges mehr noch drinnen steckt. Ich habe es aber heute absolut auf der zweiten Hälfte noch nicht mehr abrufen können. Es ist einfach, der Marathon ist zu früh, zu schwer geworden. Und die letzten Kilometer sind in Wien sehr schwierig und da habe ich dann doppelt kassiert. Aber ich muss sagen, die Teamkollegen haben mich aus der Affäre gerissen, also die motivieren mich doppelt für die Zukunft. Also mit Lemmerwerk, mit Lemmer, der was österreichischen Rekord gelaufen ist, also gefreut mich irrsinnig. Valentin Pfeil, neue Bestzeit, das motiviert mich doppelt und ich denke, in der Richtung, das habe ich auch drauf und für das kämpfe ich weiterhin. Das ist Marathon, das ist der Sport. Es ist beinhart, aber geil. Ein bisschen reden wir trotzdem noch über Ihr Rennen. Schön zu hören, dass Sie die anderen motivieren, aber Sie sagen, die zweite Hälfte haben Sie es nicht abrufen können. Warum? Erste Hälfte zu schnell angegangen, Probleme gehabt. Wir haben ein bisschen das Gefühl gehabt, irgendwann haben Sie einen Ihrer Tempomacher ein bisschen angeschupft. Was war da? Das war eigentlich nur das Zeichen, wir müssen ein bisschen mehr Gas geben. Es hat sich bis Kilometer, bis Halbmarathon 22 wirklich gut angefühlt, muss ich sagen. Aber wie gesagt, also das geht dann schlagartig. Das Rennen ist dann zu schwer geworden. Die Tempomacher sind mir ein bisschen zu früh dann ausgestiegen. Aber ich sage, das sollte jetzt nicht die Ausrede sein, weil ich wäre auch mit Tempomacher, wenn er bis 30 gelaufen wäre, trotzdem jetzt, glaube ich, keine Bestzeit gelaufen oder so. Ich war einfach auf der zweiten Hälfte nicht gut genug. Es hat dafür hat auch das Training nicht ganz so gereicht. Ich bin auch den Schritt jetzt über den Winter nicht gegangen. Ich habe mich die letzten Jahre immer wieder weiter und weiter entwickelt. Das ist mir jetzt einmal nicht gelungen. Das muss ich akzeptieren. Aber ich weiß, also ich habe noch mehr drinnen in mir und ich werde weiterarbeiten. Und ja, Valentin Pfeil und Lemmerwerk KTM motivieren mich doppelt. Training noch nicht so zu 100%. Ich habe hier stehen, eine Lebensmittelvergiftung im Februar. Hat das mitgespielt? Müssen Sie sagen, ich werde das Training auch ein bisschen umstellen? Was lernen Sie jetzt aus diesem Marathon und der Vorbereitung? Wie es der Valentin Pfeil vielleicht in der Pressekonferenz schon gesagt hat, ich habe mir bei den Wettkämpfen dieses Jahr ein Watschen nach der anderen abgeholt. Das, was ich im letzten Jahr gar nicht gehabt habe, ich habe eine Bestleistung nach der anderen gemacht. Und das werde ich vielleicht ein bisschen anders da machen. Dann sind noch ein paar blöde Sachen im Training hinzugekommen, wo ich ein bisschen überzogen habe. Lebensmittelvergiftung, das sind dann alles so kleine Kleinigkeiten, irgendwas ist summierend. Und was einfach am Tag X ist dann, es muss alles perfekt sein, dass man Top-Leistung abrufen kann. Und so ehrlich ist der Sport, aber gleichzeitig, wenn es dann wirklich funktioniert, umso schöner ist dann. Ich sage trotzdem herzliche Gratulation, auch wenn Sie nicht ganz zufrieden sind mit dem heutigen Rennen. Alles Gute für die nächsten Wochen, Monate und Ziele. Christian Steinhammer ist auch schon da. Wir machen vielleicht einen fliegenden Wechsel, traue ich mich fast gar nicht zu sagen. Denn das sind dann schon größere Anstrengungen hier herauf. Unser Podest ein bisschen höher. Christian, erste Frage, wie geht's Ihnen? Nicht besonders gut, muss ich sagen. Also, ich habe sowas eigentlich noch gar nicht wirklich erlebt. Also, es war zwar voriges Jahr irgendwie anders, es waren andere Vorzeichen, aber heute ist es sehr plötzlich gekommen. Ich habe bei kurz vor Kilometer 30 plötzlich so ein Ziehen im Oberschenkel hinten gemerkt und dann war der Krampf schon da und bin dann irgendwie an die Gehsteigkante und ich kann es gar nicht so wirklich schildern, weil ich weiß es einfach nicht.
Das heißt aber, fertiglaufen auf jeden Fall oder abbrechen oder wie war die Situation? Ich habe es jetzt während der Interviews hier gar nicht mitbekommen. Nein, also absolut. Also ich bin bei Kilometer 30 dann unmittelbar raus. Also es wäre nicht gegangen. Also ich sage, ich habe keinen Schritt mehr laufen können. Und das, ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht wirklich sagen, weil das eine ganz schwere Situation war. Also jetzt sitze ich wieder da mit leeren Händen und ja, ich habe echt keine Worte nicht. Ist wahrscheinlich auch weit zu früh. Ich weiß nicht, ob man sowas überhaupt analysieren kann. Können Sie sich irgendwie schon erklären, wie sowas passieren kann? Ja, es ist wie gesagt noch sehr, sehr früh. Erklären ist schwer zu sagen. Es ist einfach der Marathon. Das ist einfach so ein jährlicher Sport und man kann sehr, sehr viel investieren in den Sport, aber ja, im Endeffekt steht man dann wieder da und ja, es fällt mir schwer, irgendwas ehrlich gesagt zu sagen und ich möchte dann einfach, ja, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Lass ich Sie auch schon in Ruhe, gute Erholung in jedem Fall und auf dass es beim nächsten Mal besser läuft. Danke. Dankeschön. Ja, danke Oliver, dem schließen wir uns natürlich an. Du wirst dem Christian bald einmal auch sehen wieder in deinem Geschäft. Ich hoffe, er muss nicht in den Krankenstand gehen. Aber ehrlicher Sport, hat er gesagt. Und das waren jetzt ehrliche Sportler, die wir da gehört haben. Also ich glaube, wenn man da genau hinhört, wie Peter Herzog, wie Christian Steinhammer, wie auch Valentin Pfeil reden, da ist alles drin, oder? Was dieser Marathonsport zu bieten hat. Ja, in jeder Facette. Absolut. Also du wirst manchmal belohnt, oft leider auch nicht. Christian hat letztes Jahr ausgestiegen, hat dann das Erfolgserlebnis in Berlin gehabt. Heuer jetzt wieder so, also das ist wirklich alles drin. Der Peter, der sensationelle 2 Jahre jetzt hatte und jetzt heute auch, wo er selber sagt, ich habe mir viel mehr erwartet, so ist das Leben. Da heißt es einfach nach vorne schauen und das nächste Ziel in Angriff nehmen. Diese Liste hier mit dem besten Österreicher, mit dem neuen Rekordmann, Lemmerwerke-Thema. Die besten 12 und da haben wir unter den ersten 11 7 neue Marathon-Bestleistungen. Die zweit- und viertschnellste Zeit, die je in Wien gelaufen wurden durch Vincent Kipchumba und Tadesse Abraham. Also da gibt es halt viele glückliche Gesichter. Anders als es vielleicht anderen eben geht, wie dem armen Christian Steinhammer, der nicht finishen konnte. Aber was sagst du zu dieser Rekordflut? Noch einmal, Wien ist nicht bekannt als super Rekordstrecke. 13. noch Valentin Pfeil, auch mit einer Irrensteigerung. Wahnsinnig erfreulich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute früh aufgestanden, 6.30 Uhr, und bin rausgegangen und habe mir gedacht, das ist es heute. Und ich bin in Frankfurt, Orkanwarnung, wo es nicht einmal den Zielbogen aufstehen kann, rausgegangen und gesehen, das kannst du halt vergessen. Ja. Das war in Rotterdam auch einmal so. Das heißt, du brauchst einfach diese Bedingungen, die einfach wirklich passen. Und so wie alle sagen, da hat keiner halt irgendwo von einem Wind erzählt. Ja, ja. Ja, also es war heute einfach von der Temperatur her, Spitzengruppe, so kompakt. Ja. Da sind so viele über ihre Verhältnisse angelaufen. Es hat einfach alles gepasst. Ja? Leider für manche nicht. 2 Österreicher nicht. Ja. Ja? Aber in dem Fall muss man wirklich sagen, ja, diese Chancen dann auch zu nutzen, das macht es aus. Und manchmal liegt das in der Luft und das war heute so. Und ja, und freue mich für alle. Und wir werden auch sicher im Bereich der Hobbyläufer ganz viele wahrscheinlich sehen, die heute noch irgendwo posten, Wahnsinnsrennen und super und Bestleistung. Und ich weiß nicht was, das gibt es manchmal. Wir haben das bei uns in der Wachau auch schon gesehen, wo plötzlich alle, wo dann lauter PBs nachher stehen bei den Elite-Läufern und selten, aber doch gibt es solche Tage und da gibt es so ein schönes Lied, Tage wie dieser. Tage wie diesen. Vielleicht spielen sie es heute noch kurz dann bei der Siegerehrung, die natürlich auch im Bälde erfolgen wird. Es ist durchaus Wind, man sieht es hinten an den Fahnen, also der Wind war heute ein positiver Wind, ein unterstützender möglicherweise, sodass man ihn nicht gespürt hat. Siegerehrung ist auch schon das Stichwort, es geht gleich los mit den besten. Ein letzter Satz vielleicht noch zum Thema Peter Herzog. Du hast es, Michael, gestern schon gesagt, als wir gesprochen haben. Es spielt so viel mit und bei Peter Herzog waren es eben, wie er es auch selber beschrieben hat, dort und da Schwächen, einmal Lebensmittelvergiftung, keine optimalen Vorbereitungsläufe. Du hast mir gesagt, das ist eine andere Situation als letztes Jahr, als ihm alles aufgegangen ist. Er hat es selber gesagt und ja, der ehrliche Sportmarathon hat es aufgedeckt. Einfach aufgeplattelt. Es ist eine sehr gute Leistung möglich, aber eben dann nicht der Wundererfolg, der große Erfolg, der Valentin Pfeil und Lemmerwerke-Thema heute gegönnt wurde. Richtig, du gehst einfach mit einem ganz anderen
Selbstbewusstsein in ein Rennen hinein, wenn du weißt, es hat alles funktioniert. Und das war eben bei ihm nicht der Fall heuer und das hat sich auch heute leider fortgesetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, so, die Sponsorvertreter sind bereit für die Übergabe der Preise an die Top-Athleten des heutigen Tages. Ja, Bronzemedaille oder der bronzene Stern, wie man will, Griff nach den Sternen war ja das Motto. Hier und unterhalb des Burgtheaters bekommt jetzt Solomon Mutai den Preis für Rang 3. Der WM-Dritte aus Uganda von 2015 Peking. Ja, und die Stufen, das haben wir schon oft gesehen, auch die sind dann wirklich sehr, sehr schwierig noch zu erklimmen. 2:08:25, eine Minute schneller als je zuvor lief er. Jetzt muss er da auch noch hinauf, der Arme. Zu Rang 3. Der zweite ist der schnellste Europäer, der je in Wien gelaufen ist. Mit 2:07:24 auch der schnellste Europäer des Jahres. Zwar deutlich, er war es vorher schon. Jetzt noch mehr. Tadesse Abraham, der sympathische Schweizer Läufer. Viertbeste Zeit in der Wien-Geschichte. Geboren in Eritrea, seit vielen Jahren in der Schweiz. Ein ganz sympathischer, schlauer Läufer, wie er selber auch angedeutet hat hier in Wien. Schön, ihn hier zu haben beim Wiener City Marathon. Jetzt könnte man sagen, programmgemäß geht der Sieg, wie zumeist in Wien, an einen Kenianer, aber es ist ein Überraschungsmann. Der 28-jährige Vincent Kipchumba läuft die zweitbeste Zeit, die in Wien gelaufen wurde. Mit 2:06:56 verbessert sich da gleich einmal um fast 4 Minuten gegenüber seinem bisher besten Marathon. Bei dem marokkanischen Sieg im Vorjahr hat sich also Kenia wieder Platz 1 gesichert. Vor einem Schweizer und einem Athleten aus Uganda. Ah, denkwürdiges Ergebnis, auch für die drei da oben, nicht nur für die Österreicher heute. Hält ihm die Blumen da vors Gesicht. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, und für die schnellsten Läufer des heutigen Tages gibt es also noch ungewohnt. Das ist sein erster großer Marathonsieg. Einen Halbmarathon hat er schon einmal gewonnen, Vincent Kipchumba. Der EM-Zweite von Berlin ist noch heute Zweiter. Nicht wegzudenken von der Siegerehrung. Ist sicher nicht alle Jahre möglich, den besten Europäer, noch dazu den so starken Tadesse Abraham hier zu haben, in Wien. Aber so sehen sie aus, die schnellsten Herren mit ihrem Erdinger alkoholfrei. Alkohol-free beer from Erdinger for our 3 winners today. Ein bisschen zaghaft noch die Herren mit dem alkoholfreien Bier. Durst hat man meistens jetzt auch keinen, glaube ich. Ja. Ein Marathon geht natürlich nicht nur auf Beine, Rücken, Arme, sondern sicher auch auf Magen und die inneren Organe natürlich. Grenzwertige Belastung.
So, also man kann da auch nicht gleich irgendwas essen drauf. Also der Magen ist definitiv gereizt. Bekommt ja auch während des Laufens sehr hochkomplexe Kohlenhydrate, die Gelform, was auch immer. Und das ist nicht ganz einfach. Also man braucht schon ein bisschen Regenerationszeit. 2:22:12, eine Zeit, die jedem Mann für Ruhm und Ehre gereichen würde, zumindest in der Hobbyszene sowieso oder in der erweiterten Amateur- oder Profiszene. Nancy Kiprop hat diese Zeit heute aufgestellt. Das ist ein fabelhafter neuer Wien-Rekord und für sie gibt es dafür zusätzlich 25.000 Euro Rekordprämie. Und das ist wohlverdient für die sehr, sehr wohltätige Lehrerin, die eben in Kenia, in ihrer Heimat, in ihrem Heimatdorf sogar, wo sie aufgewachsen ist, sehr viel für die Bildung tut. Lehrerin, Gründerin einer Schule, Nancy Kiprop. Und jetzt erstmals eine Athletin, die dreimal in Wien gewinnen konnte. 2017, 2018 und mit neuem persönlichen Rekord und Streckenrekord auch 2019, dritter Platz, ebenfalls ein Kenia, genauso wie der zweite. Maureen Chepkemoy, 2:26:16. Knappe Minute hat sie sich auch gesteigert, aber das ist ja mittlerweile fast schon erwartbar bei diesem Superrennen heute. Die Zweitplatzierte hat sich ziemlich genau um eine Minute verbessern können. Angela Tanui, Siegerin des Neapel-Halbmarathons heuer. Zweite in Wien. Ihrem zweiten Antritt nach 2017. 2:25:37 ihre Zeit. Ganz klar vor der dritten und noch klarer hinter der ersten Angela Tanui. Und die große Siegerin ist die große Favoritin gewesen, Nancy Kiprop, aber Favoritensiege sind nicht so leicht abzuholen. Die knapp 40-Jährige hat es eindrucksvollst unter Beweis gestellt. 2:22:12 steht ab jetzt in der Bestenliste von Wien. Für Nancy Kiprop. Das heißt bei den Damen alle drei persönliche Bestleistung. Ja, und alle drei aus Kenia am Podest. Erstmals in Wien. Aber in dem Zusammenhang auch zu erwähnen, der starke sechste Platz für Eva Mutti in Bestleistung von 2:34:12. Hat in einer eigenen Liga gespielt eigentlich, muss man sagen. Und für mich wirklich sehr beeindruckend, mit welchem Fokus sie das wirklich von Beginn bis zum Schluss durchgezogen hat. Und ja, sie hat mir in der Pressekonferenz schon sehr, sehr gut gefallen. Und freue mich wirklich, weil sie eine bemerkenswerte Persönlichkeit ist und da in ihrem Land auch wirklich unglaublich viel Gutes tut. Ja, das ist ja das Besondere an ihr, Profisportler, die total fokussiert sind auf eine Sache, gibt es natürlich viele, sie ist mit 39 Jahren seit mehr als 20 Jahren international aktiv, natürlich mit Pausen, weil sie sich weitergebildet hat, weil sie sich zur Lehrerin ausbilden hat lassen. Sie hat zwei eigene Kinder, 17 und 9 Jahre alt, 5 adoptierte Kinder und wie gesagt, mit dem Preisgeld von Wien in den letzten beiden Jahren schon eine Schule für mehr als 100 Kinder ins Leben gerufen.
baut weiter aus. Die schönste Motivation wahrscheinlich, auf weitere Erfolge loszugehen. Die hat Spaß. Die hat Spaß. 3 Stunden sind vergangen. Schau, da ist sogar noch Zeit für Bussi. Für eine kurze Pause. Ja, die Athleten und Athletinnen, die jetzt ins Ziel kommen beim Marathon, die laufen auch einen Kilometerschnitt von 4,20 und noch etwas mehr als 3 Stunden sind sie im Ziel. Das ist wirklich bemerkenswert. Und gleich hier sind wir weit vom Ziel entfernt. Unser lieber Freund aus Bayern. Im Pumuckl-Kostüm und ohne Schuhe. Der nimmt es immer lustig. Wenn das Laufen nicht zu grauen Haaren führt. Na, hält den Jungen. So, und jetzt bitte noch die 3 schnellsten Damen. Ja, das war erst die Halbmarathon. Position etwa. 3 Stunden und er ist nicht der Einzige, der barfuß läuft, wie man sieht. Die 3 schnellsten für ein gemeinsames Siegerfoto auf die Bühne. Schon mal wieder spannend, was sich Menschen noch antun. Ja, also das ist die Kleidung ist heute sicher nicht von Vorteil. Gut, zumindest bei dieser Betätigung. Ich denke mir überhaupt immer jetzt auch die gewisse Haltung, wie auch hier diese Fahne in der Hand, das muss schon reingehen, wenn du eben nicht die freie Laufbewegung zur Verfügung hast. Absolut. Also das sind wir von einer Ökonomie weit entfernt. Also ich sage, dass das wirklich alles sehr rund und flüssig und einfach abläuft. Immer wieder Leute, die mit Hund laufen, die Leine und so weiter. Oder ich sehe auch immer wieder sehr viele so Heavy Hands haben und Gewichte und so weiter, alles Mögliche. Also das mag zwar vielleicht ein zusätzliches Trainingsgerät sein, aber es ist immer spannend. Und also wir sehen auch Läufer, die im Trinkgurt selber mit haben. Ja. Im Endeffekt da nicht an die Verpflegungsstationen ran zu müssen. Und ja, das ist natürlich auch Teil des Marathons, dass es einmal nicht mehr geht und dass man gehen muss. Ja. Einfach ein bisschen Regenerationszeit braucht. Sind Trinkgurt angesprochen. Wir kennen natürlich das Bild auch mit den Tausenden von Plastikbechern, die halt da mal zumindest zwischenzeitlich unvermeidlich sind bei den Verpflegungsstellen. Auch da hat man versucht, ja, umweltfreundlicher zu denken und zumindest einige hundert Läufer auszustatten mit wiederverwertbaren Bechern oder mit Material, das man mehr oder weniger leicht entsorgen kann. Nein, in dem Fall geht es gar nicht um Entsorgen, sondern es geht darum, dass man den Läufern Silikonbecher gibt, die sie mitnehmen. Ja. Das ist ja im Trailsport, das heißt im Gelände, im Berg schon seit vielen Jahren gang und gäbe, dass die Läufer eigentlich am Start einen eigenen Becher haben müssen, weil du dort überhaupt nichts wegschmeißen kannst, wenn du irgendwo in der Natur in den Bergen bist. Und das hat man auch hier versucht, dass man den Läufern Becher mitgibt, die sie an speziellen Stationen, wo Wasserhähne sind, ich habe das beim Fahren auf der Strecke vorher gesehen, anfüllen kann. Das ist natürlich nicht massentauglich. Also das geht in eine kleine Menge. Mittlerweile gibt es Becher aus Papier, gibt es Becher aus Maisstärke. Das wird eher der Weg sein, weil wir brauchen einfach hier, wenn wir um 26.000 Läufer, die unterwegs sind, wir brauchen etwas, das wirklich massentauglich ist. Das Grundproblem ist auch Maisstärke, heißt organisch abbaubar oder Papier. Mit der MA48 gesprochen, sobald hier etwas anderes als Wasser hineinkommt, ist es nicht mehr Papiermüll oder organisch, sondern es ist Restmüll. Und hilft ja dann auch nichts. Ne? Ist auch wieder dann Mittelberg erhöhend, aber natürlich ist es nicht Plastik. Und wie gesagt, wir kennen alle die Bilder, diesen wirklich Plastikbergen, die in der Natur und im Meer landen und so weiter und alles, was hier dafür gesetzt wird. Wir haben beim Wachau-Marathon heuer erstmals Regenponchos, die aus Maisstärke sind und organisch abbauen. Wir haben auch Startersackerln, die als Kleidersäcke fungieren, die aus Maisstärke sind und 100% Bio sind und das ist sicher der richtige Weg. Also, wer hier dann erholt ist im Herbst, Wachau-Marathon steht zur Verfügung für einen Herbstmarathon und jetzt steht uns Eva Wutti bei Oliver Polzer zur Verfügung beim Interview. Ja, die sich so wie alle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner noch ein bisschen schwer tut, auf diese hohe Podest hier heraufzukommen, aber schon wieder lachen kann. Wie geht's Ihnen? Ich bin jetzt schon ziemlich müde.
Marathon ist nun mal immer anstrengend, aber hat wie letztes Jahr auch sehr viel Spaß gemacht. Was sagen Sie denn zu Zeit und Platzierung? Das werden wahrscheinlich gemischte Gefühle sein, oder? Ja, also mit der Zeit bin ich absolut zufrieden. Das war eigentlich die Wunschvorstellung. Also wir haben uns gedacht, wenn alles optimal läuft, wenn ich an dem Tag fit bin, dann ist eine 2:34 möglich und das habe ich heute geschafft, damit bin ich zufrieden. Der Abstand zu Platz 5, was zugleich die Qualifikation für die Olympischen Spiele wäre, ist leider doch ein Stück weit zu viel gewesen für mich. Also ich glaube, es waren 5 Minuten. Von daher kann ich dem 5. Platz eigentlich auch nicht nachweinen, weil es einfach nicht möglich gewesen wäre für mich heute. Es waren heute großartige Bedingungen. Lassen Sie uns noch kurz ein bisschen über Ihren Rennverlauf sprechen. Ist das alles nach Plan, alles so, wie Sie sich das vorgestellt haben, gelaufen? Ja, also von Anfang bis Ende ist eigentlich alles so aufgegangen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ich hatte ganz tolle Pacemaker. Auf dem ersten Halbmarathon hat sich eine ganz tolle Gruppe gebildet. Der Wind kam auch von der optimalen Seite, also war eigentlich fast immer hilfreich. Ich glaube, wir haben das Optimum aus dem Tag hier herausgeholt und ja, das Publikum war, wie im letzten Jahr auch, sehr unterstützend. Das freut uns sehr. Was heißt das jetzt für die nächsten Wochen, Monate dann, wenn Sie wieder erholt sind? Wie geht es für Sie weiter? Also für den Herbst ist natürlich noch ein weiterer Marathon geplant und da werden wir dann schauen, welcher das sein wird, um die Qualifikation für die Olympischen Spiele hoffentlich im Herbst abschließen zu können. Ein WM-Limit hätten Sie erreicht, aber die WM tun Sie sich nicht an, habe ich im Vorfeld gelesen. Ist das so? Also wenn ich heute auf dem 5. Platz gelandet wäre und das Olympia-Ticket schon in der Tasche hätte, ja, dann wäre ich zur WM gegangen. Aber es ist sehr unwahrscheinlich für mich, dass ich in Doha? Ja, eine Zeit von 2:29:30 um Mitternacht laufen werde. Von daher gebe ich einem schnellen Marathon den Vorzug. Alles klar. Vielen herzlichen Dank und gute Erholung. Dankeschön. Ja, interessant, eben dieser nächtliche WM-Marathon in Doha ist eben nicht dazu da, um Bestzeiten zu laufen. Da gibt es im Herbst genug andere Möglichkeiten. 29. September, der schnellste Marathon der Welt in Berlin, aber auch einer der schönsten Landschaftsläufe in der Wachau. Landschaftsläufe in der Wachau, genau. Vielleicht kann sie ja da antreten und das Olympia-Limit anpeilen. Keine Probleme hat damit Nancy Kiprop, die jetzt bei uns zum Interview ist, bei Oliver Polzer. Ja, sie ist ein Stammgast hier auf unserer Couch. Da bin ich zu Hause. Das ist Nancy Kiprop zum dritten Mal. Congratulations, a sensational race. You reached all your goals. How happy are you? Ja, wie glücklich sind Sie damit, alle Ziele erreicht zu haben? I did a really good job. Ja, ich habe heute wirklich einen sehr guten Job gemacht. Bin I sehr prepared glücklich. For it. Ich habe mich gut vorbereitet dafür. For me it's amazing. I thank God. Und Sie. Danke Anything Gott für different diese tolle Leistung. To the last years or everything the same? Nice track, nice people, good weather. Was war anders als im letzten Jahr? Oder gleich? The weather was fantastic this time. It was excellent. A little bit of wind during the last miles. And people, I really like them. I had fans all over, kids with my slogan name Nancy cheering. Wurde gut angefeuert von Kindern. Der Wind war nur am Schluss ein Thema. Es war wunderschön hier. Tell us a bit about your tactics of today's race. We saw the first half of your race was very fast. I really planned for it. Ja, die Renntaktik, erste Hälfte war sehr schnell. Ja, die erste Hälfte ist auch hier schneller. Also habe ich das geplant. Und ich dachte mir, das ist leichter am Anfang eben in der ersten Hälfte Tempo zu machen. Will be a bit slow. Und so der letzte Teil, der wird langsamer target. Sein und ich wollte natürlich mein Ziel really erreichen. Ich habe das gut geplant. The only problem we saw was a problem with your bottle. What happened? Was war das Problem mit der Flasche? Ja, die ist runtergefallen und ich habe die erste auch verpasst. And I didn't want to miss that one. Diese wollte ich nicht verlieren. 10 Kilometer without a special drink. 10 so Kilometer ohne Spezialgetränk really wollte ich nicht laufen. Darum habe ich mir die aufholen müssen. It could have affected me mentally. Ja, das hätte mir mental geschadet. Okay. If you come here as a 2-times winner, the goal is to win a third race. Zweifache Siegerin ist natürlich das Ziel, wieder zu gewinnen, ein drittes Mal. Wie war das mit dem Druck vor diesem Rennen? Yeah, it's really, this time it was, for me it was terrible.
Der Druck war für mich diesmal schrecklich. Ich war überall sehr angespannt. Everybody will be looking at me. Jeder hat natürlich das von mir erwartet, zu gewinnen. You know, when you are the center of interest, you had pressure from all corners. So it wasn't easy for me. Zentrum des Interesses hat man natürlich von allen Seiten. But you will come back for another day of pressure. Ja, wollen Sie noch einmal Druck haben hier in Wien? Ja, wenn der liebe Gott das möchte. We hope to see you again. Congratulations once again. Thank you. Ja, immer gern willkommen mit solchen Leistungen und so sympathisch Nancy Kiprop. Mal schauen, ob wir sie einen vierten Sieg feiern sehen nächstes Jahr hier in Wien. Natürlich wird noch viele Stunden durch Wien gelaufen. Ich muss auch sagen, natürlich, so ein Marathon ist sehr schwierig zu organisieren, noch dazu eben in der Bundeshauptstadt. Da sind natürlich dann auch schon wieder viele Straßen freigegeben, sozusagen hinter den letzten Läufern. Du organisierst eben selbst einen Marathon, vielleicht nicht mit so vielen Leuten wie hier durch den Prater laufen, aber das ist eigentlich ein Eintages-Event, für das man ein Jahr lang arbeitet. Du als Wachau-Marathon-Organisator weißt das. Bist du schon auch voll in den Planungen, obwohl es noch ein halbes Jahr hin ist fast. Ja, wir haben ja 5 Events, die wir im Jahr machen. Und unter anderem auch den Wilsfeller Third Run, der am 5. Mai auch in Wien stattfindet. Es ist schon Wien eine andere Liga, muss man ganz ehrlich sagen. Also so, wir haben jetzt gestern Verkehrsverhandlungen hierzu gehabt, wie viele Magistrate da hier beteiligt sind, wie viele Bezirke die durchlaufen werden und so weiter. Da ist es schon am Land etwas einfacher, das ist keine Frage. Und das ist eine logistische Herausforderung in jeder Hinsicht. Und der Wien-Marathon ist mit Abstand das Größte. Und da sind ja so viele Aspekte, die ja der Läufer gar nicht wahrnimmt, was da im Hintergrund alles passieren muss und läuft und dass das ganze Ding eben rund läuft und ja, und wirklich reibungslos und vor allem auch für die ganzen Anrainer und Anwohner und einfach wirklich halbwegs mit geringen Einschränkungen. Ja, ja, da hat man in 36 Jahren natürlich dazugelernt. Man hat begonnen mit etwas mehr als 700 Teilnehmern 1984. Jetzt hat man eben über die 2 Tage mehr als 40.000 Menschen, die sich an den 8 Bewerben beteiligen und letztendlich muss so schnell wie möglich sozusagen die Stadt wieder freigemacht werden. Das passiert auch und auch eben wieder aufgeräumt werden, eben von der MA48 mit dem Aufräumen des Mülls. Es sind 150 Tonnen Aufbaumaterial zu bewegen, Absperrungen und so weiter, Aufbauten. Es sind zum Beispiel umgerechnet 14 Tonnen Bananen auszugeben an die Teilnehmer, 11 Tonnen restliches Obst, 150.000 Liter an Getränken in etwa. Also alle 5 Kilometer gibt es eine Verpflegungsstelle. Wir haben schon gehört, das passiert auch den Top-Athleten, dass sie dann was versäumen. Aber da kommen dann natürlich viele, vor allem dann bei der Masse, viele innerhalb einer halben Stunde dorthin, boah, geballt. Und die müssen und sollen versorgt werden. Ja, die 14 Tonnen Bananen liefern auch wieder 14 eine Menge X an Bananenschalen, muss man jetzt mal sagen. Ja. Also das ist alles, was dazu kommt, die wieder von der Straße wieder wegzukriegen und so weiter. Ja, also das, ich sehe schon, der Nachhaltigkeitsgedanke ist bei dir schon sehr gefestigt. Gut so. Und natürlich nicht zu vergessen, vor allem jetzt, was ist Wien, betrifft 25 Millionen Euro sind an touristischen Ausgaben mit und um diesen Wien-Marathon verbunden. Also da lebt dann schon auch sehr viel, nicht nur der Veranstalter, sondern auch die Stadt drumherum. Ja, aber die Stadt profitiert natürlich enorm von dem Event. Also die Umwegrentabilität ist schon sehr, sehr groß. Wir profitieren sehr viel von dir, Michael, und Gott sei Dank noch eine Stunde. Aber jetzt wird natürlich das Ende in ORF1 nahe und da würde ich dich bitten, einmal zum Oliver zu gehen für ein letztes Resümee, einmal was aber diesen Spitzensport-Part betrifft. Wir sehen uns aber dann wieder, vor allem dann in ORF Sport Plus geht's weiter. Wir haben jetzt einmal den eher sportlichen Teil beschrieben. Wir wollen uns aber natürlich eben diesem ganzen Massenspektakel widmen, das so ein Laufsport-Event wie eben der Vienna City Marathon auch mit sich bringt. Ein paar Zahlen, eindrucksvolle Zahlen haben wir ja schon erwähnt. Das könnte man immer weiterführen. 95 Behörden und Institutionen sind eben, um Erlaubnisse anzufragen,
dass man hier eben auch die Kulisse, Burgtheater, Rathausplatz und nützen darf. Dass eben niemand anders, der eben nichts zu tun hat mit diesem Ereignis, nicht allzu sehr da gestört wird oder eingeschränkt wird. Das muss man natürlich auch immer wieder respektieren. Verkehrstafeln müssen auf- und abgebaut werden. 250 allein jetzt für diese Strecke, die da doch natürlich durch einen großen Teil der Stadt führt. Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen nun zur Siegerehrung Halbmarathon der Damen. Es ist doch der 1500. Kilometer gelaufen worden, in etwa bei Kilometer 23 in der Geschichte des Vienna City Marathons, aber natürlich jetzt nur individuell gesehen. Es sind natürlich sonst Millionen von Kilometern, die zurückgelegt werden über diese Jahre. Allein bei einem Marathon für eine Person. 45.000 Schritte sind bei dieser Veranstaltung 1,3 Milliarden Schritte. Und die letzten davon, die tun natürlich jedem weh, dann am Weg ins Ziel, aber wir halten uns da immer noch bei 3 Stunden 20 in etwa Zielzeit auf. Das sind immer noch wirklich für Hobbyläufer sehr, sehr starke Zeiten. Halbmarathon-Sieger übrigens, der Österreicher Mario Bauernfeind, der in 1:06:40 gewonnen hat. Die Ungarin Katalin Garami hat in 1:17:02 bei den Frauen gewonnen. So, mit der Motivkirche und vor allem unseren beiden Kollegen Oliver Bolzer und Michael Buchleitner sage ich einmal kurz wieder schauen. Bis später. Ja, da stehen wir und wollen noch ein paar Schlussworte finden, wobei wir ja auf OF Sport Plus noch weitermachen und dann auch gleich mit einem Marathon-Update starten. Aber Michael, irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Jahr stehen wir dann am Ende da und jedes Jahr sagen wir, das war noch besser als im Vorjahr. Heuer hat das Wetter großartig mitgespielt, sportlich war es unfassbar. Liege ich da richtig? Ja, es war ein Tag der Tage, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben bei den Frauen 3 Bestleistungen der ersten 3, wir haben bei den ersten 13 8 Bestleistungen bei den Männern, wir haben 2 Superleistungen der Österreicher. Es geht von einer Superlative in die andere. Und wie die Interviewten jetzt bei dir schon gesagt haben, es hat halt einfach alles gepasst. Der Wind war genauso, wie er kommen soll, dieser Südostwind. Westwind ist schlecht, Südostwind ist super, weil er die Leute noch ins Ziel noch treibt. Ja, es ist einfach so, ich habe gesagt, eine frühe Chance of a Lifetime. Und die haben Gott sei Dank viele genützt und Gott sei Dank auch 2 von 4 Österreichern oder 3 von 5 Österreichern, wenn man die Eva dazu zählt. Ja, sehr glückliche Gesichter, das eine oder andere enttäuschte Gesicht auch. Wenn es dann so gut läuft, wenn auch die Bedingungen so passen, das ist für den Laufsport auch unglaublich wichtig, oder? Ja, ich glaube, dass man sieht, was möglich ist. Also ich glaube, dass beim Valentin ganz ein schwieriges Jahr sieht, hey, es zahlt sich alles aus, was man da tut. Und es ist das Training nicht lustig. Also wer heute mal sich im Marathon vorbereitet hat, 200, 250 Kilometer in der Woche, sehr viel alleine. Der Peter Herzog ist 30 Kilometer am Laufband gelaufen, regelmäßig, weil er draußen nicht laufen konnte. Das ist so schwer und manchmal wird es belohnt und manchmal aber auch nicht. Und ich bin mir sicher, dass sehr viele Hobbyläufer heute Bestleistungen laufen werden, weil für sie die Bedingungen genauso gut sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Nancy Kiprop höflich war, als sie mir zugestimmt hat, dass sie schon Druck verspürt hat. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn man hier zweimal gewinnt, könnte man ja auch sagen, was habe ich noch zu verlieren? Läuft so eine mit Druck dann oder läuft die befreit? So hat es nämlich fast ausgesehen. Nein, die Nancy ist wirklich eine, die in dieser Liga jetzt schon der ganz Großen ist, die wirklich jetzt diese 2 Marathons ins Visier nimmt und die will natürlich, dass das funktioniert. Ja? Also wir haben viele, so wie der Sieger auch jetzt bei den Männern, der gesagt hat, nicht damit gerechnet. Die kommen mit einer 2:09, 2:010 her, sind sehr weit noch entfernt von der Weltspitze. Die Nancy ist eigentlich schon dort gewesen mit 2-mal Siegerin. Das heißt, du bist ein Siegläufer oder du bist es noch nicht. Und dieser Aufstieg dann in diese nächste Liga, der ändert auch das Gedankengut extrem. Ja? Und die Nancy ist einfach schon dort und die will liefern. Die will hierher kommen und will wieder zeigen, dass sie einer der Besten der Welt ist. Und auch der Lehmer hat diesen Gedankensprung jetzt schon gemacht. Der sagt, ja, hey, es wäre eigentlich viel mehr gegangen. Und wir haben auch schon gehört, ich will jetzt hier oben stehen. Also
wer hat den Fokus auch noch für mehr? Und wenn du mal so weit bist, dann willst du. Und dann heißt es nicht immer nur dabei sein, sondern ich will es immer noch mehr sein. Wir werden vielleicht gegen Ende der OF Sport Plus Schiene noch ein bisschen plaudern. Danke vielmals für den Moment. Ja, hier geht es natürlich gleich noch weiter. Jetzt übernehmen Sie die Regie in Form der Fernbedienung. Entweder draufbleiben in OF 1, auch spannendes Programm. Jetzt die Zusammenfassung des gestrigen Inclusion Runs. Dann darf ich Ihnen auch noch einen Tipp geben, was die Wiederholung des Vienna City Marathons betrifft. Am 9. April, also übermorgen, gibt es sie dann schon ab 21.15 Uhr. Hier in OF1 ab 12.40 Uhr das Sportbild und nicht vergessen, 18 Uhr, ganz wichtig, Sport am Sonntag, auch mit einem dicken Marathon-Thema. Dazu Ralf Hasenhüttl, ein großes Thema, also auch sicher ein heißer Tipp. Und wie immer 19.15 Uhr am Sonntag dann auch die Highlights der Fußball-Bundesliga-Runde und ab 19.54 Uhr in OF2 der aktuelle Kurzsport. Wie gesagt, in OF Sport Plus geht es jetzt noch weiter mit dem Marathon und einem Update. Auf Wiedersehen beim Sport. Der Vienna City Marathon präsentiert von Erste Bank Sparkasse Running.